So, moin Leute, willkommen zum heutigen Stream. Wir haben ein kleines Date mit GroKo und, oh Leute, Leute, Moment. Zormek, vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Subs noch an Syntex, Genova, Maximix, der Kaboom, Qual aus Lall. Davor hatte auch noch Furby's Dream gereasert vor 4 Minuten. Zormek 100 Bits nochmal oben drauf. Dankeschön. Und darf ich vorstellen, in der rechten Ecke Creamy mit 3,33 donated schneller als ihr Schatten, sobald der Stream startet. Vielen, vielen Dank. Auch Condor 100 Bits. Neo Anderson, Resub 8 Monate. Zormek denkt sich, oh, das Scoreboard für diesen Monat ist resettet worden. Wir haben den 1.7. und legt direkt mit einem Sprint vor. Die ersten 20 Meter werden ohne Hürde zurückgelassen. Die ersten 10 Subgifts, Platz 1 bei den Subgifts diesen Monat. Direkt, also klar startet ja jetzt auch der 1.7. deswegen. Neo Anderson, ein Resub 8 Monate. Zormek nochmals 5 verschenkte Subs obendrauf an Vio. Princess of Pain, Z Maisch, die GAG, X und Unbekannt hat nochmal einen bekommen. Moment, ich bin gar nicht mal drauf hier, mit Joiner. Wir sind cool, 20-monatige Resub, Laserburger, ein Resub 4 Monate, Resolve von Super Bravo und Subgift und der Henker hat auch geresubt 7 Monate jetzt. Leute, das schießt rein wie ein Maschinengewehr. Ja, Zombie Platz 1 beim Subgift, direkt mal ordentlich im Sprint vorgelegt. Danke dir. Leute, wir haben gestern ein bisschen was am Progress hier gemacht und habe auch noch eine ganz kleine Kleinigkeit ergänzt und das Allerwichtigste, wir haben einen Lama am Kran aufgehangen. Das baumelt immer noch. Hi! Genau. Ja, ich habe hier oben noch ein kleines bisschen heute Nachmittag abgebaut. Ich habe mir ein bisschen geschillt. Und die Etage, die Kroge gemacht hat, die ging ja bis nach vorne bei Ecke. Ich habe die jetzt hier abgerundet. Also nochmal entsprechend ausgeleuchtet. Und hier vorne ein paar Blöcke wieder weggemacht, weil das war ein bisschen too much. Wenn die zur Hälfte hier hinten steht, hätte ich gesagt, das ist auch einfach nur zur Hälfte. Hier hinten dann der Boden da ist. Und das sieht gleich jetzt noch ein bisschen besser aus. Gilt! Ansonsten warten wir, bis er vorbeikommt übrigens noch, denn eventuell gibt es heute eine kleine Tour. Heute mal zeigen, was so alles passiert ist und ebenfalls, was noch abging bei Pockwarts eventuell. Das wäre noch ein schönes Ding. Wir bauen ein bisschen weiter und ich bin überlegen, da so einen Energiepark hinzubasteln. Müssen wir mal gucken. Ich habe übrigens mein Inventar sortiert, mal die Baukisten geordnet. Ich habe unten, ich habe das komplette Lager nochmal aufgeräumt da. Und ein bisschen die Ressourcen entsprechend verteilt. Die ganzen Schalker-Boxen, die hier stehen. Also hier ist noch eine TNT. Das ist eine Redstone-Schalker-Box übrigens. Die kann man ganz kurz mit. Die kommt hier rein. So, das ist einfach Redstone. Das hier ist nochmal von den Tränken. Das kann ich aber eigentlich mal nach oben transportieren. Das muss nicht hier unten stehen. Und dann noch eine TNT-Schalker-Box. Sind wir fertig. Habe ich einmal komplett hier umsortiert alles. Perfekt. Relove Monkey. Auch ein Resub. Autsch. Da habe ich nicht richtig Flügchen ausgeklappt. Jubiläum. Die kleinsten Bäume der Welt sind die Krautweiden. Man trifft sie in den Alpen an. Ihr Stamm liegt meistens verborgen im Erdreich oder in Felsspalten und nur die Baumkrone schaut hervor. Sie wird bis zu 10 cm groß. Ein Mini-Tree für einen großen Meilenstein. Danke für die 12 Monate. Das Jahr ist voll. Ich dachte, die kleinsten Bäume wären Bonsais. Nein, Bonsais werden künstlich klein gehalten. Das sind normale Bäume. Da, wo man ziemlich viel beschneidet und klein macht und Wurzel beschneidet und stuff. Aber die wachsen sich natürlich so. Findest du, Real Monkey, findest du Bonsais ist Baumquälerei? Sollte man die einfach wachsen lassen? Oder findest du Bonsai ist Kunst? Und Lucky für die 940 Bits. Auch vielen Dank, wir sind fast auf Level 5. Bro, was ist hier los? Die Drains fahren momentan ordentlich mit Schmackes. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal unlucky einfach. Vor allem mit dem. Nee, das ist kein Vorleaf-Klaube, das ist ein dreiblättriges Kleeblatt. Was glitzert. Zwarka, letzte Woche Babykatzburger, mein heißt Zwarki. Das ist ein sehr, sehr guter Name, finde ich. Is approved. Das wird eine sehr tolle Katze, die zum Phönix wird, anfängt zu fliegen und zu brennen. Nein, das nicht. Aber. Ganz klar Baumquälerei. Okay. Ja, aber zum Glück sind wir hier in Minecraft. Und in Minecraft kann ich eigentlich so viele Bäume machen, wie ich will, weil es sind ja keine echten Bäume. Das ist Kunst.
Kann man auch einen kleinen Baum bauen. Oder man muss nicht natürlich wachsen lassen, man kann so einen Busch bauen. Zormig. So zum Thema Sprint nach vorne. Nochmals 5 verschenkte Subs. Übrigens, Struhi weiß direkt schon Bescheid. Ich brauche gar nichts mehr sagen für die Herzenswellen, die gehen von alleine. Man muss einfach nur mal Ausklick machen, so zack und ab geht's. Zormig, danke. Der Nikigau da, Rentaro, Kraffel, der mit der Sucuk tanzt. Und Real Makers, danke. Zormig, vielen, vielen Dank. Und der mit der Sucuk-Tanks, das könnte man als Filmtitel nehmen oder so. Gab's irgendeinen Filmtitel, der mit dem Wolf tanzt? Oder was war das? Irgendwie, I don't know. Gibt's da was? Der mit dem Wolf tanzt? Oder habe ich das irgendwo gehört? Der mit der Sucuk tanzt, auch nicht schlecht. Ich folge nur der Order, den Regeln. Ja. Wenn es abgeht, muss ein bisschen wieder. Alles in Ordnung. Der mit der Sucuk tanzt. Es fehlt noch einer, der heißt, der mit der Weißwurst tanzt. Das heißt, die 2 in meinem Icon hat Super Bravo gefragt. Wenn ihr im Chat schreibt, beispielsweise Zormig, müsst ihr jetzt eine 1 mit einem Geschenk davor haben, weil er diesen Monat die meisten Subs verschenkt hat. Und Super Bravo hat die silberne 2, weil Super Bravo hat diesen Monat die zweitmeisten Subs verschenkt. Heute ist der 1.7., das heißt, alles wurde resettet. Die Startbahn ist wieder neu gelegt und das Rennen darf von neu beginnen. Danke, Leute. Der mit dem Baum tanzt, ja, das kommt auch noch. Der mit dem Baum, der Baum ist allerdings ein nicht so guter Tänzer. Er bringt eine gewisse natürliche Steife mit sich. Und eine verringerte Elastizität. Ja, also den Balzer kriegt er nicht so gut hin. Den kriegt er nur beim Fällen hin. Nein. Dann walzt er alles nieder. Ein Max pro 40 Monate. Danke dir. Auch Flo für den Resub 4 Monate. Vielen lieben Dank. Willkommen zurück. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Das haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Bin ich schon zufrieden? Check. Gibt es eigentlich nichts mehr zu editieren. Wir müssten eventuell jetzt hier drin nochmal gucken. Vielleicht kann ich ja auch sowas hier machen, dass ich hier einen Honiglager reinlasse. Irgendwie mit den Blöcken einfach ausdekoriere. Es eilt gerade nicht so ultra. Aber na, vielleicht einfach so erstmal jetzt zubauen. Das wäre vielleicht so ein Ding. Und dann gucken wir mal. Genau, ich mache erstmal vorne die Tür zu. Ich habe ja noch den kompletten Türrahmen und alles ausgelassen. Ja, da kriegen wir vielleicht noch was hin. Ja, schauen wir mal. Affenstein, danke dir. 6 Monate gesubbt. Vielen lieben Dank, ebenfalls. Halbes Jahr ist voll. Train fast auf Level 5. 84%. 16 fehlen noch. Kleinen Honigschirm machen. Nein, kann ich nicht, weil Romatra oder Trimax, die hat. Nee, Romatra hat einen Honigschirm. Natürlich, der ist außer Betrieb seit Jahrzehnten, aber ich werde da im Shopping District nichts mehr machen. Das bringt, glaube ich, nichts mehr. Und Halbtrain lief durch. Level 4. Ich habe auch schon alle Emotes mittlerweile. Danke, Leute. Wir hatten alle freigeschaltet. Also Honigshop macht keinen Sinn mehr. Das ist, ja, geht so. Grey Concrete Powder war die Regel und Cyan Terracotta. Die restlichen Steine habe ich vorne. Schauen wir mal. Nee, er hat geresubbt. 67 Monate. Na du? Es liest sich wie so eine WhatsApp-Nachricht. Blub. Nachricht von der. Na du? Moin, ja, wieder am Stream. Was sonst? Aber ich muss ein bisschen. Ich habe die letzte Zeit ein bisschen weniger gestreamt, generell. I know. Ein bisschen weniger. Ich denke mir jetzt so, ja, am 10.7. Also, erstens brauche ich die Zeit für Organisatorisches und auch noch wegen Projektplanung und sowas. Das ist auch immer noch ein bisschen Arbeit, die halt jetzt nichts direkt sofortig was bringt. Aber je cooler das Projekt wird, umso besser. Und dann habe ich jetzt noch so ein paar Tage, wo ich es vielleicht so ein kleines bisschen chillen kann, entspannen kann. Und ich sehe mich schon wieder am
am 10., wenn das Projekt losgeht. Ich sehe schon wieder den 12-Stunden-Stream. Da wird dann wieder ein bisschen mehr reingegrindet, weil es dann wieder was Cooles gibt, was bockt. Oh, lucky. Ich würde sagen, Platz 1 diesen Monat ebenfalls bei 10 Bits. 1300 Bits. 3, 2, 1, meins. Lucky einfach immer. Jeden Monat. Vielen, vielen Dank. Das ist absolut immens. Ich weiß nicht, was für letzten Monat auch Platz 1. Doch safe, oder? Safe. Da war doch was. Irgendwie wollten wir auch nochmal quatschen, aber dann hatte ich mal gepullt, ist er weggepennt, dann habe ich 3 Tage frei. Wollte dann nochmal nachfragen, was da los war. Das war nicht normal. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Vielleicht erwische ich ihn nochmal. Hey, vielen, vielen Dank, Leute. Es brennt, aber im positiven Sinne. Moment. Ich muss mal lesen. While they appeared. Yes. Was hältst du von den YouTube Shorts? YouTube Shorts kenne ich nicht. YouTube Shorts kenne ich, aber da habe ich noch nie welche gefunden. Also ich habe selbst ein paar Kurzvideos in dem Sinne gemacht. Aber ich habe, ich kriege die selbst nie vorgeschlagen, weil ich die App nicht nutze. YouTube Shorts geht nur für die App, soweit ich weiß, oder? Ich nutze keine YouTube-App. Ich nutze ausschließlich Dingensen, aber nicht die App. So. Ja, können wir uns ansprechen. Also, Lucky, vielleicht habe ich heute nach dem Stream noch Zeit. Ich dachte, das war so ein bisschen aus der Situation raus. Ich wollte mal fragen, ob alles in Ordnung bei dir war. Also, ich habe jetzt auch kein großes Themenanliegen oder so, aber ich habe eigentlich gedacht, ich frage mal kurz, dass wir mal kurz quatschen oder ich mal kurz nachfragen, was eigentlich bei dir abgeht. Aber vielleicht, wie gesagt, entweder heute mal kurz noch nach dem Stream. Oder, ja. Ich guck mal, dass ich heute wieder wie üblich streamen, so bis 0 und dann schauen wir mal. Kann aber gerade nichts versprechen, ich weiß nicht ob. Ne, mal gucken. Eventuell geht das. Google technische Probleme, oh. Das heißt, dann nutzen wir die Zeit und warten noch ein kleines bisschen. Und wir gucken. Go. Also ich muss eine kleine Tür machen. Da vorne habe ich zwei einzelne, weil das irgendwie ein bisschen besser war. Dauer auf zwei Türen ist auch ein bisschen weird, oder? Aber eventuell kriegen wir da was hin. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kannst du mich da so auf dem Discord bicken lassen? Ich bin dem Account nie angemeldet. Ich habe mehrere Discord-Accounts. Das ist halt sozusagen der öffentliche. Wenn du nämlich einmal mit einem wo bist, dann wirst du zugespammt. Im Zweifelsfall. Und das halte ich am liebsten dann eher getrennt. Warum ist das mein Hinterkopf? Hoch voller Server. Nordsgerata. 10.000 Bits. Creamy weiß Bescheid, was abgeht. Hold on. Ich klicke da auch mal mit drauf. Ich kann nicht anders als drauf zu klicken. Das ist so ein Reflex. Oh, ihr ist Ed Lucky. Warum mal so vorausbrechen? Ed Spark, ja klar, komm mal wieder. Okay. Und damit haben sich soeben die Machtverhältnisse strukturell geändert. Und dort gerate auch nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja. Das ist ebenfalls noch einer der Top-Kandidaten, der schneller die Bits schießt als den Schatten. Und dann meistens mit Nukes. Das Rocket Launch System Skirata.
Wenn ich manchmal stehen bleibe, gucke ich auf den Bildschirm oder einen Chat nehmen. Ich habe hier, ich hab den Chat hier links, ne? Bro. Vielen, vielen Dank, ist auch mal immens. Ey. Leute, wir sind wieder ein kleines bisschen am Start. Was für ein Craft Attack weiter? Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwie was Feines Ding kriegen. Oder so. Ich will ein bisschen experimentieren. Vielleicht auch Materialien gleich nochmal austauschen. Ich hoffe mal, das geht. Gucken, ob das irgendwie was wird. Und ob das Sinn macht. Also irgendwie muss ich einen schönen Eingang hier hinkriegen, der etwas variiert. Und nicht nur, alles identisch ist. Ich probiere ein kleines bisschen mal. Vielleicht so ein Eingang mit so einem kleinen Vordach. Wo es dann einfach reingeht. Aber vielleicht müsste ich gar nicht mal, ja. Ohne Mauer. Da muss wahrscheinlich eine Wand am besten rein. Komplett. Ich schau mal. Wir basteln ein bisschen und das wird noch was. Lisa auch nochmal. 17 Monate. Das ist gefährlich. Nicht sabben, während ich flieg, weil dann gucke ich weg und fliege den Kopf gegen die Wand. Danke dir. 17 Monate in Folge. Das hat auch mal getan. Heute wieder sehr viele Bekannte. Also, ich habe das Gefühl, der komplette Chat besteht nur aus Namen von Leuten, die ich alle kenne. So. Jetzt wo Arc durch ist und das gefinisht ist, da denken sich, ja, da lohnt es sich ja vielleicht mal wieder einzuschalten. Also die Phasen gehen immer vorbei und dann ist alles wie immer. Hey, vielen Dank nochmal auch an Dennis Deo für die 800 Bits. Vielen, vielen Dank auch an dich. Ja, mit der Zeit. Jetzt, wo ich es gesagt habe, schreiben natürlich ein paar andere Leute auch noch was. Aber Eichberger-Fotografie sehe ich so gut wie jeden Tag in letzter Zeit. Hat er gesagt, Arc ist nicht so meins. Ja, das ist in Ordnung, Leute, das weiß ich doch. Es hat sich so ergeben als Projekt und, weißt du, wenn alle gerade Arc zocken und ein fettes Projekt starten, dann sage ich natürlich, nö, ich spiele weiter Craft Attack. Natürlich macht man da mal mit. Und wenn es dann catcht, dann muss man es auch fertig bringen. Und ich habe es fertig gebracht. Und so wie ich Arc fertig gebracht habe, werde ich auch diese Base in Craft Attack fertig bringen, bevor die nächste Staffel startet. Auch wenn ich etwas vorge. Also, es ist natürlich eventuell so, dass ich hier vielleicht nicht so ganz, also hier noch so richtig rund und praktisch die Base mal verdoppeln werde, das vielleicht nicht. Aber wo der Weg uns hin führt, werden wir sehen. Im Zweifelsfall kann das sein, dass ich hier einfach wieder, keine Ahnung, abkürze. Also etwa hier dann zurückbaue, ne, und irgendwie nach hier hinten angleiche oder sowas. Das wird sich ergeben. Ich hätte fast gedacht, dass hier hinten sich auch noch so ein bisschen landwirtschaftliche Flächen oder sowas ergeben. Dass das irgendwie cool wäre, aber das müsste man mal schauen. Stück für Stück, Leute, geht's weiter. Dasig hat noch gereast, aber auch 12 Monate. Danke dir. Auch der, dessen Namen ich wieder nicht aussprechen kann. Nicht der, dessen Name nicht genannt werden darf, sondern der, dessen Name nicht ausgesprochen werden kann. YXEYUO. 23 Monate, danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich wollte Polished Undeceit hier holen. Dann geht's hier durch. Irgendwie so eine Kleinigkeit. Ja, das muss machbar sein. Und am besten noch hier ein kleines bisschen Höhenvariation rein. Und nach da vorne. Mal gucken, ob ich heute noch eine kreative Rate habe. Gestern war ich irgendwie saumüde. Ich habe heute einfach knallhart ein Dickerchen gemacht. Ich bin halt wieder ein bisschen arg früh rausgeklingelt worden. Grr. Und dann war ich aber voll K.O. Nachmittag. Und bevor ich unproduktiv und wie ein Zombie in der Ecke hänge, brauche ich halt einen Nap.
Es geht nicht anders. Vom Stream wieder aufgestanden, was gegessen, losgestreamt. Vor das Programm. Sag ich schon mal, wie das und ob das jetzt hier klappt. Ob das noch was aussieht. Ja, ich warte, lass mir erstmal hier fertig bauen. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Zweifelsfall nicht so. Ja, vielleicht nicht noch hier abfallend. Sondern A entweder so gelassen oder noch einen weiter nach vorne. Könnte man halt hier in die Ecken noch was reinmachen, was hinstellen. Also ich hätte schon irgendwie gehofft, dass man da anderweitig eine Eingangssituation hinbekommt, weil das hier ist halt kein Zustand. Aber ich hatte hier nicht weiter vorbauen können, weil das direkt an der Straße war. Und da hinten, das ist ein bisschen zurück. Da könnte man halt so sagen, ja, geht. Weiter nach vorne würde ich gar nicht mehr machen. Ich habe noch genau 3 Blöcke Abstand hier zur Straße. Das ist halt symmetrisch. 3 Blöcke, ein Block, 3 Blöcke und hier wieder Straße. Es geht. FLX Springfield noch 4 Monate resubbed. Kalt 4 und dann resubbed 30 Monate. Glas wieder am Eingang. Ja, das würde auch gehen. Dann, also ich habe überlegt, ein Fenster vielleicht reinzumachen. Aber dann wäre das halt hier so ein, ne? Soll das komplett sein oder einfach nur hier so dreimal Glas rein? Komplett Glas? Oder so ein Dreier Glasstreifen? Aber ja, irgendwie muss hier was kommen. Das Ding ist zu flach. Die Bude ist einfach ein Quadrat. Ne, ein Rechteck. Ist einfach ein Kasten. Da braucht man ein bisschen... Mal gucken. Ich habe den Release seines Zeitdurchs gar nicht mitbekommen. Dank Ark. Was? Das ist doch noch gar nicht released. Das kommt doch noch. In 6 Wochen oder so? Genau, 25.8. Dauert noch. Kreuzfenster. Ich hab keine Ahnung, was ein Kreuzfenster ist. Was ist denn ein Kreuzfenster? Ach so, Glasblöcke oder Glasscheiben da rein? Okay, pass auf, dann machen wir das nochmal. Light Gray, 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 Gray. Scheiben. Okay. Scheiben so dick wie die Salami vom Metzger. Ne, das mal ein paar. Das wären ein paar dünne Fenster. Den. Das ist zwei verschiedene. Nee, nicht, das ist Licht. Okay, ich dachte, es wären zwei verschiedene Fenster gerade. Ah, nein, Spiegelung. Okay. Ja, einfach nur irgendwas räumlich. Das hat jetzt hier nicht unbedingt eine Funktion. Aber es muss irgendwie eine räumliche Änderung noch passieren, weil das Teil halt einfach zu stumpf ist. Gut. Und damit halt, wenn die Wand, überlegt mal, wenn wir hier eine flache Wand haben, eine so eine kleine Minitür da drin haben, eine so eine kleine Gimmeltür, ist halt auch nicht so der Hammer. Ja, könnte man so lassen. Dann muss einerseits aber noch im Boden hier. Hallo? Ja. Oder? Ja, können wir auch so lassen, ist auch egal. Wäre jetzt auch kein allzu großer. Kein allzu großes Problem. Ja, einen Clean Stone können wir rauslassen. Und dann nehmen wir noch eine Metalltür dazu. Mit Pressure Plates davor und dahinter. Warum nicht? Zwei Dinger und eine Metalltür. Nehmen wir mal. Hatte ich eine Metall-Pressure-Plate bei der anderen? Ich glaube, ja. Einfach nur, damit wir gut vorankommen.
Und that's it. Okay. Gram ID in Resub. 19 Monate. Was geht ab? Crafted, der geht ab. Und vor allen Dingen, das sieht ziemlich voll aus hier. Die Bienen hauen ziemlich saftig raus, wenn er mich fragt. Das ist eine Portion Honigwaben. Ich mach da mal ein paar Blöcke einfach draus. Die werden ja die ganze Zeit weiter produzieren. Die ganze Zeit weiter kommen hier neue Blöcke dazu. Jupp. Nochmal vier. Stopp, ich habe noch welche übrig irgendwo. Egal. Hier vorne kann gar nicht mehr geerntet werden, weil die Honigwaben jetzt rausflitzen, weil der Hopper drunter voll ist. Deswegen kann der Hopper drunter das nicht mehr einsammeln, dann liegen die auch vermehrt oben drauf. So, jetzt alle Blöcke rübergenommen. Alle Blöcke rübergenommen? Ich habe die mit Schalkerkisten transportiert. Wenn dann. Hatte ich bei Honig mal Blöcken? Ja, in die Honigkiste ist es, liegt es nicht drin. Bei näherer Betrachtung finde ich diese Honigwarmblöcke gar nicht mal so schlecht. Hier, ich habe mal hier Inventar sortiert und Platz geschaffen, Stuff gemacht und dies, das. Komm, wir packen mal hier die Blöcke nochmal rein. Hauptsache liegen gnadenlos. Nochmal auch noch welche drin. Passt. So. Eltilos, auch am Start. 14 Monate in Folge Stufe 3. Vor allen Dingen. Vielen Dank fürs Verlängern, Eltilos. Danke und Grüße. Gute Minecraft-Action. Muss mal ein Lager für die Honigwaben. Ja, das war die Sache. Ich war am Überlegen, wenn wir das Gebäude ausstatten, dass wir da drüben eventuell Platz schaffen, wo wir einfach Honigwaben und Stuff dann reintun und so. Irgendwas hier, irgendwas an der Seite. Die Fenster dürfen bleiben, volles Programm. Man sieht den Tankwagen von innen. Das haben wir gestern alles gemacht. Aber ich würde es eigentlich erstmal offen lassen und versuchen, bevor ich jetzt innen wieder weiter bastel, die Base von außen erstmal weiter und fertig zu kriegen. Ja, hier vorne hätte es fast schon wieder nach Parkplätzen geschrien, aber ich glaube, die sind ein bisschen zu klein. Und ja, vielleicht können wir noch was anderes hinpacken. Macht das Sinn, was wir hier noch irgendwie auf diese kleine Fläche vor die Fabrik packen? Es kann auch sein, dass wir mal ein bisschen ganz crazy werden. Und dass wir einfach mal, ein bisschen Grünzeug noch hinpflanzen. Hätte ich auch nichts dagegen. Vielleicht findet sich da was. Bobby, ein Resub, 4 Monate. Vielen Dank. Danke, danke. Bist du Fußballfan? Nicht wirklich. Ich habe während den Spielen zwar nicht gestreamt, aber ich habe die auch nicht verfolgt. Also, ich dachte mir schon, dass da die meisten von euch wahrscheinlich keine Zeit dafür haben. Aber ja, ich glaube, hier wird das Sinn machen, wenn wir einfach eine kleine Grünfläche mal machen zur Abwechslung. Ist zwar so ein bisschen, ja, wir sind eigentlich im Industriegebiet und so. Allerdings hier vorne hatten wir auch mal die ein oder andere Stelle beim Wolkenkratzer, wo es grün werden durfte. Zum Thema grün werden, fliegt gerade einer da drüber und frisst alles weg. Tilos, danke dir für die 106. Für die 146 Emeralds und 10.000 Bits obendrauf und Lots Gerata. Tilos, herzlichen Glückwunsch. Die Bits Stream Boss Aktivität hat genau gereicht für 10 Sekunden. Und der Boss hat genau 10 Sekunden gehalten oder sowas. WTF?
glaube, Lord Skirat hat das gerade persönlich genommen. Das ging sowas von schnell. Tilos, vielen, vielen Dank an dich. Und leicht unexpected direkt hinterher. Ich glaube, Lord Skirat hat wieder aufgeladen bei sich. Er hat wieder aufgeladen. Vielen Dank an euch beide. Das war leicht. War leicht unexpected. Und ein leicht ein bisschen too much. Vor allem bei Lord Skirata, das jetzt schon zum zweiten Mal heute gemacht hat. Manchmal, ja, Doppelhof. Manchmal weiß ich auch nicht. Was ist mit Grogu? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend hat er ein paar technische Probleme. Vielleicht kommt er noch. Ich streame mal ganz normal und wir bauen bei uns weiter und warten mal, eventuell schneidet er dann vorbei. Also hier vorne hatten wir auch. Noch Fragen? Chat, habt ihr noch Fragen? Ich bin nämlich raus. Die Straßen-Cobra mit 100 Emeralds ebenfalls. Da muss ich einmal intervenieren. Die Straßen-Cobra. 100 Emeralds auch noch obendrauf. Das war jetzt der vierte Boss. Gerade mit 5000 Bits, neues Abzeichen frei. Oh, warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken. Was gerade hat, das 500.000 Bits Badge. Und das ist auf jeden Fall All-Time. Mit Abstand. Seht ihr diesen glänzenden Neutronenstern, den Lord Skirata vor seinem Namen hat? Das ist das, hier mit der Maus drüber. Das ist das 500k Bits Badge. Insgesamt 500.000 Bits. Mit weitem Abstand vorne. Das hat sonst keiner. Zomik? Fünf hätten gereicht? Aber was soll's? One-Shot ist One-Shot. 10.000 auch nochmal. I'm the one. Wenn ich den Text weiter könnte und rappen könnte, würde ich das jetzt singen, aber geht leider nicht. So kann ein Monat doch mal anfangen. Sagt die Straßen-Cobra. Ich seh's. Ich spüre es. An meiner Stelle. Ich muss mal kurz was trinken, ja? Hold on. Zomik sagte auch nicht nein. 10k Bits. Obendrauf. Das war der. Ich habe aufgehört zu zählen. Vierte, fünfte jetzt. Fünfte. Streamboss. Aspire für den Reset. 3 Monate. Vielen Dank. Leute, was war das denn heute? An Zornmelk, Lord Skirata, die Straßen-Cobra, Lord Skirata. Den muss ich mal zweimal vorlesen, mindestens. Tilos. Das war eine absolute Nuke-Parade hier. Vielen, vielen Dank. An alle für den Support. Fehlt der Block? Jeden Block. Ich habe gehört, pro Bitsboss wird meiner Base ein Block gestohlen. Terracotta können noch gar. Können Enderman die normalen Terracotta nehmen? Stand dann Enderman außen auf der. Auf der. Wie nennt man das? Brüstung? Und hat mir meinen Wolkenkratzer gegrieft? Stand hier draußen ein Enderman, der einfach den Block
geklaut hat? Letzte Legal. So, Wolkenkranz wiederhergestellt. Das war ein bisschen seltsam. Nee, für den Ork wäre das ein zu langweiliger Prank, glaube ich. Einfach einen Block aus der Wand rausbrechen. Das wäre irgendwie seltsam gewesen. Ja, im Zweifelsfall ist nicht immer Koko, also ich ging anders. Lucraft hat geresubbt. 39 Monate. Zornig nochmals 5 Subgifts obendrauf an Keks 82. Sglatschglei. Auch ein guter Name. Fintendo, Selbstgeliebter und Tirax TJ. Und Meteorelfen resubbt 15 Monate. Spark hat mal langweilig und habe alle meine Anime auf eine Liste geschrieben. Hätte gerne mal deine Meinung dazu. Ja, ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich davon wahrscheinlich schon hatte, weil ich auch irgendwelche Namen vergessen habe von allen Animes, die ich jemals gesehen habe. Aber, ja, I don't know. Zweifelsfall auf Twitter. Weil, ich weiß nicht, ob die in den Chat passen würde oder ob das Sinn macht. Oder vielleicht, wenn es eine Chat-Nachricht ist und dass man das gut sehen kann, kannst du auch rein posten. Aber nicht, wenn es too much wird, dann geht das nicht. Heute vielen, vielen Dank. Notzgerater möchte den Abstand zu seinen Konkurrenten müssen. Alles gut, warte, ich schreibe mal kurz auf. Warum ist denn Settings? Nee, das war, bin ich falsch abgebogen. Leaderboards. Müssen auf All-Time stehen. Versuchen wir es zu aktualisieren. Ich werde da gleich wieder auf Monthly gehen, weil das ja für diesen Monat gerade frisch resettet wurde. Also einmal neu laden und dann ganz kurz abchecken. Zormig nochmals 1000 Bits oben drauf. Zormig hat es ein bisschen geheilt wieder, die Straßengruppe wieder runtergepiekst. Und jetzt geht's wieder ab. Vielen Dank. Und Tilos sagt da nicht nein. Das Subgold ist voll. Dann Fabrizio. Luke Vader, Bruno the Black Bear, Stern, Ivan, Putzibu Jones, Dax Dominic und Amundome. Ging auch noch mal ein Subgift raus. Tilos ist auf 801 Subgifts insgesamt. Und damit auch mit Top. Lass mal kurz All-Time gucken. Dann müsste Tilos auch mit draufstehen. Haben wir 14 Minuten gestreamt. Sehr geil, was wie wo. Ja, ja gut, wir sind jetzt gerade nicht ganz so fix im Progress, aber das kommt noch zeitweilig. Ja klar, Tilos Platz 5 hier, All-Time. Auf jeden Fall drin. Real Life Monkey, 920, Platz 4. Dann Black Eagle, Ferrotor und Dami. Und bei den Bits den Abstand von Lord Skirata auf... Oh, ist gar nicht mal so ein großer Unterschied zu Lucky. Uiuiui. Ui. Ich dachte eigentlich, dass du da mindestens ein paar hunderttausend Vorsprung hast, aber... Lucky. Was geht denn hier ab? Okay. Ich schalte kurz wieder auf Monthly zurück, damit ich wieder hier die aktuell. Leute, was macht ihr da? So. Little's Angel. Resub. 20 Monate noch. Vielen, vielen Dank. Sockerlud schreibt, das Traurige bei den Subs ist, dass alle Follower die bekommen und nicht die Zuschauer. Na doch, also du kannst ein Subgift geschenkt bekommen, wenn du irgendwie in der letzten Woche oder so auf dem Stream auch warst. Also du musst innerhalb der letzten Woche da mal reingeguckt haben oder irgendwie sowas. Ja. Lucky und ich wollten recht zeitgleich bei 1 Million ankommen. Ich zuerst, er dann ein Bild mehr. WTF? Chillt. Chillten das durch Zeit. Das ist ein bisschen gestört, aber überleg mal. WTF. Also Leute, ich freue mich sowieso, aber ja genau, die sind sportlich unterwegs, wollte ich auch gerade sagen. Vergiss das Finanzamt. Ja, das brauchen wir sowieso noch, das Finanzamt. Leute, generell, alles was ich reinkriege, sei es Donations, Subs, Bits, Werbung, YouTube-Werbung, whatever. Das ist sowieso digital direkt aufgelistet und wird auch versteuert. Und davon den Rest, den kann ich dann erst behalten, wenn alles runtergegangen ist.
20 Monate noch, dann habe ich es. Lord Skirata ist einfach durchgeplant. Skirata 2023. Und Mello, danke für das Abgesehen. Was geht hier ab, bitte? Was geht hier bitte ab? Aber okay. Ja, klassischer Monatsanfang oder so, ich weiß es nicht. Die Leute sind komplett am Ausrasten. Warte mal ganz kurz. Zeit für Schnaffi? Ich habe hier auch mal ganz kurz ein Jahr her. Krokus, das so. Ja, aber das nehmen wir ganz kurz, ich finden. Sie unter den Bücherpanel sind zwei neue. Wir sind schon erhaltbar. Vorbestellen mal, wenn dann, Tilos. Am 28. Nee, am 25.8. Und am 28.10. kommen die neuen Bücher für dieses Jahr. Dieses Jahr sind es zwei. Werde ich aber nicht mehr machen, das war sehr viel. Nächstes Jahr maximal eins. 201 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Fortsetzung von 200 Dinge. Also falls euch das 200 Dinge in Minecraft Buch gefallen hat, dann wird euch das ebenfalls gefallen. Persönlich finde es sogar noch besser geworden als das erste. Auch logischerweise noch mal aktueller, weil das jetzt erst dieses Jahr geschrieben wurde. Das alte ist schon ein bisschen älter. Und im Oktober gibt es die Fortsetzung vom Roman. Und da steht auch wieder einiges drin. Eieieiei, Leute. Ist auch umfangmäßig, ich glaube, so 20 Seiten länger als der erste Roman. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann werdet ihr da genau richtig landen. Und Mello, für das sagt an der Dead Player. Vielen, vielen Dank. Ups, haben ja Termin gemacht. Okay! Der liebe Krokodil-Andreas ist da. Leute, für die Eskalation. Vielen, vielen Dank einfach nochmal. Wir werden jetzt auch ein bisschen Programm noch hinkriegen. Gerne, da ich Kollegen ein bisschen am Quatschen bin, ich reihe die Sachen ein und werde A, einer kurzen Pause oder B, nach der Tour alles durchgehen, mich ebenfalls nochmal bedanken. Spätestens, wenn es klappt, oder wenn ich gerade einen Atemzug dazwischen habe, auch mal direkt. Bin ich kurz mute. Und wir joinen mal rüber, würde ich sagen. Aber ganz kurz, ich muss mal hier dahin gehen. Wir gehen mal in Discord rein. Romello, einen guten Abend, liebe Leute. Ich sehe, es wird wieder mit Subgift-Namen kommuniziert. Hat das nicht Herbie erfunden? Ich glaube ja. Mello, danke. So, wo bin ich denn hier? Crafting Discord, da war ich schon seit Ewigkeit nicht mehr drin. Und wenn ich Gel oder Wasser rein tue, werden sie dunkler. Oh, sorry, Spark, grüß dich, ich erzähl gerade von meinen Haaren. Alles gut, chill. Gel ruhig. Immer schön erzähl rein. Mal. Jetzt kannst du irgendwas erfinden. Welche Haarfarbe möchtest du heute haben? Rot? Der Krokodil-Andreas ist da. Hast du den Namen schon fast wieder vergessen? Nein. Ja, kein Stress. Ich habe einfach hier gechillt und einfach ein bisschen weitergebaut. Wir haben auch keine Uhrzeit ausgemacht. Also ich habe das jetzt eher ein bisschen locker gedacht. Ja, bei mir haben sie dann gesagt, Spark wartet schon die ganze Zeit. Ich sage, ja, sorry. Gar nicht. Ich habe gesagt, heute kommt auch noch Coco vorbei und dann machen wir eine kleine Tour, dies, das. Aber ich habe nicht gewartet. Ich habe auch Base weitergebaut. Ich habe generell ein bisschen weitergebastelt. Tankwagen, Honigpumpe, volles Programm. Komm mal bei dir vorbei. Ich muss noch einen Shader ausmachen, sonst guckt es hier zu sehr. Kannst du ruhig anlassen, das sieht man ganz gut. Also gestern habe ich hier ein bisschen weitergebaut, so einfach, wenn ich jeden Tag oder jeden Stream so 40 Quadratmeter Fläche hinkriege, dann wäre das schon ganz gut. Hast du die, du wolltest das ja noch weitermachen, ne, die Fläche bei dir? Ja gut, was heißt weitermachen? Also erstmal würde ich die bebauen. Ich habe halt mir zeitweilig auch einfach ein bisschen gesichert, weil da sollten ja noch Farmen drauf, weitere Gebäude und dies, das. Und dann kam das eine oder andere dazwischen. Aber ich habe vor, das auf jeden Fall noch, bis die nächste Season beginnt, fertig zu machen. Es kann natürlich sein, dass ich vielleicht von der Steinfläche wieder ein bisschen zurückbaue. Da muss ich mal gucken. Ja gut, halt so, das passt, ne, einfach. Ja, also das wird dann schon auch harmonisch aussehen. Und erstens das Gebäude habe ich... Die sind aber nicht beide gefüllt da, ne? Ist nur, du hast nur so for the flex und so, innen sind die anders. So. Müsst ihr da mal überprüfen. Ja, genau. Irgendwo hatte ich hier so eine Stelle gemacht, wo ich die Leute mal geprankt. Hier hatte ich die Leute geprankt, ne? Da habe ich immer gesagt, ja, Leute, guck mal hier, der Beacon, der ist auch von innen
Natürlich komplett Netherite. Das hätte ich eben gerade machen müssen, hätte es mir abgekauft, oder? Hätte es nicht selbst Das, wahrscheinlich hätte ich die abgekauft, ja. Wahrscheinlich hätte ich die abgekauft. Sehr gut. Aber unter dem Aspekt, du hattest ja noch mal was bekommen von irgendwer hat dir doch noch mal Netherite zugeschickt, Ja, der auf Romatra. dem Farmen war. Romatra. Dann wäre ich vielleicht davon ausgegangen, dass der eben nur die Oberfläche ist und der tatsächlich massiv deiner und der dann von Romatra. Ich weiß nicht, wie viel Romatra Nee, gefarmt hat. das von Romatra, das habe ich immer noch. Das habe ich gar nicht verwendet in dem Sinne. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe von Romatra die 36 Ancient Reef für einen Block genommen, den hast du ja von mir bekommen. Du hast ja Richtig, praktisch ja, aus dem da war ich Beacon ja. einen rausgeschlagen, rausgehämmert. Ganz frech, Genau. ja. Eigentlich nicht aus dem Beacon. Ich habe aus dem Netherite Golem Ja, einen gut, der genommen. war halt der Beacon sozusagen, kurz mal. Ach so, das Einzige, was ich hier noch jetzt, also wo ich jetzt so base-technisch weitergebaut habe, war hier vorne die Ecke. Da, 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 Oh, schaut aber da. schön aus. Und dann habe ich halt einen Tankwagen Schön gemacht aus. und dann die Honigpumpe und dann. Ne? Honigpumpe. Oh, du hast eine Honigfarm hier. Ja, yeah, genau. Und hier ein bisschen. Einfach so die zwischen den Fabriken so ein kleines bisschen gefüllt. Ist halt schwierig, was du reinmachst. Mit Mülleimern, lauter kleinen Details. Da Boden angepasst, whatever. Es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, allein an diesem Bereich mit Tankwaren und Dings habe ich gestern irgendwie 3,5 Stunden gesessen. Oder so. Ja, aber ich habe das auch gemerkt. Ich kann es dir auch nachher mal zeigen. Es gibt so ein paar Orte, da steckt man viel Liebe und Detail rein. Und dann dauert so eine Kleinigkeit ewig. Weil du halt immer noch, du kannst immer noch mehr machen. Man sieht es ja bei dir auch hier, allein der Wagen hier dann. Da die Lichter mit unsichtbaren Itemframes und da vorne die Kühlerhaube. Und man muss ja erstens muss man die Idee haben und dann entwickelt sich das Ganze und es zieht sich halt einfach. Ja, das ist auch so. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, was ich machen will. Ich bin einfach hier rein und habe mich sozusagen hier eingesperrt in diesem Bereich und habe gesagt, so, ich mache jetzt einfach und da fällt mir was ein. Dann kommt das so spontan über die Zeit. Die Zeit Super. bringt das irgendwie von alleine, aber wenn ich mich denke, ich war voll unkreativ am Anfang gestern und dann hat es Ich mag auch diese kleinen Grasecken. Das ist auch total gut, dass da so ein bisschen in der Löwenzahn durchkommt, finde ich gut. Ja, das ist, ist Echt halt gut. Fabrikgelände in dem Sinn und da. Oh, und das ist die grüne Tonne hier, oder? Ich habe jetzt nicht. Ja, gut, grüne Tonne, braune Tonne. Ist, Nein, weil. eigentlich ist das ja dasselbe, aber ich habe jetzt einfach irgendwas genommen. Was Du halt hast schon so. Mülleimer hier, oder? Ja, klar. Was so Müllcontainer-mäßig ein bisschen aussieht Gut. und nochmal einen kleinen Mülleimer daneben, meinetwegen, mit einem Deckel drauf oder sowas. Oh, das ist die blaue ist doch meistens so Giftabfall oder sowas. Ja, kann sein, die haben mich auch nochmal gelb gehabt und auf dem gelben habe ich einen Quarz vorne reingelegt, so Plastikmüll oder whatever. Ach, sehr cool. Es ist halt schwierig, man muss. Auch das Detail, sag mal, hast du dir selber ausgedacht oder hast du da irgendeine Vorlage gehabt Also, von dem Master? der Tankwagen, der ist von dem anderen LKW hier vorne praktisch dieselbe Zugmaschine und selbes. Also bei dem Backsteinfabrik hier vorne, wo der Gabelstapler steht. Bin oh, ich okay, ich bin in eine falsche Richtung geflogen. Komme. Von der anderen Seite, ja, genau hier. Also es ist im Prinzip genau dasselbe Model, nur halt ein Blau. Ja, okay. Und dann habe ich halt versucht, also das hatte ich auch mal irgendwo gesehen und so ein kleines bisschen angepasst. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war vor einem halben Jahr. Aber dann habe ich einfach gestern spontan ein bisschen probiert und habe halt den Container hinten zum Tankwagen gebastelt. Das habe ich aber spontan probiert. Da oben mit so zwei Dingern dran. Das ging spontan von der Hand, aber das war also auch nicht so eine große Änderung. Da hättest du mal einen guten Sponsor suchen sollen. Was wäre denn das für ein geniales Placement gewesen, wenn du da die LKWs gemacht hättest von irgendjemandem? In die Base reingehauen. Das wäre ja vor allem, das in jeder Folge, wenn du es gesehen hättest. Ja, das wäre ein gutes Placement gewesen. Sehr gut. Falls jemand Interesse hat, meldet euch bei meinem Management. Danke. Aber das ist halt schwierig, man kann da so schwer Buchstaben und Sachen draufschreiben. Also. Mit Bannern halt, ne? Mit Bannern. Ja, gut, das geht. Dann können wir so ein Coca-Cola-Ding machen. Aber es muss ein kurzer Name sein, weil der passt uns nicht drauf. Es gibt auf Instagram gibt's Leute, die haben, da habe ich jemand gesehen, die haben auch so Autos und so gebaut und haben die mit Bannern und haben dann tatsächlich die Karosserie teilweise mit Bannern. Also die wurde dann angeschrägt, ja, weil das Banner ja, halt so ja. halb rot, halb grau. Und also. Sobald du halt irgendwie Optifine hast, fängt alles zu wackeln an, aber auf den Bildern sah das halt richtig, richtig krass aus. Ja, habe ich auch schon mal gesehen bei den Hermits. Carradus, der hat da so einen Busbahnhof gemacht und der Bus von diesen Scheiben, die auch so ein bisschen diagonal mal verlaufen, nach unten oder so, wenn da so ein Doppeldecker ist oder sowas, das ist auch mit Bannern gebastelt. Aber ich muss sagen, ich mag das so, wie du es gemacht hast, sehr, also sehr gerne. Es ist echt super. Echt super, weil es halt einfach wirklich noch richtig Minecrafty ist, aber. Richtig. Ich hab's simpel gehalten, also generell. Ich hab das Gefühl,
dass der mir ist der Industriestil so ein bisschen schwer gefallen, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, das musste ich mir erst ein bisschen angewöhnen. Ich hätte viel mehr bauen müssen, viel mehr Progress mal eigentlich machen müssen, damit die Base noch cooler aussieht. Ich habe das Gefühl, dass zu viel leer immer gestanden hatte und nicht zu viel freie Fläche hatte, so. Weiß ich, stimme ich dir ein Stück weit zu, aber ich meine, du musst überlegen, es ist halt auch, also bei Industriegebäuden ist es so, da ist ja, es muss halt auch leer, so weitläufig, ne? Sein. Ich habe halt nur eine begrenzte Möglichkeit. Ich weiß ja nie, was ich an die Fabriken stelle. Es wiederholt sich halt, ne? Ich habe halt hier Haufen aus Crafting-Tablen, Kompostern, Notenblöcken und Fässern. Und viel mehr Auswahl habe ich halt dann halt nicht, ne? Und halt Container. Also ist halt auch immer ähnlich. Und schon. Ja. Ich habe überlegt, noch so einen Solarpark hier dann hinzubasteln mit so Solaranlagen, die so leicht schräg stehen auf dem Boden und so ein bisschen zur Sonne geneigt sind oder sowas. Muss man auch ein cool, finde ich. Design überlegen, cool. Dann so ein kleines Umspannwerk und dann, ja, Stromkabel würde ich mal gucken, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich würde halt priorisieren, erstmal die Fläche zu füllen, bevor ich so ein ganz Detail gehe und noch Strommasten setze oder sowas. Mensch, Strommasten werden ja jetzt dann mega geil mit den Blitzableitern. Kann man die waagrecht platzieren? Nee, das müsste, glaube ich, nicht gehen. Die kannst du nur senkrecht hinstellen. Schade. Ja, das ist leider. Wo ich auch noch nicht so ganz zufrieden bin, sind die Autos hier. Die sind halt einfach. Da bin ich irgendwie zu unkreativ. Da hätte ich noch ein bisschen. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber da schau halt mal so ein bisschen auf Pinterest oder auf Instagram, da findest du sicher was Cooles, was du dann hier reinsetzen kannst. Ja, die müssen halt die richtige Größe haben, ne? Weil. Also, Maßstab. Ja. Das will ich melden. Den hast du da hingesetzt, ne? War ich das? Nee. Der Janus wahrscheinlich, oder? Achso, ich dachte, das wärst du gewesen. Ich habe gestern noch hier die gestern habe ich hier Trader-Lamas gefunden und ich habe die hier angeleint, weil der Kopf da hing. Ich glaube, also eigentlich ist sowas immer ein Zeichen für den Janus, aber. Okay. Aber mir schreibt gerade jemand, man kann die waagrecht platzieren. Echt? Geht das? Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das wäre mega. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich habe logischerweise die N17 nicht gespielt. Heben uns auf, eventuell für Sky Attack und so, ne? Finde ich gut. Da schnurren wir dann so ein kleines bisschen rein. Und ich habe noch ein Easter Egg. Du musst mir sagen, ob du es witzig findest. Okay. Oder geschmacklos. Okay. Muss ich suchen? Oder wir müssen mal ganz kurz oben beim Kran vorbeifliegen, vorne an der Spitze. Und dann sag mir mal, ob dir was auffällt. Du meinst, das ist Lama? Ja, klar. Man kann sich draufsetzen, oder? Was, wo? Mama? Komm schon. Ist dein Teppich drauf? Ja! Yes. Ja! Ein Vorbeifliegen und draufsetzen. Aber bitte nicht oben den Knoten lösen, das wäre dann. Nein. Das ist wie so eine Attraktion, ne? Da gibt es das von den Hochhäusern in Vegas oder so, wo du dann so rausfahren kannst. Was hast du jetzt auch? Was kostet es? Ich habe jetzt einfach mich draufgehockt. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass es da Eintritt gibt. Nee, alles gut. Das ist hier oben auf deiner Etage gespawnt, die du draufgehangen hast. Da stand irgendwie noch ein so ein Lama übrig gestern. Und ich habe die beiden unten angeleint und das dritte war auf einmal oben. Ich so, das ist wahrscheinlich von einem anderen Bonding Trader gewesen. Was mache ich jetzt mit dem? Wait a minute. Wenn das schon mal hier oben ist, dann könnte ich doch vielleicht. Und seitdem baumelt das da. Das ist mega. Ich habe die Etage auch ein kleines bisschen zurückgeschnitten von dir. Vielleicht noch nicht. Weil, also ein bisschen was von dem, du hast ja noch die Smooth Stones gesetzt und die habe ich so ein bisschen abgeschnippelt und hinten so eine Etage so angedeutet jetzt. Ja, ich muss dazu geben, die sind mir auf der Hälfte der Strecke ausgegangen. Und ja, dann hatte ich keine mehr. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist halt eckig. Und, ja, es ist auch viel Arbeit, deswegen habe ich den erst gar nicht so hochgebaut. Ich weiß. Ja, Ich habe es dann gemerkt. Ich dachte mir, man macht mal eben schnell einen Prank. Nee, das dauert. Also ich habe, glaube ich, an so einem Ding irgendwie ein paar Stunden immer gesessen, für eine Etage die komplett zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe ohne Rohstoffe sammeln, ne? Die hatte ich vorher, glaube ich, schon. Ich glaube, ich habe so 1,5 bis 2 Stunden gebraucht, die zu bauen. Ich glaube, zwei waren es ungefähr. Oder für die halbe Etage? Ja, also meine war ja nicht fertig, genau. Genau. Ja, das kommt hin. Ich hatte die unten drunter, hatte ich noch vollenden müssen, die von dir. Die war ja auch nicht ganz komplett, ne? Dann habe ich die im exakt gleichen Stil nochmal oben drauf gesetzt. Also im Endeffekt habe ich eine gebaut, genau. Unten die vollendet und oben wieder halb drauf gesetzt. Okay, und jetzt weißt du, warum ich eine Baustelle draus gemacht habe. Vor allem, Andesit musst du erstmal finden, ne? Das kriegst du ja nicht sinnvollerweise. Das war auch eins der Probleme bei mir. Da hatte ich dann auch damals auf den Klim angehauen, aber der hatte leider auch nicht mehr so viel. Und dann musste ich das sehen, ein bisschen meinen gehen. Pro-Tipp.
Anstatt Andesit zu farmen, musst du Diorit farmen und damit Cobblestone zusammen craften, dann hast du Andesit. Stimmt. Und dann hast du es verdoppelt. So viel, ne? Stimmt, richtig. Hast du 2x gemacht. Smart, smart. Ja, okay. Aber eigentlich ging es gar nicht um meine Gegend hier. Das war eigentlich nur das, was ich jetzt so gestern noch mitgebastelt habe. Sondern ich wollte eigentlich mal gucken, was generell abging. Du hast ja noch weiter gebaut, gestreamt, gespielt, regelmäßig immer mal. Auch die anderen Folgen allen Ecken. Gemacht. An allen Ecken, richtig. An allen Ecken. Und ich schaue mir das super gern an. Ich mag das, wenn die Leute weiterhin Spaß an Craft Deck haben, Sachen schaffen. Generell die Zuschauer mögen es auch vielleicht mal ein kleines Update zu kriegen. Und wenn du magst, kannst du gerne mal. Ja, es gibt eine Auflage, die ich mir wünschen würde, weil ich vermute mal, du packst das alles in eine Folge, oder? Nochmal bitte. Ich habe gerade, bei mir ist gerade laut, ich muss auch gleich mal ganz kurz. Du packst das wahrscheinlich alles in eine Folge, oder? Packen du erstmal noch gar nichts. Das ist alles zur Diskussion. Wenn ja, du sagst, ich zeig dir das jetzt im Stream, ich möchte nicht, dass du jemals dazu ein Video machst, dann sage ich, okay, dann mache ich halt niemals. Nee, mir geht's nur um Pogwarts, weil der Janus mich gebeten hat, dass wenn du eine Folge machst über Pogwarts, dass die erst am Samstag kommt. Ansonsten alles, was ich dir sonst zeige, über meine Base und so, kannst du gerne zeigen. Ist überhaupt kein Thema, weil ich bin aktuell up-to-date mit allem. Insofern, das gerne nur Pogwarts, würde ich dich bitten, ein bisschen hinten nach hinten zu schieben, sozusagen. Okay, Moment, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. Dann starte ich jetzt die Aufnahme. Hallo Kata, das, was Kroko sagt. Weiter geht's. Das, was Sehr Kroko gut. sagt. Und dann mal so Bescheid. Easy. Easy, okay, dann fangen wir doch bei mir in der Base an und ich zeige dir ein bisschen was so passiert ist, was ich so gemacht habe. Und dann zeige ich dir noch was du noch gar nicht gesehen hast, hoffentlich. Und dann können wir nach Hogwarts. Sehr gut. Kata hat übrigens gerade zugehört, mir sofort eine Bestätigung gegeben. Einmal mit Profis arbeiten. Das läuft. Das läuft. So muss das sein, so muss das sein. Okay, du hast gesagt, bei dir war es noch laut. Ich bin noch kurz 2 Minuten weg und dann geht's los, okay? Das passt wunderbar. Dann sag gleich einfach Bescheid und bin sofort wieder da. Perfekt. Laut. Halt, ich muss mich muten. Laut war das hier vor allen Dingen. Ich muss mir was Sachen nachholen. Riedschnake hatte noch gerestuffed 13 Monate vor 13 Minuten. Das kann kein Zufall sein. Moin, bin auch wieder da. Vielen, vielen Dank an dich. Meteor L5 Emeralds. Hast du das Datei oder Discord-Link? Kann ich das da auch in Discord schicken? Meteor 11, ich bin allergisch gegen Links. Davon kriege ich Hautausschlag. Kopier mir die Liste einfach. Copy-Paste in Discord. Meinetwegen auch per PN. Eventuell wollte ich nachher sowieso mal kurz noch reinschauen. Und dann einfach als Nachricht. Kein Link. Ich klicke keinen Links an. Das ist ganz schlimm. Kriege ich Hautausschlag, rollen sich die Fußnägel hoch und stellen sich die Nacken herauf. Dann kann ich gegebenenfalls was dazu sagen. Als nächstes, Meloan, Herbie, ein Subgift. Vielen Dank. Denno, ein Sub. Noch ein Subgift an The Living Player von Melo. Vor 4 Minuten, vielen. Melo ist heute auch on a streak. Wie viele war das? Vierter? Fünfter? Denno, danke für die 25 Emeralds. Immer gute Streams, danke. Vielen Dank. Freue mich, wenn sie gut ankommen. Ich freue mich, wenn sie in der Zukunft gut weiterlaufen und gut weitergehen und euch weitergefallen. Ey, das ist super lieb. Auch Keitha mit 5 Subgifts im Chat an, nicht an Rezo, sondern an Rexo. Ich wäre wieder da, falls du mich hörst. Eine Sekunde noch. Nico. Trink doch mal was. Single, Spieleparadies, El Hero Brian, Grillmonster und Donkey Kong hat auch gerestubbt. 11 Monate in Folge, vielen Dank. Und ja, die Goals sind alle gerippt, kriegen wir hin. Und dann geht's jetzt los bei Croak. Go. Bin ich wirklich gespannt. Ich auch. Let's go. Okay, let's go. Dann flattern wir mal fleißig zu meiner Base rüber, die im Übrigen fast fertig ist. Also ich versuche sie bis nächsten Samstag, Beginn Sky Attack. Ist das schon nächsten Samstag? Also nicht kommenden, übernächsten. Versuche ich die fertig zu kriegen. Mal schauen. Ich halte mir die Option immer noch so ein bisschen offen. Generell bis zum, also ich mache die Base nicht in 2 Wochen jetzt fertig. Nee, also bei mir ist der Hauptteil dann rum und ich denke, wenn es sich ergibt, dann bin ich gerne immer wieder mal hier, aber wahrscheinlich eher für Streams als für Videos. Das ist so mein Plan. Kein Stress. Offen ist hier alles, solange der Server läuft, kann ich vorbeischauen. Ich muss das mal als Disclaimer sagen, weil die Leute, die mögen keine harten Enden so. Und so, oh nein, alles ist vorbei. Deswegen lasse ich immer alle meine Karten offen so. Bei mir kriegen sie ein hartes Ende tatsächlich. Also meine letzte, dieses Mystery, war auch ein hartes Ende. Aber das Schöne ist, dass die Maps ja nie verloren sind. Also ich gehe immer wieder drauf und zeige immer wieder Sachen und dann freuen sich immer alle wieder riesig. Aber letztendlich ist halt dann, ich finde es ganz gut, wenn Dinge auch abgeschlossen sind. Und es gibt ja auch wieder neue Sachen, auf die man sich freuen kann. Yep, ich weiß nicht, was du alles mitbekommen hast.
wann du das letzte Mal eine Tour hattest oder vorbeigeflogen bist oder was weiß ich. Also das letzte Mal war ich da, da hast du dein Ei gesucht. Nein, nein, da hat man Raid, glaube ich, gemacht. Das war danach. Stimmt, stimmt. Wo bist du gar nicht? Ah, ich bin hier oben auf deiner Eingangsbrücke. Hast du da nicht einen Schalter oder so noch drin? Ja, innen, innen, innen. Also ich hab lauter Fahnen außen platziert. Also außen habe ich hauptsächlich Fahnen. Hattest du den Hafen schon gesehen? Ja, gell, den Hafen. Ja, da haben wir gesehen. Da haben wir hier schon, ne, da habe ich dich schon beobachtet, wie von so, ne, hier Ravager und so, ne? Ach ja, richtig. Die Kneipe war aber noch nicht da, ne? Die Hafenkneipe. Die Kneipe war noch nicht da. Du hast deinen Hafen aber ummodelliert. Kann das sein? Das Schiffchen habe ich versetzt, ja, weil ich wollte hier hinten. Ah, das da hinten war noch nicht fertig, glaube ich. Ich wollte hier hinten noch so einen kleineren, also hier vorne für die großen Schiffe, so ein bisschen höher. Und hier hinten für die kleineren Schiffe. Also an Schiffen mangelt es ein bisschen. Aber als ob Zinos du das hat, Schiff ich, umgesetzt hättest, da hätte ich gar nicht mehr die Lust zu gehabt, nachdem das schon fertig da steht. Mit dem Janus. Ich hatte mit dem Janus schon gesprochen, habe gesagt, das passt nicht so ganz, hat er aber Bock gehabt. Und wir haben einfach im Stream gemeinsam geratscht, das umgesetzt, fertig. War eigentlich ganz unterhaltsam. Man bräuchte in Minecraft eine Option, Strukturen zu verschieben, außer Structure Blocks. Ja, mit dem Schiff sollte man sowieso fahren können, meiner Meinung nach. Gibt's Mods dafür, da kannst du was bauen und dann kannst du einen Hebel umlegen und alle Blöcke, die connected sind, bilden ein Entity, mit dem du rumfahren kannst. Ach, verrückt. Genau, ich habe hier so ein kleines Schiff noch angesetzt. Ja, gesagt, ich mal, das ja. Da waren doch. Ja. Ja, du hast keine, kein Gelände, gefährlich runter. Hier, ist noch was kaputt gegangen. Hier gab es mal einen Geheimgang, aber der hat leider nicht funktioniert. Der muss ich wieder schließen. Da hatte ich nämlich mein ganzes automatisches Lager, weil es zu eng war, zerstört mit der Redstone-Technik. Deswegen ist der wieder weg. Also es gibt an jeder Ecke irgendwelche geheimen Eingänge, Ausgänge oder sonst was, die man nehmen kann, um schneller ins Gebäude reinzukommen. Da geht's auch nochmal rein. Sehr schön. Ist der Button die Deko oder öffnet die Druckplatte das Ding? Die Druckplatte öffnet es. Okay. Ja, die Druckplatte. Das ist aber auch voll eine gute Taktik. Einfach den Wald vor lauter Bäumen, ne? Einfach alles zu tackern mit Schaltern. Bei mir gibt es immer viel Knöpfe, ja. Aber das habe ich gemacht. Also mir ist es der Wurscht, ob das jemand findet oder nicht. Mir ging es darum, halt schnell von hier reinzukommen ins Lager. Und da ist sowas halt die beste Taktik. Aber mit Stroh ist halt cool, muss ich sagen. Stroh ist, da denkst du halt nicht dran. Das erwartest du nicht. Nee, okay. So, dann kommen sie mal hier rein. Dann können sie einen trinken. Habe ich noch was zum Trinken da? Oh, so eine kleine Piratenschenke in Anführungszeichen. Genau. So unterirdisch in eine Höhle reingeschlagen. Aber ohne zu trinken kommst du hier nicht weg. So, auf dein Wohl. Lass mich raten, Honigmet, aka Krokoboy. Richtig. Prost, bei uns wird Pfand einfach in die Theke geschmissen. Sehr gut. Genau, da hier so ein paar Trinksprüche Schnaps angebracht. Schnaps war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort. Kennst du? Aus der Kehle dringt ein Schrei, Schüttnei. Und dann noch irgendwo musst du ja stehen haben, kein Bier vor vier und dann eine Uhr, wo in jeder Stunde eine 4 steht. Ja, genau. Habe ich kein Bier vor 4? Nee, habe ich nicht. Ich habe hier nur ein Schwein trinkt allein, nur eine Sau nimmt es genau, ne? Ja, ich kann die eigentlich alle noch nicht. Außer du schaffst das mein letztes Wort, das glaubt das Ganze. Das hier ist einer meiner Liebsten, der Qui bene bibit, vale in Kelum. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein relativ langer lateinischer Spruch, den wir irgendwann mal gesagt bekommen haben. Da geht es eigentlich darum, dass wer gut trinkt, der schläft gut, wer gut schläft, sündigt nicht. Und wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. Also, wer gut trinkt, kommt in den Himmel. Das ist sehr bedingt gut. Hier war das nochmal eine transitive Logik oder so. Dass, ja. Wenn A und B und B und C, dann kannst du direkt von A nach C springen, so, ne? Genau, richtig. Gab es nicht so ein mathematisches Ding? Also, du hast als Sitze hast du hier Armor Stance genommen. Meine Base ruckelt auch ordentlich mit Shadern. Ja gut, wie viele Armor Stands hast du hier mittlerweile drin? Ja, eine Menge. Obwohl, bei mir geht's schwierig. Eigentlich. Ich habe hier, na, 30. Hast du Shader FPS. An? Hast ich habe Shader an und 30 FPS hier locker. Ah, oh, nice. Wie viel Sichtweite hast du immer? Sichtweite habe ich eingestellt 32 Chunks. Was hast du für eine Grafikkarte? RTX 2080 Ti. Und was hast du für einen Shader? Complementary Shader. Okay. Muss ich der, mal schauen, ich habe die Motion Blur Effekte, die Atmospheric Effekte und so, das alles ausgestellt, dass das einfach nur wie clean Vanilla ist, geile Farben, Schatten oder Sonne von oben, dass das so richtig so ein bisschen natürlicher wirkt, nicht so übertrieben. Ist eigentlich ein smarter Move, sollte ich mir auch mal zulegen, weil ich habe halt den BSL, der macht richtig, richtig, richtig coole Optik. Also ich habe auch mit Ambient Occlusion und so, also trotzdem nur die Schatten logischerweise, aber halt, der macht das richtig fein. Aber ich kann dir halt Folgendes anbieten. Ich schicke dir mal den Shader und das Config-File von mir, weil standardmäßig macht er auch ein bisschen mehr.
Aber ich habe in der Config ein bisschen was eingestellt und ich bin damit so zufrieden. Es ist mein absoluter Favoritenshader. Ich sehe auch hier innen drin einwandfrei. Ne? Das ist nicht wie bei Sonic. Wenn du da irgendwie in einer Bude drin bist, dann siehst du ja gar nichts mehr. Das ist ja furchtbar. Das ist stockfinster, ja. Genau, und hier siehst du perfekt Lichtquellen, die machen ganz gut. Okay, können wir machen. Gerne, gerne. Mega cool. Hier, da ist auch noch so ein Ding, ne? Ja, was ich feiere, das schön vollgestopft ist hier. Einfach die Details unbedingt. Und die obligatorischen Blue Flower Pots. Das habe ich auch bei mir gemacht. So ganz am Schluss, ja, irgendwie noch ein bisschen mehr Detail, was mache ich? Na, Flowerpots drauf. Also, ja, Flowerpots und Seegurken sind von der Kleidung. Die Fantasie mega, ne? Macht es. Manchmal ist das auch gar nicht mal so wichtig, dass die Items vielleicht auch ganz so 100% passen, sondern die Fantasie übersetzt dann ein Item, was auch vielleicht jetzt manchmal nicht direkt auf den ersten Blick Sinn macht, in etwas, was Sinn macht. Richtig. Das ist auch bei Gemälden oft so, dass einfach das gar nicht mal so aufwendig gemacht ist, aber dein Kopf vervollständigt sozusagen das Bild dann. Stimmt, ja. Stimmt. Und geheimer Gang im Fass. Sehr genau, gut. Hier kommt man dann auch wieder. Hier kommt man auch wieder. Wie war das nochmal mit Brauerei und Herr der Ringe und irgendwie sowas? Die wird noch fertig. Die ist tatsächlich für Samstag geplant. Ah, okay, ich dachte gerade irgendwas mit Fässern und Geheimgang und. Ja, das ist ja ein Hogwarts, ne? Auch wenn die Redstone-Tech nicht da gefressen wurde. Aber das. Kostbarkeit das noch was den aus dem Meer. Knallhart 5 Glowstone drin. Kostbarkeit aus dem Meer, Glowstone. Der Hölle. Meeressand. Les halt. Ach so, oh. Ja, gut, habe ich nicht. Glowstone. Ja, dann hätte ich halt richtigen Sand genommen. Ein Sandblock? Nein, das ist ja ein besonderer. Also. Ja, wenn man ihn zusammencraftet, dann leuchtet der radioaktiv. Was wollte ich? Ach ja, da habe ich jetzt auch einen Plan, was da hinkommen soll. Da müsst ihr euch aber noch gedulden, das verrate ich noch nicht. Es gibt bei mir mittlerweile da kommt noch was Kleines hin. Du meinst die Insel denn? Ist die künstlich aufgeschüttet oder da? Nee, die war da. Da habe ich so einen kleinen Schrein hingemacht, da habe ich so eine Zauberei gemacht in der Folge und habe mein Texture-Pack, hatte der Kirito, also ein Moderator von mir, ein Texture-Pack gemacht, wo alles Quarz zu Blackstone wird und alles Blackstone zu Quarz. Oh. Und dann gab es meinen Turm in Schwarz und Janos seinen Turm in Weiß. Das war echt cool. Sehr gut. Das war echt cool. So, dann gucken Sie mal rein in die gute Bude. Ja. Da geht's zum Hydro-Loop. Genau. Hier hinten geht's hoch. Hier warst du schon, ne? Du hast dich hier schon verewigt. Ich habe schon das Gästebuch mal ganz kurz Was habe ich nochmal eingeschrieben? Ich glaube, der war gut. Der war wirklich gut. Ah, ja. Das war am 17.04. Das ist auch schon bald hier 200 Monate her. Kam einmal zu Besuch vor einer Weile, bin ohne einen nach Hause gegangen, ansonsten mal zu empfehlen. Okay, ja. Hier drin hat sich gar nicht mehr so viel getan. Ich weiß nicht, du hast auch keinen Banner, gell? Du bist auch nicht so ein Mensch, der sich einen Banner macht. Weil ein Platz ist noch frei. Also theoretisch, eigentlich bin ich nicht so Banner-Fan, aber ich hätte theoretisch einen Sparky-Banner von vor Ewigkeiten. Wenn ich irgendwo nochmal das Rezept rauskrame, dann müsste ich mal gucken. Also wenn, dann würde ich mich freuen, ich habe noch einen Platz hier frei. Du darfst dir einen aussuchen, weil eins von meinen Bannern soll hängen bleiben, aber das ist egal, wo du dich hinhängst. Ob hier in die Mitte zwischen Janos und Sinus oder hier außen, das darfst du dir aussuchen. Lass mich raten, wer ist von Sinus? Ja, richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, wo kommt das wohl her? Und der Amboss ist von Janus? Kunga. Ah, Kunga. Ach, und Janus ist das Auge hier. Oh, das Auge. Okay, sieht böse aus, aber ist echt gut. Mhm, fand ich auch echt gut gemacht. Der ist echt gut gelandet. Ja, theoretisch hätte ich was, aber müsste ich halt explizit machen. Ich muss mal das Rezept nachhauen. Das ist dieser Phoenix, oder? Du hast den Phoenix wahrscheinlich, oder? Da gibt's ja, genau. So ein auch hellblau. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Das ist jetzt. Oh, ich brauche dann zwei Banner, weil da bist ja du noch. Das ist ja sogar noch du. Da kann ich dann noch so einen Banner hinstellen auf den Tisch. Ja, das ist aber kein Problem. Kannst du einfach kopieren, dann so oft wie du willst. Ne? Stimmt, ja, richtig. Ja. Einfach Copy-Paste. Mega. Schön. Also Phoenix-Banner muss ich mal gucken. Das ist. Ich glaube schon mindestens 2-3 Jahre her oder so. Im Chat schreiben sie gerade, es wäre auch in Ordnung, wenn Spark nur seinen Banner hinhängt, nicht sich selber. Okay. Wo wir gesagt haben, da kannst du dich hinhängen. Oh ja, oh, das wäre geil, wie hier in dieser Klonfabrik, die ich habe, so einen Spark-Klon, der einfach in so einem Haken dann von der Wand runterbaumelt. Kaum makaber. Das wäre jetzt ultra witzig, wenn du da nicht rechnest, dann kommst du eines Tages, lockst dich hier ein, und hängt da so ein Spark hier an der Wand.
Oh ja, oh, das wäre zu gut gewesen. Schade. Ja, manchmal muss man erst, weiß man nicht. Genau, das hier hat sich auch nichts getan. Wo hat sich denn was getan? Ich glaube, alles oben. Wir müssen die Treppen rauf, weil ich halt angefangen habe, meinen Turm zu. Oh ja, wissen Sie was? Ich weiß, was Sie machen. Los geht's, du läufst nach oben. Ich bin hinter dir her. Ja. Finde den Weg nach oben. Man kommt bis fast ganz oben. Okay, also wenn ich am. Kein Wasseraufzug, ne? Nur Treppen und Leitern, bitte. Ja. Okay. Jim hat's schon geschafft. Ja, also es wird ein bisschen Sucharbeit ansonsten dann. Ja, aber dann sehen wir wenigstens. Ich greife dann schon ein, Ja, wenn's ich glaube, irgendwo das ist ein Gegenwind. Seitentürmchen hier. Da will ich nicht reingehen. Vermute ich mal. Ich hoffe, ich muss das nicht auf den ersten Anhieb schaffen. Also das ist die schwierigste Ebene eigentlich hier, weil die so ein bisschen verwirrt ist. Alle anderen Wege sind dann ziemlich simpel eigentlich. Ja. Genau. So, jetzt bin ich hier in der nächsten Und das kennst du Ebene. schon, ne? Auch die Kein. Gärtnerei hier. Das müsste aber neu noch sein. Das habe ich noch nicht gesehen. Hat das Das ist eine eine kleine Gärtnerei? Was? Gärtnerei Hast du hier. eigentlich Hogwarts hier gebaut mit allem Möglichen drin? So ein bisschen. Ich habe alles Mögliche rein. Ist auch Das noch ein bisschen Platz. nicht Hogwarts, sondern Crockwarts. Crockwarts, ja. Und Pogwarts, Crockwarts. Ah, und hier, schau, das ist auch wieder so. Oh, nee. Haben wir einen Eimer drin? Geheimeingang. Ja, weil hier werden die Witherrosen gezüchtet, ne? Das kann man natürlich nicht so. Oh, Das ist das noch ist ein sehr, sehr bisschen geheimer. spicy. Für eine Sekunde wollte ich gerade fragen, wo du den blauen Ritterkopf hast, aber da habe ich gerafft, ach, wir haben ja die Köpfe drauf, stimmt, da war ja was. So, das sieht aber auch aus, nicht wie ein normaler Wither Skull, sondern wie ein Custom Wither Skull. Das ist vom Wither direkt, ne? Ach so, Der ist oh, vom Wither. ja, der droppt den, stimmt. Genau, ich Ja. habe vom Wither, ich habe ja irgendwann mal mit Basti zockt, habe ich ein paar Wither gekillt und da hatte ich ein paar Köpfe drin. Genau. So, dann darfst du dich weiter aufmachen. Ja, Hier ist im dann. Übrigen meine Mob-Farm drin. Ich habe so eine kleine, die versorgt mich mit allem, was ich brauche. Das ist echt praktisch. Naja, ah das war's dann. Guck mal hier eventuell. Nee, da sind Seitentürmchen gewesen. Genau. Ich mach das einfach so. Ich guck einfach, wo du hinguckst. Ach, gespoilert? Hat er gespoilert? Sorry. Hat er Sorry. gespoilert? Hat er einfach gespoilert? Da ist die Bildergalerie hin. Da gibt es auch immer, kommt man durch diverse Bilder, kommt man natürlich durch, so wie es Sehr sich gut. gehört. Hier ist ein Galerie. Ahnenbaum. Hier hängen die Ahnen, die Diese Vorfahren. Dinger hier, diese Dinger haben mich alle während dem Bauen genervt. Sehr gut. Also Ich dachte das gerade, das waren ist echt. wie so ein Wandteppich aus Harry Potter von Sirius Familienstamm. Alle gleich aussehen. Nee. Man hätte auch das coole Treppe machen können mit den Dingern, ne? Ew. Ja, das glaube ich, du bist die ganze Zeit am Wasser. Bei mir kommen die auch mal Komm, komm angekrochen. nochmal schnell runter, komm nochmal schnell runter. Das ist nämlich auch so, wo du gesagt hast, ne, du hast auch so viel Fläche. Ich habe halt so viele Räume, die ich füllen muss, ne? Und sowas ist halt prädestiniert Du dafür. kannst da mal voll schummeln. Du kannst einfach auch leere Räume in Anführungszeichen machen, wo einfach die Wände, die keinen Eingang haben. Und wenn man dann durch die Burg läuft, dann sieht man gar nicht, dass da überhaupt irgendwas ist. Das wird einem nie auffallen. Stimmt, ist richtig, das könnte man auch machen. Also solche Dummy-Tarnräume in Anführungszeichen, die einfach keinen Eingang haben. Und Ich dann schmeiße muss es man die aber nicht kurz in den ausstopfen. Schildern. Aber auch hier, weißt du, er hat da keine Funktion. Das ist halt Lagerraum dann, ne? Mit Armor-Stands, ein bisschen Teppich drin, ein bisschen Stuff, ein Item-Frame unten drin. Also Leute, ihr beschwert euch, wenn es zu sehr ruckelt. Ich habe nämlich jetzt hier, glaube ich, nur noch 23 bis 30 FPS. Wenn es euch nervt, dann bitte Bescheid geben, sonst lassen wir Ich bin Chat aber noch auch mal ein an. kleines bisschen runter, aber ich könnte die Render-Distance mal runterstellen. Warte mal ganz kurz. Was für Ich bin auf Render-Distance hast 8 du? Angst. Nee, auf 8. 6 gerade. Auf Ich bin 6 gerade auf 6 Render-Distance. runter. Ja, also in der Burg braucht man es ja nicht. In der Burg brauche ich ja keine Render-Distance. Normalerweise, eigentlich spiele ich am liebsten mit 20. Aber mit Shadern bin ich jetzt im Moment auf 8, weil irgendwie mit dem Also Shader schaffe ich es nicht besser, aber ich mag den so gern, deswegen. mit auf 6 Chunks habe ich gerade 50 FPS. Gut, ich hab halt den ganzen Quatsch an mit Ambient Occlusion und so, und das schaut halt dann Ach so, noch ja, mal nee, feiner nee, aus. alles gut. Wie gesagt, ich schicke mir die Einstellungen dann. Gerne, gerne. Okay. So, dann bist du wieder dran. Ja, lass mich Jetzt, aber hier ist raten. es einfach. Hier, dann wieder hier. Hey, wie kann man da rausgucken hier? Schon Boing. wieder ein bisschen Ausblick. Also jetzt nicht mehr, weil nichts mehr gerendert wird. Hast du den Das ist mein Greenscreen hier? Studio. Ich weiß Wollte nicht, ob du das gerade kennst. Am Anfang von meinen Videos gibt es so eine Animationsfrequenz, Sequenz ganz oft, wo hier halte ich immer meine Vorträge und dann wird im Hintergrund alles eingeblendet und dann habe ich das Studio jetzt einfach hier reingebaut. Ich fand das irgendwie ganz cool. Ja. Also so ein heller, also im Shader hat er unterschiedliches Grün, unten ein bisschen beleuchtet, oben dunkler. Ja, Musst du mal ohne machen. das ist halt, ne? Ja. Der originale Greenscreen, den ich damals gemacht hatte,
war mit, also komplett mit Seelaternen hinten und dann grüne Karten davor. Und dann war das einheitlich von der Helligkeit. Aber eine grüne Karte habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das habe ich mir jetzt von der Arbeit gespart. Okay, ist auch wieder ein kleiner Raum. Dann geht es wieder hier hoch. Da kommt noch was, das ist noch nicht fertig. Da kommt wahrscheinlich Klavierzimmer jetzt noch rein. Klavierzimmer? Klavierzimmer, ja. Oha. Also, das erinnert jetzt schon wieder arg an Hogwarts. Nee, also wie gesagt, vorne war die Treppe. Diese Fenster, wo einfach nur ein Zaun drin hängt. Überhaupt gar nicht baustellensicher, da fällt jeder durch. Ich bin gerade bei der Kontrolle. Aber du hast ja noch ein paar Etagen vor dir. Ja, natürlich, aber es ist schon sehr, sehr viel gemacht. Das ist das Beste. Ganze Quarz einfach. Einfach ein Stall hier oben drin. U-Penthouse, ganz wichtig. Ja, denen ging es ganz schlecht. Die haben vorher in einem Loch gelebt und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und gesagt, komm, die kriegen jetzt ein Penthouse. Ich würde sagen, es ist weniger Penthouse als ein Cowhaus. Cowhouse. Ja, gut, es sind aber so ordentlich viele hier drin. Weißt du, was stylisch wäre jetzt noch? Wenn es keine Kühe werden, sondern Pilzkühe. Eine Pilzkuh rennt auf meiner Insel rum irgendwo, ja. Okay. Könnte sie hier raufbringen, eine zweite organisieren und dann. Aber nee, brauche ich ja nicht. Prank an Coco, seine Kühe gegen braune Pilzkühe austauschen. Mark? Ich setze da auf dich. Aber es gibt ja schon braune Pilzkühe hier, ne? Insofern. Ja, ja. Muss man die ja nur vermehren quasi. Dann hier eventuell hoch. Coco hat einfach alles in die Burg reingepackt. Würde mich nicht wundern, wenn gleich noch ein Fitnessstudio kommt. Okay, da und hier haben wir. Da muss ich hier raufkommen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich wollte gerade sagen, über den Feuergott gehuldigt. Nee, da haben wir, ich hab mit Janus Schiffe versenken gespielt. Er hat auch so einen Raum in seiner Base. Da unten stehen die Schiffe. Ich habe leider verloren, wie man sieht. Also wir haben 3 Runden gespielt. Also genau genommen 4, aber die erste war nur eine Testrunde. Wir haben 3 Runden gespielt und er hat 2-1 gewonnen. Wir haben irgendwas gespielt um sein Auge, weil ich hatte ihm sein Auge geklaut von seiner Burg und habe es blau gemacht statt rot. Und dann haben wir darum gespielt und er hat gewonnen. Das war ein cooler Stream. Das haben wir gestreamt. Und dann saßen wir hier in unseren Dingern und haben Schiffe versenken gespielt. Das war echt cool, kannst du echt gut machen. Ist das weird, wenn ich sage, dass ich gar nicht weiß, wie Schiffe versenken funktioniert? Nö, aber es ist ziemlich simpel, weil du stellst eigentlich nur, du hast gewisse Schiffe von der Größe her. Also einer, der ist 2 Block groß, dann 2 mit 3 und einer mit 4. Zumindest war es bei uns so. Die werden halt so platziert auf der Karte, auf diesem 8x8 Feld. Und dann gibt es hier Buchstaben und Nummer. Und dann sage ich ihm ja, ich schieße jetzt auf B2. Und dann schaut er bei sich, ob auf seinem B2-Feld quasi ein Schiff steht. Wenn nicht, sagt er Wasser. Wenn was ist, dann sagt er Treffer. Und wenn ich als allererstes alle Schiffe getroffen habe von ihm, also alle Punkte, dann habe ich gewonnen. Okay, man kann die am Anfang halt nach Belieben logischerweise platzieren. Genau. Weil ansonsten, wenn jeder gleich. Okay, das ist, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Ja, das war so ein ganz beliebtes Spiel, das man auch im Unterricht gespielt hat oder so. Habe ich nicht gesagt. Wir haben immer Stadtland Fluss gespielt. Auch das, ja. Wir haben Stadt, alles Land, mögliche. Fluss, Beruf, Tier oder irgendwie sowas noch ergänzt. Promi. Der Raum muss noch gefüllt werden, da habe ich schon was vor. Da kommen. Wurde noch nicht gespoilert. Man kann sich zwar denken, aber wird noch nicht gespoilert. Ja, hier gibt es auch einen Weg hoch. Er baut einfach ein Aquarium hin. Ich warte. Ja, vom Janus. Fitnessstudio kommt noch. Um Janus war das, weil da ich habe ihn mit Fischen geprängt. Also, gut, dass noch jemand immer bei Wendeltreppen runterfällt. Das beruhigt mich ja. Du könntest hier einfach so ein Eisengitter oder sowas reinsetzen, damit man da nicht runter kann. Aber ich hüpfe immer runter, wenn ich nach unten will, hüpfe ich immer in der Mitte runter. Ah, okay. Ja, dann haben wir hier auch nochmal ein Krokodil. Das war auch von Janos, das war das für den Mini-Kroko, weil ich habe einen Prank mit meinem Junior gemacht, gemeinsam. Und dann hat der Janos ihm an einem Stream am Abend ein Spielzimmer gemacht. Da gibt es eine Hüpfburg, eine Biene. Also. Biene sieht ein bisschen weird aus, aber irgendwie auch cool. Ich weiß nicht, was die hat. Lustig, ne? Mit dem Kussmund und diesen Augen. Ist das schon so? Irgendwie so deproportioniert, aber. Erinnert mich an einen Ghast. So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Hat so einen Ghast. So süß. Schau mal, mit diesem. Die fliegt so richtig so. Ja, so mit dem Flug. Das passt. Die Stairs sind genau richtig. Aber das ist irgendwie ein Gas, so eine Gasby. Ein bisschen, ja. Aber das Krokodil ist. Das ist einfach schon cool. Das ist nice gemacht mit dem Banner und hier vorne den Dingern. Das ist. Habe ich das, zum Beispiel das erste Mal gesehen bei Average Tuna Sandwich. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Der macht englischsprachige Videos, aber der macht die Videos. Der macht lauter so kleine Bautipps und Tricks.
Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Das sind mega coole Sachen da. Auch für Inneneinrichtungen und so, wenn du da mal struggles. Nee, sagt mir gerade nichts. Ich hatte neulich was gesehen, was auch so in die Richtung geht. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber eine Schnecke, die so voll simpel machbar war. Ich habe es schon wieder nicht mehr. Beim Sinus auf dem Grund, nee, nicht beim Sinus, beim Rotpilz im Biom sind ganz viele Schnecken. Das ist genau die wahrscheinlich, die du gesehen hast. Super simpel. Das weiß ich nicht. Die ging aber mit einem neuen Block, mit einem neuen 1.17er Block. Achso, nee, dann haben sie sich was Neues einfallen lassen. Aber Genau. beim Rotpilz sind ein paar auf dem. Aber die war wirklich nur irgendwie so zwei Blöcke oder sowas. Die sah aus wie so eine Gary-Schnecke aus SpongeBob. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, das war bei hier. Skip the Tutorial, glaube ich. Okay, Egal, okay. muss ich mal irgendwie, keine Ahnung, die war cool. Bei mir schreibt der Illuminatus gerade, ich weiß noch, bei der Biene war ich mit Mine und Don't Forget Me im Discord. Wir mussten saufen wegen dem Anblick der Biene. Ja, Damit sie den, da die hat den lang ist Rest hier. gegeben. Kommst du mit? Ja, ich Bist du dachte, so ein Hüpfburg-Mensch hier wie ich geht's oder hoch was? und ich soll Nein, nein, suchen. nein, Hüpfburg. Ach so, Hallo? Hüpfburg. Es gibt doch nichts Besseres wie eine Hüpfburg. Wo ist der Anschalter? Wo ist der Knopf hin? Haben wir den Knopf abgebaut? Oh nein. Ich finde den Knopf nicht. Ich glaube, wir können die Hüpfburg nicht spielen. Kroko baut im 23. Stock seiner Burg eine Hüpfburg. In der Burg eine Hüpfburg. Ich finde den Knopf nicht mehr. Wir können sie auch so hüpfen. Ja, das passt doch. Bist du so ein Typ für Hüpfburgen oder eher nicht so? Als Kind habe ich das ultra gefeiert. Das war, glaube ich, mit eines meiner beliebtesten Toys. Wenn irgendwo mal so ein Festival war, Tag der offenen Tür im Industriegebiet oder sowas, da habe ich mich drin gesehen. Ich meine, ich muss Hüpfburg. mich ein bisschen zurückhalten in letzter Zeit, ne? Weil wenn dein Sohn mal in die Hüpfburg reingehst und du springst wie so ein Verrückter rein und sagst, ist nicht das beste Vorbild. Aber ich muss Am sagen, ich mag besten noch das immer richtig noch. schön Schwung mitnehmen und dass die Kids richtig an die Decke fliegen oben. Janus grüßt dich. Janus schreibt, die Biene ist doch hübsch. Ja, die Aber hat ja. was, die hat was. So ein kleines bisschen Mix zwischen Biene und Gast, glaube ich. Wir hatten ein paar Gastgene drin. Ist das normal, dass hier ein Kürbisödel drin liegt? Ja, das ist wichtig. Ich Das wurde ist. ganz oft vom Janus immer umgenietet und habe mir dann etwas gemacht, wo ich, wenn er das nächste Mal ankommt, mich entsprechend schnell ausrüsten kann. Du darfst gerne einmal da reinhüpfen, wenn du möchtest. Was genau ist Trau das? dich. Es schmeißt dich nicht um. Es bringt dir. Oh, mit sämtlichen Tränken und die haben alle ineinander. Cool. Weiß nicht, ob sie Cool. umgetauscht wurden. Hast du jetzt, weißt du, welche Effekte Aus hast? Spaß einfach mal Harming Potions reingemacht. Ja, genau. Also das sind so Wie, wichtige Chat, Sachen. wie witzig wäre das, wenn wir in Kroko Space in jedem Inventar, was er besitzt, in jeder Kiste, in jedem Hopper, der freisteht, also er nicht für eine Farm ist, einen Kürbisödel reinlegen? Ein was? Einen Kürbis? Ja, genauso wie hier. Ach so, einen Ödel. Ein Ödel. In jedes Inventory, was er besitzt. Mach das mal. Mach das Ja, mal. ich weiß noch hier, meine Kisten, die heißen nämlich alle seit neuestem ganz witzig. Was? Ach komm. Ach komm! Wie komme ich denn drauf, dass du das warst? Weiß ich nicht. Ja, die Kiste heißt literally der Kroko war hier. Oh, jetzt müssen wir wieder da oben reinfinden. Das ist ja der. Das war auch der Wunsch von meinem Junior. Er wollte irgendwas, was einen aus der Burg rausschmeißt. Und das war das, was ich dann hier reingebracht habe. Ja, ist cool. So, du musst dann irgendeinem Balkon wieder landen und wieder reingehen. Ich bin auf der Spitze gelandet. Habe ich jetzt Ein geschummelt? bisschen weiter um. Ja, bist du, ja, das ist geschummelt. Komm wieder runter. Ja. Und ich bin, glaube ich. Nee, fast. Fast, was warte? Ich sehe dich, ich sehe dich, sehe dich. Aber kann ich hier rausfallen? Ja, fahr einfach runter. Und drücke meine Richtung, genau, perfekt. Okay, ich habe es Du geschafft. bist zu weit, wir müssen eins wieder hoch, aber oder zwei oder drei, aber Nee, nicht alles eben. gut, alles gut. Das kriegen wir. Dann sind wir wieder on track. Hüpfburg. Oh, es kommen noch ein paar schöne Räume jetzt. Oh ja, doch, es kommen definitiv noch zwei schöne Räume. Eine Frage habe ich. Ja, Mach mal stell sie. Statistics. Mach mal Timeplates drauf. Einfach Ist runterscrollen dann. Timeplate ist Szene. immer. Ist es, wo ist es, wo ist es? Hier, 17 Tage. 17 Tage nur? Ja, ich bin 17 produktiv. Tage nur? Ich habe hab fast 50 Tage, 48 war ich aber zu unproduktiv oder was? Ja, anscheinend. Hast du noch eine Kettenhose und ein Kettenhemd, einen Kettenhut? Der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Müsste ich gucken. Müsste Also ich wenn du einen schauen. hast, wäre total cool. Ja.
Achso, ja, der Chat meinte Beacon Grind Streams und sowas. Ja, das hat halt ewig gedauert. Also 100 Stunden da und XP Farmen. Und ich habe aber auch viel halt außerhalb gemacht. Ich habe nicht so, mein Content ist nicht so viel bauen. Das ist die Sache. Ich habe halt nicht. Ja, bei mir ist Content hauptsächlich bauen, ne? Ja, aber ich glaube, mein Bauanteil ist nur so 20%, schätze ich mal, maximal. Mhm. Ist nicht ganz so beliebt, ne, ich sag. Oh. Mit diesem Bauwerk habe ich mehrfach meine Gebäude gesprengt. Ne? Diesem Bauwerk? Mehrfach Gebäude? Ja. Oh, ja. Damit ist da rausgelitzert. Und ich wusste am Anfang noch nicht so ganz, wie das funktioniert und war auch irgendwie mir zu fein, das in einer extra Welt zu testen. Woraufhin ich mich mehrfach gesprengt habe, mehrfach wichtige Items verloren habe. Meine vorletzte Elytra habe ich da auch versenkt und auch mein Loch in die Wand gesprengt. Aber gut. Ja, dann war es ja gut, dass ich sie alle gelassen habe, als du mir eine angeboten hast. Jetzt habe ich übrigens gesehen, dass ich habe Elytras übrig. Also, falls du was brauchst, sag Bescheid. Jetzt habe ich genug. Es gibt einen Trick, wie man berechnen kann, wo die Endcity spawnen, ne? Generieren. Ja, habe ich schon gehört. Wurde mir tatsächlich, es wird mir immer wieder zugebracht, wenn du so Sachen anschleppst, dann heißt es immer, Spark hat da was rausgefunden. ich habe es mir aber noch nicht angeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Ganz simpel, einfach mal geradeaus fliegen von jeder Festung. Die spawnen in einem Raster, in einem Gitter sozusagen. Einfach mal von einer Festung geradeaus, dann irgendwann kommt die nächste auf der Dene. Ja. Gut, Enchantment Table auf dem Crying Obsidian. Jo. Und das ist auch, kann man auch alles enchanten. Passt, das merge sich so ein bisschen da rein. Aber die Kante ist gar nicht so hart. Ist schon auch hart. Also es könnte noch ein bisschen besser sein, aber relativ smooth. Hier in der Ecke, so links, wo das Schwarze noch runtergeht. Da ist am besten, ja. Richtig, richtig. Man sieht es hier so, da sieht man so ein bisschen. Also rechts sieht man die Linie so ein bisschen, ne? Ja. Aber es geht. Es geht. Das geht. Das ist nice. Enchantment Table einmal drin. Bei den Respawn-Ankern. Wie gesagt, die fliegen ja in die Luft. Aber ich habe das nicht ausprobiert. Wenn du den Spawn-Punkt setzt, wenn du mit einer leeren Hand Rechtsklick drauf machst, ohne dass sie gecharged sind, explodieren die schon. Oder müssen die erst gecharged sein mit Glowstone? Ich habe keinen mehr hier übrig, sonst hätten wir es ausprobieren können. Ja, genau. Ich hätte auch gesagt, stell einen genau hier in die Mitte auf den Teppich und dann lass mal probieren. Nee. Ich habe tatsächlich meine Übungen ein bisschen außerhalb gemacht. Bin ich extra auf einen anderen Berg rüber geflogen, um die zu machen. Okay. Ich habe mich in die Luft gesprengt, habe alle meine Items mit meinen Elytras abgefackelt und ich musste zurückschwimmen. Totem. Ja, hatte ich. Das war ja das, deswegen bin ich nicht woanders wieder gespawnt. Aber ich glaube, Totem hatte ich. Nur meine Elytra. Aber wie kann denn eine Explosion dich killen, wenn du Totem hast? Nein. Ich hatte ein Bett, aber bin da wieder gespawnt. Ich glaube, ich hatte kein Totem. Aber meine Elytra ist ja verbrannt. Ach so, ja, ich sicher. Wenn ich ein Totem in der Hand gehabt, wäre ich nicht draufgegangen, die Elytra nicht verloren. Ja, hätte ich mal machen sollen. Ja. Gehen wir weiter, bitte. Gehen wir bitte einfach. Können wir einfach weitergehen, bitte? Ja, regretting life choices. Danke. Oh. Guardian-Köpfe hier oben, ja. Ja, ich hatte hier oben in der Glaskugel einen Guardian drinnen. Bob, den Baubehinderer. Der wohnte da oben und musste in meiner Base bleiben. Ich zeige ihn dir nachher. Es gibt nämlich mittlerweile ein Orakel, da kannst du Bob den Baubehinderer. Er muss nämlich auf meiner Insel bleiben. Also irgendwo hier ist ein Guardian versteckt. Zeige ich dir dann. Ah, okay. Ein Elder Guardian. Und ich hatte dann hier diese Milchbar gemacht. Ach so, sogar ein Elder Guardian. Ja, ein Elder Guardian war da drin. Deswegen auch die Elder Guardian. Das war ein kleiner Prank von Janos, um mich bei Laune zu halten. Du hast gerade Milch im Inventar bekommen. Ich hab die. Auf jeden Fall. Genau, also hier ist die Milchbar. Also du kannst sie da reinschmeißen, denn Elder Guardian ist nicht hier. Schmeiß sie da wieder rein. Ich habe mir eine kleine Milchbar gebaut, damit ich hier immer wieder trinken konnte, während ich den dann umtransportiert hatte. Okay. Weil mein erster Plan war, ihn da oben zu behalten, weil es sah ziemlich cool aus, wie der da oben drin hing. Aber ich wurde dann eines Besseren belehrt und du siehst dann, wo er ist. Das schaut echt mega aus. Im Jahre 2018 hat Janus mir auch einen in die Base gesetzt. Frech, der Bursche, gell? Mhm. Was ist mein Alchemielabor? Yep, für Tränke brauen, alles möglich. Auch ein paar halbautomatische Braustände. Ja, so halbautomatisch finde ich ganz praktisch eigentlich. Vollautomatisch ist, bin nicht so der Typ dafür, das kann ich nicht. Aber so halbautomatisch ist gut. Ja, ist ein bisschen komplexer. Auch noch riesig, also das kriegst du auch gar nicht hier rein. Den muss ich auch mal wieder wegspawnen, den Bücherständer, aber egal. Milchbar, voll die coole Redstone-Technik, einfach eine Kuh. Oh, ich bin zu doof zum Laufen. Ja. So, jetzt kommen wir so langsam, jetzt wird hier oben, die Fläche wird immer ein bisschen kleiner. Aber jetzt sind wir durch.
Das hier ist nicht eingerichtet. Das ist ja der so ein Vorraum. Hier oben geht es dann in mein Bettchen, aber das kennst du, glaube ich, schon. Und hier geht 70 Stockwerke nach unten einfach. Man überlebt es, aber man überlebt nicht, wenn du von ganz oben springst. Auf und da überlebt man. Verstehe ich nicht, warum. Also du bist im Wasser aufgefangen, aber von ganz oben Ja nicht. gut, mit Feather Fawning. Ohne Feather Fawning bist du. Wahrscheinlich, ja. Ich habe immer ein Totem dabei, eigentlich. Ich nicht. Hätte ich auch mal. Eins Ich und hätte Ende, das tschüss. früher in der Staffel machen sollen, da hätte ich null Tote, aber. Da, so Elytra runtergesegelt. Plopp, tot. Jetzt hast du einen, oder? Ne, drei hast du jetzt sogar. Nee, drei. Ich bin auch ganz, ganz weird mit Elytra. Aber in der Bastion hatte ich keinen. Und zweimal bin ich mit Elytra irgendwo runtergekracht. Okay. Ich könnte eigentlich die Leiter hier mal verlängern, dass man ganz rauf kommt. Dann hätte ich das Problem mal gelöst und man kommt wirklich ganz rauf. Kannst die Lianen hochklettern, wenn du irgendwas hiermit machen willst, vielleicht. Ja, das hatte ich mir überlegt, ob mir hier hinten die hochkommen sollen. Hier hinten sind welche. Dass man dann hier ganz rauf kommt, das könnte ich mir noch überlegen. Was ist der Sinn von diesem roten Nest hier? Ey, das ist so ein mega flauschig Teppich. Weißt du, wenn du da früh Ach aufstehst und du bist so, noch okay. barfuß und dann stellst du hier rein, hast so einen richtig flauschigen, gemütlichen Teppich an den Füßen, das ist ultra. Da muss es irgendeinen Block für Waterlocken, weil ansonsten werden die ja grau, ne? Wissen sie, die sind waterlogged. Ja, genau. Und dann ist noch roter Netherbrick drunter, damit es rot scheint. So eine Slab. Mega gut. Ich habe den Weg gerade nach oben hier gerade nicht gesehen. Es gibt keinen Weg nach oben. Ach so, es gibt. Ich dachte gerade, ich bin noch Das gerade irgendwo ist oben eben, was drauf ich gesagt gegangen. habe. Das eben das letzte kleine Ding fehlt dann leider. Ah, okay. Das letzte kleine Ding fehlt dann noch. Das muss ich Dann noch irgendwie beheben. mach doch eine Leiter oder so irgendwie noch Ja, irgendwas. entweder die Leiter oder ich mache diese Ranken, dass man die ganz drauf kann. So, und hier oben kann man dann Malefiz spielen oder so, während man Wache hält. Ich glaube, das ist so weit oben, da kannst du gar nicht mehr runtergucken teilweise. Ja gut, jetzt gerade ist sowieso mit den 6 Chunks, die ich habe, sieht man sowieso nichts Ja, mehr. ich mache mal wieder auf 32. So, nicht schlecht. Oh, du hast sogar Jump Boost, dass du auf die Zinnen hüpfen kannst. Ja, das war mir, ab einem gewissen Punkt war mir das dann immer wichtig. Das war auch beim Bauen sehr hilfreich. Und ich kann überall auf die Zinnen hüpfen und runterfliegen. Das ist auch sehr angenehm. Yep. Spiel mal verstecken, schreiben sie gerade. Das sind wir aber lang beschäftigt. Du bist aber hier an der maximalen Bauhöhe dran, ne? Nicht ganz, ich bin einen Hauch drunter geblieben. Soweit ich weiß, so drei Blöcke oder so. Einfach so. Und einmal habe ich dem Debitor seine Spitze weggebaut, damit meine Base die höchste ist, damit ich meinen Videotitel nennen kann. Ich habe den größten in Craft Attack. Okay, hast du ihn jemals aufgeklärt? Nochmal, hast du gesagt? Hast du ihm dann jeweils wieder aufgeklärt, dass die Spitze weg ist? Er hat es Ah, gemerkt, okay. dass ihm entweder hat es gemerkt oder ich glaube, es wurde ihm verraten, irgendwie so. Weil der hat das ja so, bei ihm ist es ja so ein bisschen repetitiv, ne? Egal, bei ihm Ja. wiederholt sich die Spitze ja. Das heißt, ich habe einfach ein Element weggebaut und hatte gehofft, er merkt es nicht. Aber wenn du es halt im Video zeigst, dann verbrabbelt sich halt jeder, ne? Ja, das ist klar. Man kann keine Pranks machen. Es geht nicht. Nee, Weil das ist erstens, du schade, ein möchtest bisschen ja zeigen, schade. was du machst, möchtest ja deine Videos machen. Aber wenn du halt einen Prank machst, dann kannst du das ja gar nicht zeigen. Ich habe in Ende Mystery habe ich einen Prank durchgezogen, wo ich sowohl die Zuschauer als auch den Lars geprankt habe. Ich hatte erzählt, ich mache eine Königs-Challenge, weil Lars hatte sich ja zum König von Mystery ausgerufen und Mika, also Gemmy Guides, war König der Slimes und ich habe gesagt, wir wollen herausfinden, wer der wahre König ist. Und dann war Mika aber gerade nicht da und dann habe ich mit Lars die Königs-Challenge gemacht, habe gesagt, wenn er da durchkommt, dann, wenn er das schafft, die Challenge, dann bete ich ihn als König an. Ja. Und der Witz war, also er musste so ein Parcours durchlaufen und man hat so, er hat gesagt, die Glastüren gehen auf und dann läufst du los und dahinter kommen andere Challenges. Und es war aber nie eine andere Challenge. Also ich hab nur einen anderen Hebel betätigt und er fiel nach unten in ein Obsidianloch. Und vorher, damit er natürlich nicht alles in Lava verliert, musste er seine Ausrüstung in der Truhe ablegen. Und das Okay. heißt, er fiel dann ohne irgendwelche Items, fiel er dann in ein Obsidianloch. Dann habe ich nur noch das Respawn-Bett, das ich empfohlen hatte, rechts zu klicken, dann mit Obsidian zugebaut, dass er auch entsprechend nur an einer Stelle wieder respawnen kann. Und dann saß er in dem Loch fest. Und das wusste halt niemand, dass ich ihn gefangen nehme. Um ihm seine Königswürde abzunehmen, weil ich den anderen meinen Zuschauern dann auch erzählt habe, ja, nee, das wird die Königs-Challenge und da bauen wir was und dann, ich möchte euch nur den Anfang zeigen und habe ihnen halt nur gezeigt, wie ich den Parcours gebaut habe und nicht die Falle. Und das hat gut funktioniert. Das war wirklich gut. Sehr gut. Ja, aber Aber sowas dann macht muss man man auch es nicht alle anders, muss man es Tage. anders aufziehen. Wenn man irgendwas Secret baut oder so, Genau. dann kannst du es halt einfach nicht erwähnen. Selbst wenn ich irgendwas im Stream sage, es dauert 30 Sekunden, dann schreibst du jemanden nächsten im Chat. Ja, ganz klar. Der So, Kroko jetzt müssen wir ist noch mal doof. ganz Nein. runter, ne? Nochmal? Jetzt, wir müssen noch mal ganz runter. Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Du springst bitte erst, wenn ich dir sage, du darfst springen, weil sonst bist du tot.
Kann ich nicht einfach von außen fliegen und zur Seite rein? Nee, du springst jetzt da rein. Jetzt kannst du springen. Okay. So, und jetzt gehst du einen Schritt rückwärts und springst ganz runter. Okay. Das haben wir bisher immer überlebt. Ja, alles gut, aber das gibt mir Anxiety, sie runterzuhüpfen. Ich habe Totem dabei. Ohne Totem hätte ich es nicht gemacht. Dann hier lang, aber den Teil kennst du jetzt schon. Den Teil kennst du jetzt schon. Ja, den kennen wir schon. Das kennst du schon anders. Das ist halt alles noch beim Alten geblieben eigentlich. Ne? Ja. Nichts Neues. Wo wir hier den Raid gemacht haben, die alle verbunkert hatten mit Blöcken und richtig, so. Richtig, genau. Und jetzt müssen wir hier runter. Moment, da hinten, okay. Ist das hier richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Das ist neu. Das ist neu. Schau dich einfach mal um. Ja. Spring nicht ins Wasser. Da ist der Elder Guardian. Hat sogar schon Gesellschaft bekommen von einem Zombie. Ja, ich hätte mich einmal behalten sollen. Ach stimmt, da war was. Aber hier müssen wir nichts bauen. Da reinfallen ist halt richtig ärgerlich, weil den willst du nicht umnieten, aber da wieder rauszukommen und rauszufliegen, wenn du Panik hast, ist gar nicht so leicht. Ja, also. Soll ich mal machen? Du darfst es gerne tun, wenn du möchtest. Aber ja. Ich bitte dich, auch wenn du drauf gehst, nicht den Eldergarten umnieten. Nee, das sollte gehen. Ich weiß nicht, ob die Raketen ein bisschen zu strong sind, aber aus dem Wasser kann man ja super easy starten. Ansonsten. Eigentlich schon, ja. Ich bin ein bisschen, ich stelle mich manchmal ein bisschen doof an, aus dem Wasser raus zu starten, aber ja, ist richtig. Richtig. Hier hatte ich mir nochmal noch überlegt, ob ich noch so ein Orakel reinmache, wo man dann irgendwie dem. Am coolsten ist gefunden, wenn man hier was reinschmeißt zu dem Elder Guardian, dass dann irgendwo eine Notiz rausfällt mit einem schlauen Spruch irgendwie, weißt du, wie so Glückskekse. Aber dann hätte ich da unten überall Trichter hin machen müssen, hätte noch mehr Lag gegeben. Also dann finde ich das mit dem Bedrock mega cool. Wie ist hier ein Huhn reingekommen? Ich habe ein Ei geschmissen. Es hat, glaube ich, sogar einen Namen. Sehr gut. Und es hat sogar ein Ei auch noch gelegt. Und ein Ei gelegt. Aber ich finde es so cool, diesen Elder Guardian da schwimmen zu sehen, weil man sieht die ja sonst irgendwie nicht so wirklich schwimmen. Und hier ist es wirklich wie so ein großes Seemonster. Das ist schon ein bisschen gruselig, weil es auch so dunkel ist. Ich fühle das Wasser, das sieht hier so ein bisschen so trübe aus, ne? Kommt auch vom Shader, glaube ich. Also, naja, Shader macht jetzt gerade hier viel bei mir. Wahrscheinlich, ja. Und der Bedrock ist halt auch cool. Also, ich mag das irgendwie. Ich bin da ganz happy mit dem Design hier. Ja. Oh, die Schatzkammer muss ich dir noch zeigen. Nee, die musst du finden. Ich sag dir nur, wo du ungefähr suchen musst, um die Schatzkammer zu finden. Sorry, es ist echt viel passiert, ne? Aber. Hast du bei Redstone Ernst unten drunter versteckt? Ja. Das ist die einzige Beleuchtung dann hier quasi. Achso. Und diese Kristalle. Die Kristalle waren Klims Idee, ja? Gib mal noch Kristalle rein. Vielleicht noch Seelaternen mit dazu? Ah, ja, ganz oben. Seelaternen sind ganz dahinter. Ja. Ah, okay, ja. Ja. Ist die Schatzkammer hier unten, oder? Nee. Ich sag dir, wo du suchen musst. Also es gibt viele Eingänge in die Schatzkammer. Oh ne, hier müssen wir gar nicht raus. Wir gehen mal kurz nach draußen. Nicht, das ist der Fall. Ich bin nicht mir hinterhergehen. Einfach den Aufzug ganz nach oben fahren. Nach draußen, so. Also. Genau, du musst hier nicht runter, du kannst auch hier rüberfliegen. Ja. Hier befindet sich die Schatzkammer quasi mehr oder weniger drunter. Das Orklager ist, also das Orklager ist hier direkt drunter, das kleine Orklager. Es gibt mittlerweile auch ein großes Orklager. Das kennst du, glaube ich, schon? Bin mir nicht sicher. Nee, das kenne ich auch noch nicht. Genau, also das war halt so ein kleines. Da habe ich mal dem Ork so eine Kleinigkeit gebaut. Damit Warum das sind das verschiedene Banner? Das sind die Banner von der Orcarina. Das ist der, die hoffentlich, da gibt es am Samstag einen Stream dazu, ob der Ork die Orcarina dann endlich. Weiß ich nicht, ob er sie als seine Frau nimmt oder was auch immer, was er mit ihr macht, das wird sich dann herausstellen. Ist das nicht eine Flöte? Die Orcarina? Orcarina of Time. So in der Art. Das wäre die Orcarina, ne? Ja, ich weiß, aber. Orcarina. So, der Ork ist also musikalisch. Ja, anscheinend. Er steht auf Musik. Ja, und genau. Also, du kannst einfach mal hier so ein bisschen drumrum fliegen und schauen. Also, da, man kommt von der Burg innen rein, man kommt von außen rein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Okay, dann gehe ich mal davon ausgehen, dass das unter dem Orklager ist, weil oben drüber
Macht vielleicht keinen Sinn. Du hast da einen Totenkopf dran. Kann das sein, dass man irgendwie durch den Totenkopf reinkommt? Warte mal, ich sag mal so, unter anderem kommt man auch über den Totenkopf rein, ja. Aber ist das Video von Klim schon draußen? Weil Klim hat eine kleine Mission in der Schatzkammer. Ich weiß aber jetzt nicht, ob da schon ein Video schon rauskommt. Jetzt muss ich mir mal anschauen. Nee, ich habe noch kein Video dazu gesehen. Eventuell irgendwo an der Seite vielleicht. Oder warte mal, hier ist noch. Nee, das ist ein Lager. Nee, das ist genau, da kommst du in meine Burg. Das war meine Starterbase quasi da drin. Ja, vielleicht irgendwo ein Button oder sowas, weil du überall Buttons hast, aber ich sehe gerade nichts. Das ist clever, sowieso Knöpfe auf einer Cleanstone-Textur zu verstecken. Ich kann die ja so schwer gerade sehen. Also ich kann ja auch so einen kleinen Tipp geben. Es gibt drei Eingänge. Ich werde dir alle drei Eingänge nennen und dann kannst du sie gerne suchen, dann ist es ein bisschen leichter. Also es gibt tatsächlich doch den Totenkopf. Der Totenkopf macht den Mund auf. Da gibt es einen Knopf, aber der Knopf ist in einer kleinen Seitenhöhle versteckt, sozusagen. Ja, okay. Man kann in die Schatzkammer hineintauchen und man kann durch die Burg in die Schatzkammer, indem man in der Burg einen Knopf drückt. Okay, dann würde ich die Tauchvariante, glaube ich, nehmen. Genau. Weil das ist die einfachste, würde ich mal vermuten. Sagte er und ist bereits vorbeigeschwommen. Ja, gut, aber. Ja, es ist echt ein bisschen noch zugebaut. Es ist kein offener Eingang, oder wie? Warte mal ganz kurz. Es ist ein offener Eingang. Es ist ein offener Eingang. Dann ist das wohl hier, wo Sandstein ist. Entschuldigung, ich habe den abgebaut. Ist gut. Ein Gras. Soll ich noch ein Mehl reinpacken? Ja. Also ich wusste nicht, ob da ein großer Eingang jetzt ist, ne? Also es hätte ja auch sein können, dass es von der Rückseite wäre. Sehr völlig richtig, sehr völlig richtig. Okay, ja gut, also ohne Hilfe hätte ich das jetzt auch jetzt nicht einfach so gefunden, denke ich. Hattest du gerade Glück? Geh mal einen Schritt vor. Geh mal einen Schritt vor. Und dreh dich um. aber ja, ich zeig's dir gleich. Sehr gut. Also wenn da nur ein Lavaloch ist, dann wäre das kein Problem. Dann hätte ich das überlebt. Ja, ich zeig's dir gleich. Hier, schau, hier oben ist der andere Eingang. Da. Ja. Da kommst du dann in die Burg. Da kommst du dann hinter einem Armor Stand in die Burg rein. Ach, ich muss da auch drüben rein. Okay. Ah, Armor Stand. Ja gut, aber weißt du, wir haben halt alle bei mir Knöpfe. Da sind halt einfach alle hier 7 von den Dingern und alle haben einen Knopf drunter. Weißt du, das ist halt einfach. Deswegen ist es ja trotzdem, obwohl es so eine einfache Schaltung hat, immer noch ein Geheimgang. Ja klar. Wie gesagt, wo versteckt man am besten einen Baum? Keine Ahnung mehr. Wo steckt man am besten einen Baum? Im Wald, ist ja klar. Also. Richtig, genau, ja. Oh, ich muss dir noch meinen Lieblingsausgang zeigen aus der Burg. Zeig dir nach. Hier, jetzt komm mal hier mit. Ja. Man muss mutig sein, ne? Ach, da kann man durchfallen, oder wie? Das ist die Klimmsche Hölle. Mit dem ganzen Diorit. Und dann musste er hier den richtigen Weg finden und da hinten war dann sein Schatz drinnen. Ah, okay. Und wenn ich jetzt absichtlich mal falsch laufe? Ja, dann fällt da bloß ein TNT in die Tiefe. Und da ist nur Lava drin. Mehr nicht. Okay. Aber dann für den Klim war dann da was drinnen. Wenn er die Truhe aufgemacht hat, dann konnte er hier wieder raus. Ja, Truhe aufgemacht habe ich. Ja, aber je länger die Truhe offen bleibt, glaube ich, desto länger bleibt auch die Tür offen oder so. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich bin nicht so der Profi mit Redstone-Schaltungen. Ich mache die halt immer irgendwie und es funktioniert meistens. Ja, dann müsst ihr dann manuell einstellen, dass das geht. Okay, dann geht's wieder raus. Cool. Einfach eine Schatzkammer. Schau mal auf der richtigen Seite rein. Hier eine Sache muss ich noch zeigen, dann haben wir es geschafft. Hätte auch sein können, dass auf der Rückseite hier der Eingang ist, weil. Richtig, ja. Deswegen dachte ich, ich fliege erstmal außen rum. So. Bist du noch da? Ja, bist du da? Ich bin eben. Das ist mein Lieblingsaufgang hier. Hier stand das Ork-Floß. Das war das allererste Mal, wo der Ork angekommen ist, gab es hier das Floß. Dann hatte ich das Floß versetzt, weil es musste in den Hafen fahren. Und jetzt habe ich es wieder an die Stelle hingebaut und lustigerweise irgendwie 3 Blöcke nur versetzt zur Ursprungsposition. Hm. Und hier gibt es noch einen kleinen Weg in meine Burg rein. So ein bisschen am Felsen entlang.
Da musst du auch mal den Eingang, das ist nicht schwierig zu finden, aber du musst trotzdem mal schauen, wo der Eingang in die Burg hier ist. Okay, Krokus ist also auch ein Mensch der Geheimeingänge. Ja, dieses Mal. Dieses Mal. Decke ist nix. Also Shader macht vielleicht auch mal sonst wahrscheinlich Redstone auch, ne? Ah. Und das Coole ist, der geht halt erst zu, sobald das Redstone wieder aufhört zu glänzen. Nein, dann geht der ja zu. Aber das macht Sinn, weil ein Redstone hat da logischerweise natürlich nichts zu suchen. Deswegen. Richtig, das gehört da nicht hin, genau. Ja. Jo. Und dann sind wir wieder hier in dem kleinen Zwischending. Genau, ja. Mal irgendwann vielleicht, wenn ich dann doch irgendwann noch mal herkomme, wollte ich das Nether-Portal noch verschieben. Das ist immer noch dein Haupt-Nether-Portal, oder? Ja, immer noch. Man kommt irgendwo hier so raus. Ich wollte eine extra fliegende Insel außerhalb machen, mit so einer kleinen Brücke rüber. Habe ich aber nie geschafft. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Mal schauen. Kein Versprechen. Ja, aber trotzdem, seit letztem Mal hat sich hier übelst viel getan. Also sind jetzt 200 Monate her und gab es voll viel Neues. Ja, aber es ist, ich habe ja nicht nur hier gebaut, ne? Es gibt noch das Ork-Lager. Ich weiß nicht, ob du das Ork-Lager kennst. Bist du da schon vorbeigekommen? Also das eine, was du gerade gezeigt hattest mit Nee, im Mesa-Biom gibt es noch eins. Da bin ich, glaube ich, mal per Zufall drüber geflogen, aber ich weiß nicht, ob das da schon fertig war. Nee, das ist jetzt erst seit. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, wir schaffen es am Samstag im Stream. Ich glaube nicht ganz. Aber. Bist du hinter mir? Ja. Ich bin hinter dir, ja. Das hatte ich mal per Zufall gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das genau war oder welchen Zusammenhang. Nee, den Fortschritt habe ich noch nicht gesehen. Aber das Mesa-Biom passt doch voll gut zu so Orgen. Mega, ne? Gut, mega gut. Das passt doch voll in diesen Stil rein. War nicht mal Gomez Base hier oder sowas? Ja, die ist dahinter. Die ist dahinter. Und das war noch frei. Ja, ich hatte das mir am Anfang geclaimed. Ganz am Anfang, ich wollte erst meine Hauptbase hier reinmachen. Hatte da mit Gomez geredet und gefragt, ob ihm das passt, wenn ich mich hier niederlasse. Irgendwann, ja, könnt ihr mal. Mach ruhig. Und dann hatte ich aber ewig nichts gebaut und dann habe ich mich, ich wusste auch nicht, ob ich das Ork-Lager noch schaffe, weil ich mir echt viel vorgenommen hatte, aber wir haben es hier untergekriegt. Wusstest du das alles schon am Anfang? War das alles schon geplant oder? Nee, das Ork-Lager war nicht geplant. Kam so Stück für Stück, ach, ist mich damit dann fertig, dann mache ich das, dann bin ich damit fertig, mache ich das. Das Beste am Ork-Lager, da kam das Video, kam das heute? Nee, das kam am Mittwoch, oder? Wann kam das Video dazu? Das Beste ist hier, muss ich hier runterfliegen, das ist das Beste am Ork-Lager. Ja, ich bin da. Ja. Oh, die Hoglins. Das passt super einfach. Das ist so gut. Sorry für die Werbung, aber ich hatte eine Tasse bei mir, wo der Ork auf einem Hoglin reitet. Und weil ich finde, die Hoglins wären so coole Reittiere. Wenn du die zähmen könntest, von mir aus auch ultra aufwendig, fände ich das richtig coole Reittiere. Gerade auch im Nether, wenn die irgendwie was Cooles könnten. Und ich finde, zum Ork würden die richtig gut passen, wie so Warge. Und dann habe ich gesagt, hier versuchen sich die Orks verzweifelt, Hoglins in die Oberwelt zu bringen, zu zähmen, zu vermehren, aber sie scheitern halt. Naja, ist voll gute Idee. Knochen liegen da unten noch rum. Ja, also ich möchte nicht reinspringen, ganz ehrlich. Ne, die machen ein bisschen Aua. Oh, das ist not bad. Und dann der klassische Werkbank-Scheiterhaufen. Werkbank-Scheiterhaufen, hat das irgendwie eine Tradition oder so? Das ist eine Tradition, ja. Okay. Genau, aber sonst, ich meine, es ist ganz nett hier, aber da kann man sich umschauen, aber es gibt jetzt hier nicht mehr so viel. Es ist halt einfaches Lager. Ja, mit den Hütten und den Netherbricks und so. Das sieht so tribal irgendwie aus vom Stil. Genau. Nee, es passt übelst. Deine Hütte, die auch offen ist, ein Feuer brennt immer drin. Yeah. Das ist das ist so geil, wie der Hauptmann sitzt vom Ork mit dem Kuhkopf oben drüber. Der hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einen Kuhkopf im Inventar. Der Ork-Anführer. Einfach so ein Riesen-Ork. Ich hoffe, es war gar nicht so laut eben hier. Drache geflogen. Genau, das war's aber jetzt eigentlich so ziemlich. Ja, ich würde mal ganz nur durchgehen. Eine ganz kurze Sekunde. Ja, klar. Ja, natürlich. Mann, das ist die Lage. Ich lese gleich mal alles vor. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz durch und dann haben es gleich geschafft. Ich lese gleich vor. Sekunde, vielen Dank. Okay. Der Krug ist auch noch von mute.
Die Leinen. Ja. Moment. Aber auch noch kurz. Ich gucke mich einfach schon ein bisschen weiter um. Knochenblöcken, halt die Säulen und die verschiedenen Dinge auch mit Brückchen dazwischen. Ich kann hier die Burg sehen. Oh, sorry, war ganz kurz weg. Alles gut, ne? Ich hab nur gesagt, dass ich gleich, weil wir eh gleich durch sind, vorlese. Die hatten. Ich kann vorher deine Burg sehen. Einfach durch Render Distance. Kannst du sehen? Ja, wenn du nur 32 Chancen hast, kannst du die sehen, ja. Ich hab 8 oder 6 oder so. Naja, also die verschiedenen Beleuchtungen, die so punktuell schrüben so ein bisschen Licht durch. Also kann man es mal am kompletten sehen. Und den Totenkopf. Genau. Ja, Fässer, Kisten. Es wäre cool, wenn irgendwie noch mal mehr solche so Deko, Fässer, Kisten, Blöcke oder irgendwie sowas mal so als Fillerblöcke nehmen kann für Deko-Zwecke. Weil irgendwie mehr gäbe, meinst du? Nochmal als... Wenn es noch mehr gäbe, oder wie meinst du? Ja, genau, weil ich habe das Gefühl, dass sich das immer so repetitiv wiederholt hier mit Kisten, Barrels, Fässern, Notenblöcken, Kisten. Überleg gerade, aber kriegen wir da mehr mit den Updates oder ist mit dem Update noch mehr gekommen? Aus der Richtung erstmal nicht. Nicht, ja. Also wenn die Dinge gekommen wäre, wie heißt es gleich wieder, da wo sie Ausgrabungen machen? Archäologie, wenn die gekommen wären, hätten wir ein bisschen mehr gehabt mit den Vasen und so. Das kann sein. Ist die eigentlich komplett rausgenommen worden? Haben die gesagt, machen wir gar nicht mehr oder nur in dem nächsten Update nicht? Weiß ich nicht eigentlich. Jetzt nur, also Archäologie, Warden und alles, das müsste, also was jetzt nicht kam, kommt im nächsten, denke ich. Okay, ich hatte nur irgendwas mal von mir, glaube ich, gehört, dass Archäologie gar nicht kommt. Glaube ich. Okay. Aber gut, es ist wie gesagt gefährliches Halbwissen. Mal schauen dann. Jo, das war das Orklager. Ja. Das ist jedenfalls nice. Viele Knochenblöcke. Die werden angegriffen. Oh, Phantom. Oh ja, wir waren weil nicht pennen. Okay. Nice. Am Ende wirst du mit Phantomen verscheucht. Die gehören zum Camp dazu. So läuft es hier. Das wäre auch so ein Ding. Phantomen würden also sogar fast voll gut hier reinpassen, dass sie so über die Berge nachts streifen und dann angreifen oder so, weil das so eine hostile Gegend hier ist. Stimmt, ja. So feindlich und alles. Manchmal passen so Zufälle perfekt rein, ne? Ich auch ein Phantom da in der Luft. Chat sagt gerade auch, Archäologie wurde gestrichen. Wo habt ihr das denn her? Oder wo war das denn? Alle haben es von Mika. Und Mika hat es einfach erfunden. Ja. So, oh, was könnte man denn machen? Was kommt denn im Video gut? Archäologie gestrichen. Nein, das war jetzt, hab ich jetzt so gesagt, das hat Mika nicht gemacht. Okay. Achtung, von hinten. Geht runter, geht's. Ja. Hatte auch ein paar Infos, aber ich weiß nicht, was wir erzählen durften, so. Egal. Anderes Thema. Das macht der Mika immer ein bisschen anders. Der erzählt es einfach. Ja, nee. Ich bin gar nicht ganz sicher, weil, egal. Kann ich dir mal gleich noch schreiben. Oder warte mal kurz. Ich schreibe dir eine kurze Notiz im Discord. Sehr gut. Ey, ich wollte hier in Ruhe was essen, dann boxt er mich da runter. Du wirst gleich hier geopfert, Phantom. Du wirst gleich hier geopfert. Nee, nix. Ja, schau nicht so. Okay, hast du getippt. Okay, ich lese gleich. Oh, yeah! Wir haben wieder einen Phantomkopf. Ich bin übrigens einer der wenigen, der die Phantome sehr, sehr gerne hat. Ah, okay. Ja, da dachte ich mir fast. Ja, also das habe ich mich so gewundert. Okay. Ja, dann ist das durch. Hast du noch irgendwo eine Stelle? Weil ich habe das Gefühl, du hast die komplette Map zugebaut. Nee, ich glaube, Hogwarts ist sonst das Einzige, wo ich noch ein bisschen mitgewurschtelt habe. Oder ja, also, nichts mehr, oder? Habe ich was vergessen? Nee. Das hat jetzt für 5 Folgen gereicht, ganz ehrlich. Also, wenn du magst, kannst du auch noch mal durch oder drüber gucken. Dann also, die Leute fragen schon seit können wir Hogwarts auch hinten anstellen, weil dann würde ich jetzt noch eine kurze Runde mit meinem Chat ein bisschen quatschen. Weil ich muss tatsächlich jetzt gleich noch mal eine Aufnahme machen. Ich bin heute nicht dazugekommen. Also ich tauche dann wieder hier auf, aber nicht mehr mit Stream. Alles gut, fühle. Nur, kein Stress. Eilt nicht so ganz. Ich dachte nur, ich fliege die ganze Zeit Kurven rum, dass ich halt, ne,
Oder das ist ja nicht Spoiler oder sowas. Sonst kannst du. Streamst du am Samstag? Nee, du streamst Samstag nicht, ne? Samstag stream ich. Also ja, ich mache mal nur Montag, Dienstag. Auch dabei, wenn du Lust hast. Montag, Dienstag versuche ich ein bisschen frei eine zu kleine Runde. Und ansonsten bin ich eigentlich da. Also wenn dir das recht ist, dann machen wir Samstag eine kleine Runde. Ist Janus auch da? Ich bin live, denke ich. Gerne. Dann passt das. Machen wir das so. Cool. Wir haben zwar Samstag noch was anderes geplant, und Samstag viel zu viel geplant, muss ich länger streamen. Alles gut. Kann man je nachdem, wie es dann passt, einschieben. Ich bin meistens immer so eigentlich spätestens ab 20.30 Uhr, wie es halt so ist. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt, glaube ich, gleich noch ein bisschen ein paar Gänge zurückschalten, weil, wenn wieder ein neues Projekt startet, dann ist natürlich wieder, dann brennt die Bude wieder. Dann wird wieder reingegrindet und dass man halt nochmal so ein bisschen zum Durchatmen hat, ein paar Tage. Das ist nämlich nicht so gesund, also, immer Vollgas zu geben. Hat sich auch der Partner nicht beschwert, ne? Ach nö, das ist weniger das Problem. Das ist weniger das Problem. Ja, ich werd auch mit dem neuen Projekt mein Pensum einfach halten und meine Geschwindigkeit spielen und mir halt was einfallen lassen, dass es auch interessant bei mir bleibt, auch wenn andere voll reinhauen. Mache ich in meiner Geschwindigkeit. Anders kriege ich es nicht gebacken. Aber ich denke, das wird trotzdem gut. Trotzdem gut. Ich freue mich auf alle Fälle schon. Weil ich schon echt, also Skyblock habe ich noch nie wirklich gespielt. Eben mal kurz reingeschnuppert wollte schon immer. Also das ist ein klassischer Spielmodus, was viele das kennen. Ich glaube, das ist der beliebteste Spielmodus generell von allen, die es so gibt. Das ist so das zweite große Ding, was in der Minecraft steht, habe ich das Gefühl. Wenn man irgendwie ein alternatives, mal was anderes braucht, irgendeine Sky-Map. Sky, also wo halt keine Blöcke da sind. Das ist so eigentlich sehr, sehr, sehr charakteristisch. Und Custom Advancements, wie gesagt, immer noch vorschlagen. Ich habe es geschrieben. Keiner hat was vorgeschlagen. Niemand. Ja, ich hatte nur so ein Scherz-Advancement, ne? Das ist deswegen. Aber da hätte ich auch. Ja, also keine Ahnung. Sammel 10.000 Erdblöcke, hätte ich so überlegt. Na, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Aber. Also für mich ist es mega cool, wenn es halt Advancement gibt, die mich so ein bisschen durch das. Ja, genau, sowas wie. Durchleiten, ne? Das ist das, was ich unbedingt brauche. Und ich hatte halt nur einen Krampf-Advancement. Theoretisch wäre für einen Gas mit einem 13er ab, das wäre sogar gut für die Story, weil du kannst einen Skyblock ganz normal, kannst das kriegen. Klappt, kein Problem. Gas mit 13er, easy. Läuft. Okay. Aus dem Nichts kommen wir dahin. Aber ja, das soll schon ein bisschen führen. Das wird wahrscheinlich, gucken wir euch da mehr. Also ich muss da immer noch mal reintauchen. Das sind so viele Sachen, die man alles machen kann. Ich muss das alles mal notieren vernünftig, dann die Zweige festlegen, was Sinn macht, von wo nach wo es dann hüpft, ne? Ja. Was so der Progress ist. Vielleicht kann ich einfach 5 Reiter machen, damit auch jeder einen unterschiedlichen Reiter machen kann oder so, wenn der eine ihm nicht so liegt oder irgendwie sowas. Mhm. Oh, flieg noch mal ganz kurz zu meiner Burg, wenn es recht ist. Es gibt noch 2 Sachen, wo mein Chat gerade sagt, die soll ich dir zeigen. Einmal den Totenkopfeingang habe ich dir nicht gezeigt, das finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Und ich muss dir noch einen Ort zeigen, weil wir vorhin über Detaillierung gesprochen haben. Nein, ich habe jetzt Feierabend. Oh, sorry, Spark hat Feierabend, da kann ich vorbeikommen. Ich bin schon fast da. Ich habe übrigens, ich streame bis 0 so circa. Wie bitte? Nochmal? Ich streame bis 0 so circa, keine Sorge, ich bin schon da. Einmal den Hafen. Ah, ne, wir machen erst einen Totenkopf eingang. Einen ganzen Totenkopf. Es ist nicht so kompliziert, aber. Ach so, wo da der Eingang war, dass der Mund aufgeht, meinst du? Ja, hier. Also hier, siehst du mich schon? Da musst du rein. Okay. Und da ist dann der Knopf in der Ecke. Ah, also, hast du gedrückt oder soll ich? Da musst du halt los. Ich habe nicht gedrückt. Drück du. Und dann musst du gleich zum Schädel laufen. Weil der halt nur eine gewisse Zeit lang offen ist. Ja. Genau. Und dann kommst du halt hier rein. Bleib nicht da drin stehen. Okay. Und dann geht halt auch das mal automatisch wieder zu. Jetzt gehen wir schnell da hinten rein. Gehen wir einmal durch die Base durch. Da musst du wieder durch die Burg durch. Ist das eigentlich geplant, dass die Glocke ein Geräusch gibt? Ja, wenn du drüber über die goldene Druckplatte läufst, dann machst du. Okay. Ich hatte ja den Glockenprank ja auch schon drin vom Janus. Mhm. Das war vielleicht, was er dann alles gebimmelt. Wie fühlt es sich an, immer Untermieter zu haben, die unter dem Fußboden Kartoffeln anbauen? Ja, das ist irgendwie, ich glaube, dass die sich eher beobachtet. Du hast halt keine kurzen Röcke, du hast allgemein keine Röcke tragen. So ein Schottenrock. Ich weiß gar nicht, als Mann, glaube ich, ist man da gar nicht so, wenn ich einen Schottenrock anhabe. Ich glaube, da will die Villager eher nach unten schauen. Oh, bitte nicht, Kroko, zieh dir was an. Okay, schon wieder geheimer Gang, Ausgang. Geheimer Ausgang ist das vor allen Dingen. Ja, das ist auch als Eingang, da kannst du auch ganz rein. Ah, okay, ich wollte sagen, wenn Kroko kein geheimen Eingang hat, dann ein geheimer Ausgang. Alles. So, jetzt komm mit auf eine Schiffchentour zur romantischen Insel. Du musst auch nichts zahlen, das ist völlig kostenlos.
Okay. Hier, gibt's der, das ist der. Zack, steigen Sie bitte ein. Sehr gut, ich halte mich auch fest. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Es ist nicht so spektakulär, weil es gleich um die Ecke ist, aber das ist der ruhige Strand, der um die Ecke liegt. Ja. Oh, das war eine sehr lange Bootsfahrt. Ja. Noch runterspringen können, aber ich fand es ganz gut. Und das war auch so, da habe ich, glaube ich, auch im Stream lang rumgebastelt und rumgebaut, aber ganz gemütlich und so. Und habe halt nur diese Höhle da gebaut mit den ganzen kleinen Details. Hast du mich nicht mal nach Nautilus-Schalen gefragt oder so irgendwann? Aber hast du mich nicht mal nach Nautilus-Schalen gefragt oder war das jemand anderes? Kann gut sein, ja, ja, kann gut sein, kann gut sein. Jetzt weiß ich, wo die sind, die liegen einfach Muscheln am Strand. Ja, ich habe noch 8 Stück, die muss ich noch um die Insel verteilen. Überall, okay. Dass halt einfach so ein paar Muscheln sind. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig fandest du es, dass wir die Armor Stance, Data Pack und die unsichtbaren Item Frames hatten? 4. Ich glaube, also unsichtbare Item Frames 10. Die finde ich unglaublich okay. Cool. Ich möchte, dass die in Minecraft Vanilla reinkommen. Ich finde es so gut. Du kannst so viel mehr machen. Also sie gibt es in Vanilla, aber nur mit einem Command, ne? Ja, ich weiß schon. Also wirklich in Survival Vanilla hätte ich es gerne. Armor Stance würde ich eine 4 geben. Ich mag sie. Ich mache ein bisschen was damit. Du siehst ja mit den Bannern. Aber ich finde, es ist zu overpowered, weil wenn man das wirklich macht, dann hast du ja unlimitierte Möglichkeiten. Je nachdem, wie viel Zeit du übrig hast. Und das finde ich dann, deswegen habe ich relativ wenig mit denen gemacht, weil ich sonst nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Also im Prinzip ist es nicht eine 4, sondern eine 4-10, wenn ich dich verstanden habe. Du hast aber eine 4 gegeben, weil dich das unter Druck gesetzt hat, weil du damit so viel machen kannst. Aber ja, eigentlich ist schon gut. Also wenn man es braucht, kann man es ja. Nee, also wie gesagt, dass das hier dabei ist, ich würde es auch jedes Mal wieder hinzunehmen. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Man kann echt schöne kleine Sachen machen, dass man Blöcke schweben lassen kann und einfach auch nur Schriftzüge und so. Das finde ich super. Und das reicht auch schon. Es gibt echt einen guten Mehrwert. Also ich würde die Armor Stance schon mit dazu nehmen. Aber die unsichtbaren Item Frames finde ich unglaubliches Muss. Also das finde ich richtig, richtig gut mit denen. Wenn das klappt, auch schon mal gut zu wissen, aber gut dran zu denken, dann würde ich mal gucken, ob wir das auch für Sky Attacking kriegen mit Armor Stance also, Plus. Also die Dinge würde ich mir wirklich wünschen, die unsichtbaren Item Frames, wenn ihr das schafft, das wäre wirklich super. Ja, ich weiß ja nicht, das müsste halt jetzt ein Plugin, glaube ich, von Early Design, Custom Recipe und so, aber ich hoffe mal, dass es easy zu updaten ist. Müssen wir mal gucken, ob er das macht, das kann ich gar nicht sagen. Ansonsten kann ich. Wenn er dafür keine Zeit hat, dann gucke ich euch ein Datapack dazu irgendwie hinkriege und schaffe. Okay. Ja, ansonsten sag mal Bescheid, vielleicht kann ich auch jemanden auftreiben. Pass auf, wait for it. Eigentlich brauchen wir doch gar keine die unsichtbaren Item Frames, weil die Armor Stands sind ja ebenfalls, kannst du ja ebenfalls deine Items auf den Boden legen und sowas mit dem Armor Stand Datapack. Also ob du ein ja, geht auch, aber ich finde es ist halt aufwendiger ein bisschen, ne? Ja, und ich weiß nicht, ich mache unsichtbare Item Frames genauso viel Lag wie Armor Stand. Entity ist Entity, oder? Ah, wobei beim Armor Stand halt, glaube ich, noch mehr Daten gespeichert werden müssen, aber. Ja, erinnert mich an die Möwen, dass ich das Möwen nenne, dass ich alle umbenenne, falls ich das vergessen sollte. Ach, das sind Möwen, die Hühner? Das sind keine Hühner, das sind Möwen, ja. Okay. Und wir brauchen für Mystery ein Datapack, dass wir, wenn ich eine Möwe nenne, dass sie einen anderen Sound macht. Das müssen wir hinkriegen. Sehr gut. Ja, das machen wir. Jetzt war's. Das war noch der kleine Strand, den es hier zu sehen geht. Okay. Ich dachte, da geht's gerade noch rein, aber nee, passt. Nee. Da gibt es jetzt auch keinen Geheimgang tatsächlich. Der würde auch wieder unten da reinführen, wo die. Ich habe jetzt einen Hund dabei, statt ich, aber es ist eh nicht mehr. Okay. Der würde bloß wieder da unten da zu dem Weizenfeld unten in meiner Base reinführen. Da trifft sich alles von aus. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Tour. Vielen Dank für die romantische Bootsfahrt vor allen Dingen zu dem 20 Meter entfernten Strand. Ja, jetzt sei doch nicht so kritisch. Das ist ein bisschen wie so ein Computerspiel, ne? Wenn du, da hast du so eine Map und die sind immer so ultra, zumindest die früheren waren immer so ultra überladen, weißt du? Du hast dann in jeder Ecke irgendwie, dann kriegst du eine Quest irgendwie und zwar im Hafen kriegst du eine Quest. Oh nein, am Möwenstrand ist mein Amulett verloren gegangen. Ich kann nicht wieder hin, der Weg ist einfach zu weit und du gehst so, fällst einmal die Klippe runter und bist da. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte einfach hier einfach hinlaufen können. Dip, dip, ja, genau. Dip, dip, aber das dann ist ja nicht, da stimmt ja das Flair nicht, ne? Darum geht es ja nicht. Man muss die Sachen ja zelebrieren, wenn man sie hat. Wenn du hier gebaut hast, bist du dann jedes Mal im Boot außen rum gefahren? Ich habe es ja nur einmal gebaut. Und dann war ich fertig. Ja, gut. Also, wie machst du das generell? Hast du 70 Schalker-Boxen dabei? Da musst du mal ja zum Lager. Und ich hab halt immer so das Gefühl, ich habe die dann, ach, das brauche ich noch. Ich muss jedes Mal zum Lager und habe halt ziemlich viele Wege sozusagen. Ne?
Ich habe irgendwo, ach, ich meine, meine aktuellen, ich habe immer so auf 5 Schalker-Boxen im Inventar, aber die stehen, glaube ich, jetzt gerade aktuell in meiner Base drin, weil ich Nether Okay. war, letzten Dann einfach eine Stream. Palette, wo alles drin ist, sozusagen. Und dann halt eine Ender-Chest und da ist der Rest drin. Ah, okay. Also ich habe mein Lager eigentlich immer dabei und fülle halt nach. Das ist echt super. Und auch wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und mir dann auffällt, oh, ich könnte hier was hinmachen, baue ich halt nur meine Ender-Chest raus, hole mein Inventar raus und los geht's. Ja, das ist auch nicht so verkehrt. Meine Ender-Chest, da habe ich halt anderweitig Sachen drin. Irgendwie, keine Ahnung, so eine Schalkerbox mit Dia-Erz und so ein Stuff. Und das belegt halt jedes Mal einen Slot. Aber die will ich auch eigentlich nicht bei mir in der Base lassen, deswegen. Da sind halt weniger Baublöcke drin. Ja, aber ich habe auch nicht, so viel Zeug habe ich auch nicht irgendwie. Das, was ich habe, reicht. Und je nach Projekt fülle ich halt mir entsprechende Boxen dann auch auf. Ja, ich bin leider ein bisschen vorgeschädigt von Craft Attack, weil mein Lager war immer das Selbstbedienungslager. Deswegen habe ich so die wichtigsten Sachen nochmal Ah, hier okay. drin. Also Okay, das die ist gut. Schalkerbox hier, die könnte ich nicht in meiner Base stehen lassen. Nice, nice. Darf ich tatsächlich eine Elytra schnorren? Ja, ich werde die wahrscheinlich nicht brauchen, warte. Liegt hier unten. Also ich gebe sie dir gerne zurück, wenn es ist. Nur ich habe ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie, wenn ich Zeitdruck habe, ich habe eine Ach genommen, so, okay, ich ja habe dann. eine, ich packe wieder eine ein, dass wenn ich Zeitdruck habe, zufällig draufgehe, Das dann ist keiner gut. online ist, der eine Elytra hat, und ich dann alles zu Fuß zurücklegen muss und dann mein Video nicht rechtzeitig schaffe, weil ich gerade keine extra habe. Passt, Deswegen bin passt. ich Da froh, wenn ich waren da jetzt eine sieben Assist Stück finde. drin, also die werde ich nicht brauchen. Sehr, sehr lieb von dir, Dankeschön. Habe ich eine jetzt auch Ersatz, das ist cool. Kein Klasse. Problem, das passt. Jasper kennt das Apartment in Debitors Turm. Das haben wir ihm schon gezeigt. Okay, wünsche ich dir aber einen schönen Abend. Es hat mich gefreut, dich hier rumführen zu dürfen. Gerne, war mal spannend wieder zu sehen. Freut Und mich. am Samstag sehen wir uns nochmal zu Hogwarts. Ganz genau. Ich muss mal Freue ich gucken, ob mich. ich den Banner hinkriege. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Jedenfalls muss ich da bei dem Rezept mal gucken, ob ich das irgendwo noch habe. Alles mal, ja. Würde mich freuen, wenn du dann da auch verewigt bist. Ja, ich könnte wetten, dass eventuell mir das Rezept noch ein Vögelchen zwitschert demnächst. Mal gucken. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank Klasse. und bis die Tage. Jupp, mach's Herr gut. Phantom, hast du denn die ganze Zeit eigentlich schon aufgehabt? Nee, 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 gerade Okay, zum Schluss. ich wollte gerade sagen. Vielleicht random. Und Okay. schon ist das Phantom des Kroko da. Ja, Es lebt Phantomkopf auf in mir. und fliegen. Phantomkopf auf und dann fliegen. Da bist du ein richtiges Phantom, die Leute. Was das witzig Stimmt. wäre, wenn die Flügel nicht nur so gleiten, sondern so flappern würden, wie so. Oh, da habe ich jetzt mit dem Lars letztens was gespielt, wo du so Flügel bekommst. Und ich sage auch, die will ich auch haben für das nächste Mystery oder so unbedingt. Die schauen so cool aus. Egal. Frank, gutes Nächtle. Yes. Okay, bye, sonst reden wir noch mal 10 Stunden Richtig, länger. richtig. Ciao, ciao. Bis Samstag dann. Ciao, ciao. Okay, dann haben wir das auch schon. Das war doch mal nice. Das war sehr nice. Halt ein komplett anderer Baustil und alles. Und hat auch viel gemacht. Ein bisschen weitläufiger. Ich habe auch wieder wahnsinnig viele Sachen zum Nachlesen übrigens. Ja, heutige Werk. Nee, Tour war nice, oder? Komm, Tour war nice. Was ist ja schön. Leute, bei mir, warte mal, ist gerade. Habe ich. Wann ist denn die zweite Emerald-Kasse vorgegangen? Auch komplett verwirrt. Hold on. Zunächst mal, was ich vorgelesen hatte noch, war Kiefer, glaube ich, wohin? Und Donkey Kong? Svebart noch gesubbt, recycelt und sub. Willkommen der Sparkrami. Tami 2 Subgifts. Crap Name an Risa 25 Monate. Justin Frodo 8 Monate. Expert Spring 7 Monate mit Twitch Prime. Zormic 1000 Bits nochmal. Ich glaube, da hat es auch gegengehalten, ne? Dann Sebo und Resub 46 Monate. Vielen Dank. Dann Wonders, die Filme sind einfach bis noch da. Vielen, vielen Dank an dich. Nehmen wir ein Beispiel an den 1,17 Tagen Effizienz von GroKo. 1,17 Tagen Effizienz von GroKo? Ach, an den 17, Micro 1.17. An den 17 Tagen Effizienz, ja. Ich habe natürlich auch AFK-Zeit und ich habe ja auch den Riesenkrater von der Creeper-Farm. Da habe ich ja etliche Stunden gestanden, die Nächte gestanden und die Quarry fahren lassen und alles Mögliche. Also, das zählt natürlich auch ein. Und wenn ich am Stream bin, habe ich selbstverständlich auch, also, Koko ist halt so 95, 90%, sage ich jetzt mal, bauen, so. Und ich. Ich schätze mal, bei mir ist Bauen 20% vielleicht, also nicht so viel. Ich habe viel technisches Zeug und anderen Stuff und auch mit den Jungs und so und dies, das. Ich bin jetzt gerade mal so ein kleines bisschen hier drüber geflogen, habe mir nicht so ganz viel anguckt. Ihr müsst bedenken, Hogwarts hatte ich ja auch noch gebaut und so, das zählt auch zum bautechnischen Teil mit dazu, schätze ich mal. Und ein paar Dinge. Aber da ist
Da haben wir andere andere Stile, sag ich jetzt mal, andere Spielstile. Ja? Die Creeper-Farm und im Nether die Gold-Farm und so weiter und so fort. Ich bin dann so der Allrounder mit Redstone halt wirklich noch mit dran. Ja, aber ansonsten, ich finde es aber auch nicht so wenig. Also mehr als letztes Jahr Crafted Tech. Viel mehr als letztes Jahr Crafted habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja. Nee, ich bin zufrieden. Alles gut. Wunderbar. Danke dir. Und Apiphos Dim hat geresubbt. Vielen Dank. Zormig nochmal unter wird einen schönen Stream. Muss leider schlafen. Werde morgen den Stream nachschauen. Zormig, vielen Dank dir nochmal. Danke, danke. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Rafu, 8 Monate. Blackbird, 18 Monate. Breiselkirschen hat geresubbt. Mellow an Hut, Epic, auch noch einen Sub drauf. So, ich bin auf dem neuesten Stand. Vielen, vielen Dank. Wir haben hier ein kleines bisschen was gebastelt. Beschränkt sich auf den kleinen Eingang mit Glas davor. Ich hätte mal geguckt, dass wir noch so ein, zumindest mit der Planung noch mal vernünftig weitermachen. Und hier an der Seite, ach stopp, hier habe ich ja noch angedeutet, genau. Hier würde ich Grünzeug vielleicht zum Fixen mal reinhauen. Weil wir hatten, also es macht nicht eigentlich nicht so viel Sinn in so einem Industriegebiet, aber ich finde es ist okay, weil es nicht so viele Deko-Alternativen gibt. Dass wir auch mal in grünen Bereichen machen, wenn wir es vorhin bei Wolkenkratzer auch haben. Ist okay, vielleicht kann da auch irgendwie so Büroräume noch mit rein und ist halt ein bisschen Grünzeug oder whatever. Stromnetz würde ich ganz am Schluss anstellen. Falls da noch Platz ist, dann können wir da was machen. Mit irgendwie hier Strommasten, wo dann irgendwie hier, meinetwegen, dass das dann wahrscheinlich mit Iron Bars kettenmäßig da durchgehen. Die hängen dann so von Mast zu Mast. Ne? Geht da so zur Seite und dann ist halt noch die Frage. Da, wo ich jetzt hier gerade stehe, neben dem Gebäude. Was machen wir hier hin? Und ja, Relaxo habe ich schon gesehen. Das ist von No Risk. Ich weiß nicht, ob ich es ganz fertig gesehen hatte, aber das war schon gut durch. Na? Ja, früher kommt man von innen sich den Strahl gucken. Gerade ist er weg. Was machen wir denn noch hier drauf? Ich habe mir irgendwann eine Notizliste gemacht mit noch To-Do-Ideen. Die liegen ja ein halbes Jahr auf meiner. Da mache ich auch mal Notizen, wo ich mir alles aufschreibe. Naja, das ist für die 1.17 Ideen. Das sind Mordvideo-Ideen. Das sind 5-Dinge-Ideen. Ich habe überall alles einfach aufgeschrieben. Vielleicht ein bisschen weiter rund. Das sind Minecraft-Bedrock-Unterschiede. Nope. Da haben wir es doch. Sugarcane Farm mit Silos, LKW-Einfahrt. Energiepark, Solar-Wind. Ich glaube, wir gehen Richtung. Ja, ein Windrad vielleicht da oben unter Pockwarts oder so. Eine Seetankfarm. Mit. Oder als Ölraffinerie getarnt. Holzfarm, Sägewerk. Radlader Muldenkipper als Fahrzeuge noch für den Baustoffhof da vorne. Bahnhof aus dem Berg da hinten raus, habe ich ja ganz grob angedeutet. Oder kommt die Strecke durch? Honigfarm Kleberschmiede habe ich abgehakt, das kann ich mir von der Liste mal streichen. Labor habe ich ebenfalls, das kann von der weg. Stromnetzwerk kommt am Schluss, eine Eisenfarm oder Gießerei. Ich würde fast Ölraffinerie farmen, cool finden, wo halt viele Rohre, Tanks und sowas, und großes Gelände, das wäre vielleicht was. Elektrizitätswerk, da könnten wir nochmal gucken, ob es sowas. Das sind alles so Riesenprojekte, als ob ich das auf auf jetzt hier so spontan, ne? Ja, lass mal gucken. Bildmaster hatte ich dich. Auch nochmal 6 Monate. Vielen Dank für den Resub. Eisenfarm. Also Eisen. Ich habe selbst noch keine Eisenfarm bei mir. Das wäre so eine, am besten so eine Gießerei mit so einem Hochofen. Aber da müsste ich mit einem Gebäude anfangen einfach. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Ärmel jetzt ein ganzes Gebäude schütteln kann. Ich würde halt nicht wieder so ein. Also wenn jetzt Gebäude kommen, dann muss es eine andere Form haben. Das müsste ich mir, glaube ich, mal in Ruhe überlegen. Spontan kriege ich das nicht hin. Dann würde ich doch eher
erst nochmal das hier machen und vielleicht base-technisch erweitern oder ein bisschen, also keine ganz große, wir haben jetzt auch schon, was haben wir denn, wir haben jetzt 11, vielleicht kein ganz großes Kapitel aufmachen, vielleicht von hier außen, wo ich gerade bin, oder halt, wo ich mir schon sicher bin, dass das so in die Richtung kommt. Sollen wir das machen oder schaffen wir das überhaupt? Also hier seht ihr gerade, das wird eine Zugstrecke, wo aus dem Berg ein Zug rauskommt. Und hier vorne in so einen Bahnhof reinfährt, wobei ich halt mal denke, dass das hier endet. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Da sollte eine Bahn rausgefahren kommen, in den Bahnhof rein. Gibt auch nur eine einzige Strecke, die da rauskommt. Dann haben wir nämlich vorne Autobahnanbindung sozusagen. Wir haben Zuganbindung. Ja, eigentlich mehr Hafen, vielleicht noch so ein Ding, aber ich bin so schlecht im Schiffe-Design. Schiffe versenken kann ich ja jetzt, aber Schiffe designen ist die Schwierigkeit. Ansonsten hätte ich großflächig einfach schon mal hier die Eisenbahnstrecke angezeigt und gemacht. Ist einfach übelst dauert. Ich unterschätze so mal, wie lang das dauert, wie viel das ist. Warte mal kurz. Zwei Blöcke. Dann hier, dann Schienensystem 1, 2, 3. Wie breit machen wir den Zug? Ich würde den locker 5 Blöcke breit machen, oder? Wie breit wird der Zug werden? Weil die Container und die LKWs, die haben 4. Dann würde ich ja sagen, der Zug ist 5. Eventuell könnten wir da mal gucken, ob das schon in die Richtung geht. Machen wir das schon? Schon ein bisschen Bahnhof anfangen? Kryo, SDR, danke noch für den Resub. 7 Monate. Danke dir. Danke fürs Verlängern. Ja, ich würde dann einfach schon mal vielleicht sogar anfangen. Mit dem Bahnhof. So. Ich habe da so ein leichtes Bild vor Augen. Da müssten wir nochmal schauen. Ansonsten, ich brauche wahrscheinlich hier noch viele Blöcke. Müssen wir lang gehen. Ich kann mal die Folge auch abspeichern hier. Ja, morgen eine schöne Tourfolge. Das sollte aus dem Berg herauskommen und ich kann ja hinter dem Bahnhof ist der Solarpark. Hier hätte ich theoretisch noch Platz für Raffinerie und ähnliches. Oder auch hier vorne. Die Straße kann ja hier in was enden. Das meint, wir hier eine Gießerei oder so kommt. Vielleicht Eisen nach hier vorne verlegen. Oder Kelb oder irgendwie sowas. Boah, das ist schon wieder schwierig. Das ist so ein riesen Industriekomplex. Brauche ich wieder viele Eisenblöcke. Vielleicht macht das Sinn, mit einer Eisenfarm dann auch loszulegen. Da brauche ich viele Eisenblöcke. Um überhaupt diese ganzen metallischen Rohre und Teile. Ich muss mal googeln. Raffinerie, die sieht immer so. Sieht mal so ganz charakteristisch aus. Raffinerie. Ja, genau, mit so lauter Türmen, Rohren. Ja, also es ist so ein richtiges Metallklumpenkonstrukt. Ich glaube, da werden wir was Charakteristisches, denke ich, hinkriegen. Auch ein paar Flammen, die dann oben auf so einem Turm brennen, wo Überschuss an entstehendem Gas oder was auch immer dann verbrannt wird. Ja, da geht eventuell was. Aber die Bahn, die muss nicht bis ganz so weit nach hier hinten gehen. So, das war vielleicht aus dem Berg hier raus. Sollte ich vielleicht diese Bahnstrecke ein bisschen nach links verschieben? Was macht die denn Sinn? Hier soll ein Bahntunnel rein. Kann ich wieder so schwer beurteilen. Mit Schildern planen, wo was hinkommt. Ja, also ich denke mal, wo ich die Sachen platziere, das kriege ich dann im Kopf hin. Das steht auch noch gar nicht fest. Das ergibt sich dann je nachdem, ob ich überhaupt genug Platz auch dafür dann habe an der Stelle. Weil da bin ich immer meistens etwas
Ja, noch so weiß ich nicht, so zwei Blöcke oder so noch. Zwei, drei Blöcke irgendwie. Das ist jetzt wieder super schwer. Wir machen jetzt gerade ganz große Schritte hier. Ganz, ganz große Schritte. Da muss ich vielleicht einen Teil vom Berg abtragen, dass das dann hier reingeht. Beim Gleis zwei Blöcke Kies. Dann einmal halt Schiene. Die Schiene ist 1, 2, 3, 4, 5 breit. Dann wieder Dings, dann wieder 1, 2. Und hier wäre dann theoretisch Ende. Also ganz so breit muss es auch nicht sein. So, das wären dann 5, 6, 7, 11 Blöcke. 11 Blöcke breit muss jetzt hier das Ding sein. Wir haben hier allerdings 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, vielleicht in den Berg, in den Berg rein. Dann kann ich das hier so lassen. Sieht halt ein bisschen zu breit aus. Oder wir schieben es noch einen Block nach links. Dann machen wir nämlich hier, dann kann ich den Stein da lassen. Der geht zur Seite. Das machen wir wieder weg. Da muss ich das nicht abtragen. Da haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das könnte auch was werden. Die Bahn wird etwas nach unten versetzt. Nämlich zwei Blöcke nach unten. Da müssen wir da unten gleich was bauen. Aus Stein. Benjamin, danke dir noch für den Resub. 6 Monate in Folge. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich die ganze Zeit Bilder von Ölraffinerien, ja, an der Seite offen. Ich gehe mal wieder auf Twitch, damit ich euch sehe. Schiffsbeitrag, auch geresubbt. 17 Monate. Danke fürs Verlängern. Was mag ich machen? Soll eine Bahn aus dem Berg kommen, die ebenfalls dann hier die Base beliefert und so. Da würde ich mal schauen, ob ich hier demnächst noch was ultra Gutes hinzauber. Eventuell können wir dann hier ja auch ja, entweder runterbauen, wenn noch ein Gebäude drauf kommt, oder hier halt rechtzeitigst auch die Insel abschließen und dann noch die restliche Fläche bebauen. Damit das hier keine Ausmaße annimmt. Oder mein größer wird ein unkontrolliert größer, wenn niemals fertig wird. So, ich bin gerade überlegen, was Sinn macht. Oder ob zwei Gleise Sinn machen. Naja, ich denke mal, eine wird reichen. Okay. Dann müssen wir von oben gucken. Ja, eine zweite neben würde eh nicht passen. Weil hier ist noch der Berg von Fabo. Und so hat er das neu gemacht noch? Hat Fabo das hier oben noch neu hinzugefügt, erst kürzlich? Weiß das jemand? War das schon die ganze Zeit da? Nee, ne, oder? Nee, oder? Ist das schon länger da? Was meine Tankstellen, ja. Also ich denke mal, um Platz zu füllen, können wir das machen. Die Sache ist die. Ich muss halt mal gucken, ob was zur Dings hier passt. Ich baue keine Stadt. Soll ein Industriegebiet sein. Aber welches Industriegebiet hat eine eigene Tankstelle? Also ist ja Privatgelände, Anführungszeichen. Ist kein öffentliches Gelände, aber. Wer hat denn auf seinem Privatgelände eine Tankstelle stehen? Eigentlich schon länger da, okay. Ja, macht aber ansonsten auch gar keinen Sinn hier gerade, deswegen. Dann gehe ich mal ein bisschen hier in die Länge. Dann geht's ein Block runter, zwei Blöcke runter, drei Blöcke runter. Dann muss mal Boden gebaut werden, dann muss da dann Kies drauf. Dann kommt da eine Strecke drauf. Okay,
Okay, Schwabenbräu, Industriegebiet Stuttgart, Weilim, dort hat er seine eigene Tankstelle. Ja, vielleicht passt das. Ich glaube, ich muss auch gar nicht so eng sehen. Ich mache einfach eine coole Base. Wenn eine Tankstelle hingehört, dann gehört eine Tankstelle wahrscheinlich hin. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt gerade erstmal festlegen, wie weit die Schienenstrecke, also Bahntunnel aus dem Berg, fährt nach hier vorne, wie weit die hier in die Base reinreicht, weil ich hätte gesagt, da wo das Ende ist, ist auch das Bahnhofsgebäude so ein bisschen Ende, aber vielleicht kann ich ja noch ein bisschen. Haben wir hier für den Platz? Ich fände es eigentlich schon ganz cool. Da wird noch Platz haben für den einen oder anderen Waggon und sowas. Dann noch hier Bahngebäude mit einem großen offenen Tunnel, wo der dann hier so reinfährt, ein Torbogen. Ne? Das Dach darf ein bisschen abgerundet sein. Was sind das für Schatten? Ach, das sind die von Blätter da hinten. Okay, okay. Also bis ganz hier vorne hätte ich nicht gesagt. Ja, Knochengolem, das habe ich schon mitbekommen. Aber ich dachte, dass das hier hinten auch noch neu wäre irgendwie. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Ja. Ich kann also schwer einschätzen, bis wie weit ich das hier machen sollte. Ich müsste das mal von oben begutachten eigentlich. Kann man so schlecht von oben gucken hier. Hier kann ich das mal auf den Turm da stellen. Und dann kann ich mal ganz kurz runter gucken. Vielleicht kann ich das von hier oben gut einschätzen. Also die Straße ist ja da. Aber die Straße musste irgendwie noch um die Kurve am besten bald rum. Was ist denn, wenn die Straße irgendwie hier zur Seite abgeht? Von vorne hier rankommt wieder? Nee, irgendwie habe ich doch gar keinen Platz für alles. Vielleicht sollte die Straße einfach mal früh abknicken hier zur Seite. Die könnte doch neben der Bank, also die letzten Meter nehmen wir nicht mit. Die knickt hier dann einfach ab zur Seite runter. Und kommt dann von der Seite hier rein. Und hier ist dann der Bahnhof. Bahnhofsgebäude vielleicht von hier bis hier. Straße kommt davor direkt am Bahnhofsgebäude rein. Vom Bahnhof, ja, vielleicht doch Parkplatz. Hier müssen wir gucken, vielleicht abgezäunt oder auch abgemauert hier. Solarpark irgendwas, Umspannwerk, dass Elektrizität verteilt wird. Dann hier hinten einfach dann ja, Gießerei und ähnliches. Ich weiß nicht, ob alles drauf passt. Mann! Jetzt habe ich schon wieder zu wenig Platz gefühlt, aber das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Ob ich zu wenig Platz dafür habe. Grüße dir aus dem Wald meiner Festplatten. Zur Info, da sind zwei, bin ein armes Vögelchen, bin ja kein reicher Phönix. Ja, ich habe auch nur zwei Festplatten. Den braucht man auch gar nicht. Danke dir. Dachte schon. Kiesplatz, ja, auch das Problem mit den Parkplätzen ist schwierig. Kiesplatz würde ich vielleicht nicht wieder machen. Ich finde den Stein an sich schon ganz nice, weil immer wenn ich einen Kiesplatz machen muss, dann muss ich unter dem Kiesplatz ja nochmal eine Steinreihe ziehen, damit der Kies nicht ins Meer fällt. Das ist das Problem. Also so Kiesgeschichten, die sind halt. Ich bin mit meiner Straßenführung nicht zufrieden. Das Problem ist, ich habe die nicht geplant gehabt, sondern ist so ein bisschen spontan entstanden. Aber ich würde sagen, ich lasse die Straße abknicken nach links runter. Und dann baue ich. Ich habe zuerst gedacht, dass der Eingang vom Bahnhof von der Seite ist. Also dass hier man drankommt. Und hier hinter vielleicht direkt abgezäunt ist. Oder vielleicht ist das auch nicht schlecht, ey. Aber dann ist die Straße hier vorne mies. Da hätte ich hier noch mehr rangemusst, aber hier hat Debitor Warnblöcke platziert, damit ich in diese weiten Richtung komme. Ich muss die Straße, oder ich mache so eine Schlangenlinie hier,
dass sie einen Bogen nach da macht, nach unten macht und dann hier zur Seite nach vorne geht. Das würde gehen. Und dann vielleicht können wir gucken, ob wir hier irgendwie... Irgendwie ist das auch doof, wenn ich hier einen Abzweig mache. Weißt du, nämlich ein Abzweig, der geht nach hier hinten. Und dann 5 Meter verschoben den nächsten Abzweig. Das fänden wir auch irgendwie nicht so gut. Ich müsste hier direkt einen Abzweig machen, der dann nach hier vorne weitergeht. Aber vielleicht ist auch die Perspektive gerade ein Mist, wo ich draufstehe. Aber ich müsste einen Spectator-Mode planen. Aber irgendwie finde ich es ganz cool, wenn wir von dem Teil hier... Oh, das hat viel Damage gemacht. Jetzt nicht das auch noch nach vorne verlängern, haben wir so eine riesige Fläche. Finde ich auch ein bisschen Matsch. Ja, ich glaube, ich soll die Beacons mal abbauen, die irritieren. Wir machen die Beacons weg. Und bauen hier erstmal was hin. Neues Gebäude. Das kommt hier. Und das Gebäude ist aber... Das Gebäude, ganz ehrlich, die Straße, die reicht nicht. Das passt nicht. Das reicht da nicht rein. Aber ich könnte Folgendes machen. Die Straße könnte da auch einen Bogen machen. Oh Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ihr merkt's, ne? Ich will eigentlich vermeiden, die Gegend noch größer zu bauen, aber... Was auf die Straße, die kommt dann vielleicht... Knickt dann hier ab, so nach vorne. Läuft dann auf das Bahnhofsgebäude drauf und hier geht die dann nach rechts und nach links ab. Sozusagen. Rechts geht es dann in den Eingang meinetwegen zum Windpark, zum Solarpark, der sich hier auf dieser Fläche dahinter befindet. Hinter dem Bahnhofsgebäude, was abgezählt ist, ein Zaun auf jeden Fall oder auch wieder eine Mauer. Eingezäunt, Windpark. Gießerei, Ölrefinerie, irgendwas Großes hier vorne und die Straße macht einfach die Kurve und splittet sich hier vorne einmal nach links und einmal nach rechts. Also hier geht das direkt auf das Gleis zu, sozusagen. Ja, und hier geht es dann nach rechts oder nach links ab. Das könnte was sein. Wenn ich das dann vorzeichnen müsste, ich muss das ja eh abbauen. Ich glaube, das passt schon. Die Größe hier. Dann eher noch ein paar Blöcke zurück. Hier ist das Ende vom Bahngleis. Dann müsste auch, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken hier das Ende vom Gebäude sein. Ja. Hier ist Ende Bahnhofsgebäude. Und dann kommt die Straße am besten direkt drauf zugefahren. Aber da brauche ich jetzt wieder... Klingt so an. Okay. Das sind jetzt schon wieder ein paar von den großen Dingen, die hier verplant werden. Uff. Brauchen Stein, Leute. Jetzt sind wieder die ganz großen Dinge geplant. Ich soll mal meine Elytra aufladen. Eventuell. Müssen wir kurz in den Nether gehen? Die Elytra ist fast Bock ab. Genauso wie ein paar andere Sachen auch. Nee, die ist noch voll. Kommt nämlich die neue. Erst wenn die auch weg ist. So, und dann die Frage, ich hätte eigentlich auch mal Beacon umsetzen sollen, ne? Cleanstone, da geht das auch schon wieder los. Ich würde wieder viel Cleanstone brauchen. Uff, viel Spaß. Mal gucken. Puh. Ja, Dachdetails und so, das kriegen wir noch, kommen wir noch, machen wir noch. Ich hätte gesagt... logischerweise, dass wir dann hier, also am Gebäude haben wir ein bisschen Platz, meinetwegen auch 5 Blöcke, ne? Dann kommt hier ein Andesiten, was als Straßenbegrenzung ist, so wie wir es hier vorne haben, Andesitblock und die Straße in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke, das weiß ich dann noch, 7 Blöcke, also 9 insgesamt. Die ist ein bisschen kleiner. Dann kann ich aber direkt schon mal alle Sieht mitnehmen, das mit vorzeichnen. Okay, viel zu tun. Das ist aber eigentlich ein Ding, was du ein paar Stunden runtergebaut hast, recht fix, glaube ich.
Das ist jetzt nicht so ultra das Problemkind, wenn ich das gerade richtig einschätze. Da haben wir da zwei Stacks. Und dann gucken wir mal. Großes vor. Aber ich glaube, wenn ich eine Ölraffinerie sowas mache, dann ist das komplette Gelände, der komplette Bereich, wo ich gerade drüber fliege, bis hier vorne hin, hier so. Also die komplette Spannweite, eigentlich gerade mal Platz für das eine Gelände oder so, für eine Fabrik. Wir müssen mal gucken. Ich kann die auch nicht zu klein machen. Zu klein ist halt auch irgendwie weird. Aber vielleicht kann ich da ein bisschen mehr reinzahlen. Die Ölraffinerie können wir dann Metall, irgendwo eine Eisenfarm reinquetschen, vielleicht einen großen Tower oder sowas. Oder irgendwo anders versteckt, nur Gebäudeteil und direkt Kelpfarm noch mit oder sowas. Aber eigentlich, ach, wenn die Solarpanel ist, muss das Elektrizitätswerk dahin. Mit dem Elektrizitätswerk auch Eisen produziert. Und eine Ölraffinerie Kelp dann hier. Ja, ich guck mal. Das wird sich die nächsten Tage dann zeigen. Wie gesagt, Rom wurde mal wieder nicht an einem Tag erbaut. Kriegen wir hin. So, hier endet jetzt jedenfalls die Straße erstmal. Kann ich durchgehen? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ja, muss ich so machen, genauso wie hier. Muss ich gerade nochmal gucken. Und dann von der Mitte von dem Ding, das markiere ich mir gerade mal. 3, 4, 5, 6, 7. Das müssen auch hier sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haut hin. Hier geht dann halt die Straße nach vorne zurück. Ich krieg den Biegeneffekt gar nicht bis hierhin. Der Biegen steht gleich um die Ecke, ich krieg den aber nicht. Kreisverkehr mit Inseln und Bäumen, das ist zu groß. Das ist, wenn ich einen Kreisverkehr bauen will, überleg mal, eine Straße ist 7 Blöcke breit. Dann brauchen wir eine Mittelinsel, die vielleicht ein bisschen breiter ist als so eine Straße. Sagen wir mal, die ist halt 9 Blöcke. Das heißt, ich bräuchte 11 Blöcke für den Kreisel oder halt den 11 Block Radius Kreisding in der Mitte. Und dann nochmal 9 Blöcke rechts und links daneben nur für die Straße. Und dann komme ich auf fast 30 Blöcke. Nur für den Kreisverkehr 30 Blöcke. Und das ist zu viel. Wenn ich einen 30 Block Kreisel mache, das ist so groß wie das ganze Gebäude da vorne. Das passt nicht. Ich muss kleine Straßen machen. Das wird nicht so gut ansonsten sein. Straße schräg, ja. Nee. Also hier vorne geht es einmal in die Kurve jetzt runter, das ist schon richtig so. Und hier splittet die sich auf einmal nach rechts und nach links. Und klar, ich runde das hier noch alles ab. Ja, holt sich auch nochmal ab. Und hier geht es dann in. Also da ist dann der Bahnhof sozusagen. Mit sei es Parkplätze vor oder whatever. Und hier ist dann meinetwegen der Solarpark mit Elektrizitätswerk ohne Eisenfarm drin ist. Da mache ich wieder gerade ein großes Fass auf. In 9 Tagen ist, ne? Und so. In 9 Tagen stand das nächste Projekt. Da bin ich auf jeden Fall in Sky Attack dann dran davor. Also ich sag mal so, Craftware geht ja eh bis November. Auch nach Sky Attack wird es wahrscheinlich wieder Phasen geben, wo sich ein bisschen... Skytech ist jetzt in der ersten Staffel. Das Projekt muss ich erst proven, glaube ich. Viele von euch kennen das halt auch nicht. Und ich weiß nicht, wie lange das auf Interesse stößt. Mal gucken. Aber ich werde hier auch nochmal zurückkommen. Wie gesagt, spätestens im Oktober werden wir auch nochmal hier chillen. Ne? Aber das ist schon mal gut, wenn wir das hier festgelegt haben. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Ne, Quatsch. Oh, warte, habe ich doch. Warte. Hier ist die Mitte. Ja, ist aber richtig, weil hier muss dann das Dings dran. 1, 2, 3 und hier kommt Polished Andes Seite dann hin. So, und die Kurve hier runden wir dann ab. Also, muss hier. Mit derselben Kurvenrundung, wie wir es auch bei den anderen Stellen hatten. Ja, ich hoffe, dass das später dann auch mega aussieht. Aber da müssen wir ein bisschen Energie und Arbeit reinstecken. Aber gerade fühle ich es ein bisschen, deswegen... Doch, gerade fühle ich's. Sky ist zwar nicht so lange geplant, wir können auch schon ein paar Wochen, oder dachte ich, warum? Wer hat das gesagt? Skytech ist
ebenfalls idealerweise genauso geplant wie Crafted Deck, dass es das ganze Jahr übergeht. Wir haben eine, einmal Crafted Deck normal, das ist halt so das Winterangebot, und Sky Attack das Sommerangebot, aber die können ja trotzdem jeweils ein komplettes Jahr durchlaufen. Wenn es was zu tun ist, wenn ihr Bock habt, was zu gucken, wird das sowieso so lange laufen, wie ihr Bock habt, das zu gucken. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt das sowieso steuern. Was ihr guckt, wird produziert. So nach dem Motto. Das sehen ja die Leute, die YouTuber und Streamer. Also, Plan ist auf jeden Fall, Sky Attack leuchten genauso ein Jahr. Und jeden Sommer gibt es eine neue Staffel davon. Also nochmal, Sky Attack, das soll jetzt idealerweise, oder wir versuchen das einfach, testen es einfach gerade mal aus. Sommervariante oder Sommerangebot für oder von Craft Attack sein. Ah, also selbes Team, alles identisch. In Skyblock. Und wenn Craft Attack ein Jahr läuft, dann sollte das auch ein Jahr laufen und nicht zum Beginn von Sky Attack fertig sein oder so. Die Projekte beeinflussen sich dann gegenseitig nicht mehr weiter, aber laufen trotzdem. Dann machen wir das mal weg. Hier vorne auch wieder. Das ist jetzt die normale Straßenbreite. Ich werde auch gleich mal hier die Steine einsammeln, weil ich würde die schon gerne mitnehmen wieder. Und müssen wir gerade mal gucken, ob ich die alle hier... Ja, und vielleicht hierfür ist der Shader nicht so gut, weil... Oh nein, das Inventar ist ja auch voll hier. Upsala. Hier nochmal ganz schnell eine neue Schalkerbox. Achso, ja. Witzlos, wenn ich das dann nicht gar nicht mal... Ich kann gar nicht meine Schalkerbox rausholen. Ich hatte viel Stein auch mitgenommen. Was kommt hier raus? Eingesackt, mitgenommen, Abflug. Autsch. Jo. Dann nehmen wir das hier auch mal alles mit. Sieht's halt so schwer. Ja, der Delfin hilft mir gerade ganz gut, damit ich das schon einsammeln kann. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich werde so zwischen den Zeilen auch nochmal ein bisschen weitermachen. Weil, wie gesagt, Arg ist fertig, jetzt stecke ich meine Energie hier rein. Wenn man mich nachmittags gelegentlich mal auf dem Server einfach chillen sehen. So, was ich für eine Krümmung nach vorne hatte in der Kurve, das können wir gleich nochmal, wie gesagt, wie immer gucken. Ich habe schon noch nicht mehr Sky Attack. Leute, alle. Ich weiß nicht, ob das immer so missverständlich ist, aber Craft Attack? Sky Attack. Wer macht bei Craft? Wer macht bei Crafting mit? Wer macht bei Sky Attack? Das ist identisch. Das ist ein Produkt der Marke Craft Attack, so ein Stempel drauf. So ein Aufkleber. Komplette Craft-Deck-Team ist eingeladen. Komplette Teilnehmerliste. 2, 1, 1, 2. Okay. 2, 1, 2. Das ergibt sich. Wenn es Craft-Deck heißt und wenn es Sky-Attack heißt, dann eigentlich sind alle dabei. Idealerweise jedenfalls. Ist noch nicht jeder in der Gruppe drin, aber es braucht immer eine Weile, bis alle erreicht werden. Ja, wir probieren das einfach mal aus. Und dann geht's weiter. Wenn es nicht identisch wäre, dann hätten wir es nicht Sky Attack genannt, sondern was anderes vielleicht. Ein 17 Skyblock oder sowas. Aber es wäre schön, wenn wir da ebenfalls die Marke sozusagen erweitern. Und wir halt zwei coole Sachen im Jahr haben und nicht nur eine. Okay, dann die Straße hier vorne. Einmal angleichen wieder. Ja,
Hier sollte ich noch mal ein bisschen mehr vorzeichnen. Zwei, eins, eins, zwei. Das haut hin. Zwei, eins, 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 zwei. Sehr schön. Auf der anderen Seite auch ein. Oh, jetzt geht's ja aber wieder los mit Mobs. Ausgewichen und selbst nicht getroffen. Warum ist das so dunkel? Habe ich eine Fackel abgebaut? Achso, wahrscheinlich stand die hier vorne drauf. Oh, noch was. Ich hole mir mal das. Oder ein neues Bett. Ich habe überall in der Base Betten verteilt. Ich schnapp mir ein neues. Ich glaube, das hier nutze ich gar nicht mal so oft. Das kann ich umlagern. Das andere, das habe ich ziemlich viel benutzt. Aber hier habe ich selten drin gepennt. So, her damit. Gut. Und dann machen wir vorne noch die Kurve. 2, 1, 1, 2. Das haut doch gut hin. Perfekt. Und hier die grobe Kurve, da gucken wir dann mal. Die Außenkurve, die mache ich dann nach Gefühl, denke ich mal, rüber. Das nehmen wir weg. Heute über sie wieder Großes. Hag ist fertig, Leute. Da habt ihr das Ende leider verpasst. Da einmal nachgucken. Ist ja alles online. Ich habe absolut keine Probleme mit Copyright und ähnliches, weil ich die Musik höre. Man kann mal die Videos und Streams, oder die Streams mal online lassen, dass man die nachgucken kann. Das bauen wir hier weg. Genau so wie hier ziehen wir mal hinter. Wenn ich verstanden habe, sie so nachlassen und spielen, so wie das schon Craft Deck. Klar, schon irgendwann nicht mehr so viele. Aber lässt man es dann nicht einfach was wie wo? Warum lässt man es? Habe ich nicht ganz verstanden. Den Sachverhalt. Warum lässt man es dann einfach nicht einfach? Also, dass wir keine Videos mehr machen oder wie? Einfach abhaken oder was? Also Projekte wachsen nicht auf Bäumen, so. Es gibt kein Überangebot an Projekten. Projekte sind selten und man muss jedes Mal wieder was Neues sich überlegen, ausdenken, organisieren. Irgendwer muss ich finden, der es organisiert und so. Das letzte war jetzt halt Create und Create war im April, März? Nee, April, am März. Create war im März. Also jetzt noch viel. Ja, heißt das also, dass wir am besten sofort auch aufhören sollten, am besten zu spielen, oder wie? Habe ich ansonsten nicht verstanden von der von der Logik gerade. Warte mal, wie habe ich denn hier die Kurve mal gemacht? Was ist das hier hinten? Gar nicht, habe ich die Kurve gemacht. Aber ich habe angefangen, die anzudeuten. 1, 2, 3, 4 Blöcke weiter als drüben. Okay. Also 1, 2, 3, 4. Ja, und jetzt können wir dann um die Kurve gehen, ne? Ja, das trifft's irgendwie noch nicht so ganz, oder? Sammeln trotzdem auch nochmal alles ein wieder. Brauchen Steine. Ja, das sind solche Details, die auch wieder ein bisschen Zeit brauchen. Formen wir das ordentlich. Als nächstes haben wir ein bisschen Makrobauen vor. Nicht Mikrobauen mit Details und Ausdickern, so wie gestern. Und na wohl, gestern war Medium. Das war weder Makro noch Mikro. Das war so ein bisschen
dazwischen. Standard bauen. Das ist wieder Makro bauen, große Strukturen, Wege, Straßen anlegen und sowas. Mikro bauen wäre dann Detail. Außerdem muss man auch seine Sachen zu Ende bringen, Projekten hier. Ich habe noch Unfinished Business. Wie soll ich da jemals in Frieden ruhen? 1, 2, 3, 4. Dann kriegen wir es hier zusammengeführt auf eine sinnvolle Art und Weise. Das hier so zusammengeführt. Ich probiere einfach jetzt gerade mal einfach ein bisschen diagonal, wie das aussieht, wenn ich es diagonal so mache. Wenn nicht, passe ich es nochmal an. Nope. Okay, das geht schon wieder vorne hinten, nicht? Doch, geht. Ich hab dieses Mal weniger technische Farmen gebaut, das stimmt. Ich habe aber auch vielen anderen noch geholfen mit den Farmen. Und hab die jetzt halt nicht in der Base stehen. Also Eisenfarm, ja, aber halt wieder nicht hier, ne? So. Das ist die Sache. Okay, eventuell noch ein bisschen weiter. Hier ebenfalls weiter. Zwei Blöcke, zwei Blöcke, zwei Blöcke. Und jetzt Blöcke hier drauf. Die Kurve war noch nicht so schön. Ja, das geht doch schon besser. Passt, oder? Das geht besser. Die Kurve haben wir. Da haben wir nochmal die Kurve gekriegt. Concrete Powder und alles besorgen, das läuft dann. Und selbstverständlich müssen wir, damit die Straße steht, hier Blöcke drunter setzen. Yep. Manchmal ein bisschen schwierig, aber geht. Complimentary Shaders, genau, die muss er noch Kroko schicken. Die Farmen sollten idealerweise dann auch hier drin versteckt sein. Das war der ursprüngliche Plan, aber dann. Ja, dann habe ich ja schon eine Eisenfarm gebaut. Da hätte ich ja selbst sogar zwei Eisenfarmen bauen müssen. Irgendwie ist das auch nicht eingesehen, aber es kommt doch noch mal eine. Villager haben wir ja oben in Wolkenkratzer drin. Das passt. Ich habe auch keine eigene Villager-Trading-Station gemacht dieses Mal. Viel zu tun. Ein bisschen mehr Plan vorher müsste ich machen. Ich will noch überlegen wegen der nächsten Staffel, was da am ehesten passt. Aber da müsste, glaube ich, sich noch rauskristallisieren, ob wir das auf dem Snapshot machen und dann schon die neue Welthöhe und alles haben. Das war aber schon immer so, ne? Graft Attack ist das Projekt, was immer am längsten geht von allen. Das mit der Zeit halt die Energie nachlässt. Bei Teilen, das war schon immer so. Schon immer. In letzter Zeit bei Graft Attack so, dass das immer länger hält. Das letzte Graft Attack war das Projekt, was bisher von allen Projekten am allerlängsten gehalten hat. Auch von der Aktivität der meisten Leute. Das finde ich aktuell eigentlich gerade extremst nice. Wir machen da Progress.
Das ist echt schön. Warte mal ganz kurz. Wir haben doch auch schon. Ich hab. Nee, falsches. Ich hab die Americas umgeschaltet, aber Level 2 ist doch auch schon geknackt worden. Ich hab umgeschaltet und hab nicht gemerkt, dass sich nichts getan hat. Es ist auch voll geblieben einfach. Das war ein Höllenritt, danke Leute. Gerade so geguckt, hä, was, wie, wo, ist auch schon wieder voll? Ah, nee. Oh, ich nehme kurz was. Ich will überlegen, eine ganz kurze Pause auch vielleicht nochmal gleich zu machen. Warte mal, wie sieht's denn aus? Chatbot sagt, jo, ich habe ein Pausenfenster. Okay. Wir haben noch keine Pause heute gemacht. Ich würde sagen, ich bin spätestens 5 Minuten wieder da. Deswegen nicht weglaufen, ihr müsst noch nicht die Luft anhalten, aber einmal ganz kurz chillen. Es geht sofort wieder weiter. Und ich sollte mich irgendwo in Sicherheit hinstellen oder zumindest ausloggen. Bis gleich.
So, wieder da. Es tut gut, mal zwischenzeitlich mal aufzustehen und so. That's nice. Ich habe bald. Doch, ich habe noch Steine, aber in der Schalker Box. Ups. Ich kann mir vorstellen, dass sie die nächsten Tage noch extremst viel tun wird. So. Ich werde mir da mal Mühe geben und wenn ich mal am Chillen bin, ja, dass ich auch so weiterbaue. Na, gucken wir mal. Erstmal den Clip-Kanal reingeschickt in Chat. Ja, Clip-Kanal, der ging übelst ab, ne? Ich hatte auf dem Clip-Kanal mehr Aufrufe als auf meinem Hauptkanal zwischenzeitlich. Also gerade ist es auch da wieder ein bisschen nachgelassen, aber auch nicht. So, ich habe gehört, es gibt spannende Spark-Clips. Wir sind alle da auch noch online. Aber Clip-Kanal war eine gute Idee. Ja, ich bin auch wieder da. Gelegentlich braucht man vielleicht auch mal eine Pause, wenn man lange streamt oder so. Überlegt mal, wenn ihr ein Referat haltet in der Schule, ja, wieder beste Metapher ever. Wenn ihr ein Referat in der Schule haltet, ist ja nichts anderes, wie als wenn ich hier meinetwegen ja, aufnehmen oder streamen, was vorbereite, dabei frei sprechen bin und sowas, ne? Jetzt überlegt mal, ihr müsst ein. Ah, der Stream geht schon 3 Stunden. Ihr habt jetzt 3 Stunden Referat gemacht. Dann hat man vielleicht mal kurz eine 5 Minuten Pause. Dabei sitze ich auch 5, 6 Stunden immer nur hier ohne Pause manchmal. Ja. Das ist halt dann, ne? So, glaubst du, so ein GAG-SMP mitmachen? Also ohne irgendwo eingeladen zu sein, dränge ich mich nicht rein. Das ist klar. Und es wird ja auch bald Skytech jetzt starten. Da müssen wir mal gucken. Also, nächstes große Projekt startet bald. Als Überbrückungs- oder zwischendrin. Das ist auch nochmal nice gewesen, denke ich. Aber das wird dann mit 2 Projekte gleichzeitig anfangen. Schwierig. Also 2 Projekte gleichzeitig immer schwierig. Dann, wenn du in einem Projekt bist, fragen die Leute nach dem anderen. Wenn du im anderen Projekt bist, fragen die Leute nach dem einen. Als wäre es eine gute Zeit gewesen. Die letzten 3 Wochen oder so, circa. Oder nochmal 2 Wochen. Nee, da, oh gut, war ich auch noch arg drin. Aber da hätte das gepasst. Aber 2 Sachen gleichzeitig schwierig. Aber Stream macht Spaß, ein Referat nicht. Ja, aber trotzdem hast du trotzdem dieselbe Aufgabe, also frei quatschen und sitzt halt die ganze Zeit hier am Stück. Wie sieht's denn aus? Das haut doch schon mal hin. Not bad. Dann, ach so, ja genau, selbstverständlich hier weitermachen. Die Straße geht jetzt bis hier vorne hin. Und dann müssen wir da schwarzes Concrete Powder uns schnappen. Reinfüllen. Sand habe ich, glaube ich, noch. Und Gravel muss ich gucken. Gravel kriege ich von der Goldfarm. Ich kann die auch mal wieder anschmeißen. Die Goldfarm, ein bisschen Barter, ein bisschen Blackstone rauskriegen, ein bisschen Gravel. Und da mal wieder ein bisschen sammeln. Und wieder Goldfarm alles anschmeißen. Ich muss gerne bei der Goldfarm mal gucken, was da abgeht. Aber Kies ist, glaube ich, ein bisschen wenig geworden. Gucken wir nochmal. Der nochmal weg. Der dahin. Dann haben wir gleich die nächste Straße fertig. Was heißt fertig? War zumindest angedeutet. Sehr gut. Hier endet auch dann das Gebäude und neben dem Gebäude haben wir ein paar Meter Platz noch.
Dann bauen wir das hier wieder weg. Und hier geht's dann rein. Ja, Concrete Powder. Müssen wir uns gleich schnappen. Pass auf, dann tue ich mir die ganzen Steinsachen raus. Die dürfen hier ruhig drin bleiben und wir gucken ganz kurz im Nether. Aber wenn ich schon beim Nether bin, dann kann ich auch meine Sachen reparieren. Ja, genau. Gold, Zeit für die Goldfarm mal wieder. Einfach Zeit für die Goldfarm. Von hier oben kann man jetzt schon so ein bisschen Straßenplanung sehen, ne? Das passt, denke ich. Die komplette Steinfläche muss ich auffüllen. Also will ich noch viel Cleanstone holen. Und den hole ich am besten von hier vorne. Weil ich ja hier diesen Berg abtragen werde noch. Ein bisschen, jetzt noch voll viel übrig. Das können wir noch mitnehmen. Schön. Soll ich eigentlich im Nether shadern? Müsste eigentlich hier gehen. Ja, Nether ein bisschen hell, aber ich war eine ganze Weile nicht mehr hier. Die müsste aber noch funktionieren, auf jeden Fall. Ich soll mal in die Kisten gucken. Hier ist ein bisschen Gold drin, Gold drin, Gold drin, Gold drin. Gold drin, nee, Gold ist gerade leer. Gold haben wir nicht wirklich viel am Start. Das ist auch komplett durch. Also ich glaube, ich hatte die Farmer an Klim freigegeben, dass er die auch mal nutzen darf. Okay, ist noch Kies drin. Oh, das ist schön. Kies haben wir hier. Fäden auch noch. Ist kein Problem. Obsidian liegt hier noch drin. Crying. Blackstone liegt auch noch ein gutes Stückchen drin. Ja, das ist in Ordnung. Dann hole ich mir gleich die Sachen mit, aber erst repariere ich mal. Hallo? Oh. Hallo, hallo, hallo. Ah, da. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Ja. Müsste klappen. Na, komm schon. Nein, kein One-Hit. Nein, schon wieder ein One-Hit. Jetzt doch. Mal die One-Hit bringt nichts. Dann reparieren wir mal die Spitzhacke. Die Elytra. Was ist das für ein Bogen? V5 Unbreaking Infinity. V4, okay, das war ja zum Farmen wahrscheinlich. Mal ganz ehrlich, der kann dann auch mal hier... Das war der Bogen, den wir genommen hatten für TNT anzünden mit Flame. Wenn die Spitzhacke reparieren war. Und die Elytra reparieren war. So, dann die Elytra zurück. Die ist voll. Spitzhacke füllt sich jetzt. Spitzhacke, Spitzhacke, Schaufel plus Elytra war voll. Rico, der durchgeknallte, noch ein Resub. 7 Monate. Vielen Dank fürs Verlängern. Danke dir. Ja, was gerade könnte wieder was los sein. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich alle der Streamer-Kollegen mit rüber schaffen. Weil es ist halt auch Sommer, ne? Das ist die andere Sache. Und der ein oder andere ist vielleicht auch im Urlaub. Aber dann, ja, müssen wir gucken. Ist halt so der Versuch was Neues auf die Beine zu stellen. Auch langfristig, auch für zukünftige Jahre und so. Das Einzige, was halt Problem vielleicht sein kann, dass es bei vielen Sommerurlaub mit reinrutscht, aber... Kein Projekt ist ja auch keine Alternative. Dann müssen wir im Sommer was machen. Okay, dann kann ich hier die Spitze wieder zurücktun. Joe hat sich übrigens immer noch 5 Pickaxes von mir geborgt.
mal kurz geliehen. Auf die Krawallbande kann ich gerne verzichten. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wer was wie wo Zeit hat. Max hat auch mal 70.000 Projekte parallel, ihr wisst, wie es ist. Ich habe auch noch gar keine Rückmeldung da und auch nicht ihn erreicht. Das war vielleicht da kurzfristig davor nochmal fragen müssen. Spitzhack gleich voll. Revi weiß Bescheid, habe ich auch schon gefragt. Also der ist auch in der Gruppe drin, aber wie gesagt, wird sich zeigen. Ja, das Projekt geht safe länger als 3 Wochen. Das wird also... Das wird ein längeres Mindesthaltbarkeitsdatum haben als wieder die meisten anderen Projekte, denke ich. Weil es einen Craft Attack Touch haben wird, denke ich. Wie gesagt, man muss Dinge ausprobieren, Dinge müssen sich erst entwickeln. Ist jetzt die erste Season. Und wir müssen erstmal die Rahmenbedingungen abstellen. Erstmal das Projektkonzept erarbeiten, da bin ich auch immer noch gerade dran. Was Sinn macht, Custom Advancements und ob ein Mob noch irgendwas droppen kann. Zum Beispiel Enderman können Deep Slate am besten droppen, weil anderweitig kriegt man das ja nicht. Und die sind ja nicht so häufig. Und Zombies fänden die ein bisschen krass. Und solche Sachen einfach. Und dann, ja. Am Ende sieht man dann, was gut war, was schlecht war. Und im nächsten Staffel ändert man das dann. Und dann wird das Stück für Stück hoffentlich immer eine rundere Sache. Okay, dann alles hier ist erstmal fertig. Wir schalten immer ganz brav aus. Und dann nehme ich auf dem Rückweg mal ein bisschen Kies mit, weil das werde ich brauchen. Ja. Oh, warte mal ganz kurz. Das ist ein bisschen arg kritisch hier. Also die Goldfarm wurde ein bisschen geused, aber wir müssen Platz schaffen. Ganz ehrlich, eigentlich kann doch alles hier weg, oder? Eigentlich kann doch hier alles weg. Das darf ruhig alles raus. Weil nichts, was da innen drin landen wird, werde ich jemals nochmal brauchen. Oder... Ja, nee. Das kann weg. Das kann alles weg. Und damit da hier nicht das Lagersystem zerstört wird, muss ich alles raustroppen. Die ganzen Soul Speed Enchantments braucht man nicht. Wir haben so viele Kopien davon. Von Soul Speed, es ist zu viel, es kann einfach weg. Das sind eigentlich nur Überschusskisten. Die sind alle rappelvoll, auch Fire Resistance Potions. Da mache ich einfach mal ganz kurz einen Prozess und hau das hier komplett weg. Oh, Gravel ist auch hier. Voll gewonnen. Ist das satisfying, das hier rauszuwerfen? Wenn es ja so Stück für Stück löscht. Geil, oder? Ich glaube, das liegt an Fabric, dass ich das so rauswerfen kann. By the way. Oh, er ist immer raus damit. Warum auch immer? Hä? Warum hat der das jetzt hier reinstapelt? Egal. Dann das hier alles mit weg. Das ist wie ausmalen, voll satisfying. Völlig egal, welchen Soul Speed wir haben, einfach weg damit. Müll nur voll. Die werden die spawnen. Das Problem wird sich von alleine lösen. Das ist ein Kompost da drin? Warum ist da denn Kompost da drin? Hat hier irgendwann was gebaut? Ist da reingefallen, oder? Hm. Ja, kann sein. Übrigens, wenn ihr das in Real Life so macht, einfach den Müll in die Ecke werfen und 5 Minuten warten, der wird nicht verschwinden. Das klappt nur in Minecraft. Nur so als Vorwarnung, ja. Corsair Mini, noch ein Resub, 16 Monate. Let's go, wie läuft's mit der Emery-Kasse?
Ja, heute etwas übertrieben. Das ist safe der Stream des Monats. Heute ist ganz böse am Rennen, Leute. Danke nochmal. Übrigens, Enderperlen sind voll. Oder fast voll. Die werfe ich auch nochmal raus. Muss nicht alle halten. Oh mein Gott, die Eisennuggets sind ebenfalls voll. Da müssen wir mal Ingots und alles draus machen. Ah, ich weiß nicht, ob das sofort sein muss. Ah, hier habe ich eh Soul Speed und so Sachen mal drin. Das ist gerade. Ach nee, ich habe Überlaufschutz, ne? Ja, ich sehe. Moment, hier ist stecken geblieben. Stecken geblieben sogar. Das Lager ist überfüllt. Also ich glaube, ich hatte Klim gesagt, dass er ruhig die Farm mal nutzen darf, wenn er mag. Aber hier hinten ist leider alles sich vollgestapelt. Das ist nicht so gut. Ich hab zum Glück das Lager Überlaufschutz reingemacht. Es steckt halt jetzt. Steckt und stockt. Boah, so viel Kies. Ganz ehrlich, ich sammle den jetzt gleich. Trotzdem nochmal einen. Weil Kies ist gegebenenfalls wichtig. Den könnte ich nochmal mitnehmen. Ja, und ich habe schon wieder voll. Kies würde ich sagen, packe ich raus. Und will auf. Das ist leider ein bisschen übergelaufen hier. Upsi. Aber ich müsste ihn eingesammelt haben. Ja, und jetzt geht's hier oben wieder los. Da steckt ziemlich viel in der Röhre fest. Dann ist das auch bald voll. Dann befreien wir das mal. Also auch wahrscheinlich viel despawned und es war nicht so effektiv mehr am Ende. Ist ein Soulzentrum drin? Ist der auch voll? Oh Gott. So viel Potions. Einfach ein Amboss drauf, ja. Das ist eine schöne Theorie, aber eine schlechte Umsetzung. Wir sind nämlich in der 1.16 und nicht in der 1.17. Das ist so, wenn ich sage, wir sind in der 1.89, flieg mal mit Elytra. Haben wir nicht. Das gibt's nicht. Aber ist hier teilweise mal was überbrückt worden? Als ob Leder und Soul Sand hier voll ist. Ist Leder. Nee, Leder ist doch gar nicht voll. Wieso ist denn da dann Leder drin? Leder hätte jederzeit und auch hier andere Sachen. Warum sind denn. Warum ist denn das hier drin? Das hätte gar nicht drin sein dürfen. Das ist aber gerade auch mal egal. Ich hau die trotzdem raus. Und das jetzt 5 Quarz waren oder so. Boah, viel zu viel Stuff. Wie viel das einfach ist. Doppelkistenweise Potions. Da auch nochmal. Hier ist sogar Gold drin. Wie kommt das überhaupt da rein? An der Stelle aber auch Wurst, das kommt weg. Ja, und jetzt ist alles voll und wird einmal durchgereicht. Warum ist das nicht zum Souls? Ah, nee, Souls sind es hier. Souls sind es hier. Ist aber auch noch nicht voll. Okay, das war seltsam. Das ist echte Menschen noch im Resub. 3 Monate. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Hier können wir nochmal rüberziehen. Okay, da habe ich Gravel mit dabei. Wir haben hier was geholt. Ich weiß noch, ein bisschen Stuff übrig ist. Passt. Passt wunderbar. Das hier ist neu. Aber wahrscheinlich wurde hier ein. Hier ist schon der Elder Guardian zu GroKo gefahren. Das ist echt das echte Mensch auf einer Rampage. Danke für die 10 verschenkten Subs im Chat. Kuss, kuss, kuss. Danke dir.
an Crazy Terzio, Sebi, Flonky Lai, Flying Fish, Rihanna, ist jetzt auch so bei mir, HTX Vias, Betaubtes Pferd, Lengi Ice Level, Zara Gro und Trader Ghost. Mr. X 47 hat gereset. Samuna, es war eine Frage, kannst du mal ein Tutorial machen, wie man Chlorine runterlädt? Kenne ich nur wenig mit Computern aus. So wie jeden anderen Mod auch. Also da ist kein, so wie jeder andere Mod auch. Einfach auf den CurseWatch-Link und dann den Mods-Ordner schieben. Ansonsten, das war's. Mehr braucht man nicht. Ich hab mal ein Video generell dazu gezeigt, aber... Also, dass der Performance-Boost bringt. Und generell, wie man Mods sieht, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Guck dir das mal an. Also, habe ich eigentlich schon. Ja, ich hab schon ein Video dazu. Mods installieren. Für Minecraft. Moment, dann geht's wieder zurück. Oh, ich würde sehr gerne diese Kisten hier mal abbauen. Die waren noch von G-Times Netherhub-Dings. Aber ich würde die gerne mal wegmachen. Ich glaube, ich würde die mal weghauen mit der Zeit. Das echte Mensch nochmals. Vielen lieben Dank an dich. Warte mal, waren das die? Was war das? Nee, nicht die erste Subs, sondern du hast schon mal einen verschenkt. Insgesamt 11 verschenkte Subs. Vielen Dank. Wollte gerade sagen. Habe ich noch nicht so oft vorgelesen. Reggie hat noch geresubbt. Warte mal, ist das eine schwarze Katze? Ist das eine Black Cat? Ist das so eine sumpfschwarze Katze? Die ist ultra selten. Ja, das ist eine schwarze Katze. Die ist ultra selten, oder? Die gibt's doch sonst nur in Hexenhütten und ich habe ewig gebraucht. Ich habe die nie hier gekriegt. Schwarze Katzen bedeuten ein schlechtes Zeichen hier, aber Gläubischen da. Also schwarze Katze ist ein sehr, sehr seltenes Zeichen hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Sogar das Wiki war sich nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Die müsste aber sehr, sehr, sehr selten eigentlich so sein. Oh nein, bitte lauf nicht in den Nether. Das wäre schon sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Ich meine, ich habe gelesen, dass das gar nicht funktioniert. Oder halt einfach nur ultra rare. Die fehlt meiner Sammlung noch. Ja. Das ging schnell. Damit habe ich jetzt eine schwarze Katze auch hier. Also ich hatte ja super viele Katzen auch schon gefunden und alles mögliche. Das allerseltenste übrigens der fliegende Tintenfisch hier, ne? Das ist euch hoffentlich klar, dass der das allerseltenste ist. Katze? Da ist er. Jo, dann habe ich jetzt alle Katzenarten noch in meiner Base sitzen. Ich bin extra zu einer Hexenhütte geflogen. Ich habe Sümpfe gesucht, nur um diese eine Katze zu finden für das Advancement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Ja, alle Katzenarten, die es hier gibt, sitzen in meiner Base. Der Tintenfisch, der ist seit Ewigkeiten hier unten drin. Das ist von Minecraft Clients. Bin ich nicht so ein Fan von. Weil es ein Third-Party-Tool sozusagen ist, von einer Drittpartei, weder von Mojang noch sonst was. In der Vergangenheit gab es da ein paar böse Geschichten. Da haben solche Clients deine Login-Daten geklaut, weil du loggst dich ja darin ein. Die haben deine Minecraft-Accounts geklaut. Gab es mal ein paar Sachen von früher, das weiß ich. Heutzutage, also bei Bad Lion glaube ich nicht. Die verdienen ihr Geld durch die Cosmetics und alles, aber
Ich habe halt generell, prinzipiell, egal was ist, immer so nicht so den Hang zu Third-Party-Tools und sowas. Wenn ich irgendwann mal vielleicht auf meinen Geschmack trotzdem kommen sollte, dann lasse ich euch wissen. Dann gibt es das Spark Cape. Aber da müssen wir schauen. Ansonsten, ja, schwierig. Schwierig. Bin, was das angeht, immer einfach sehr vorsichtig. Gut, dann. Übrigens, Reschi, Sekunde. Ich muss noch vorlesen. Einen Moment, Moment. Ich glaube, ich war gerade im Vorlesen, da wurde ich von der Katze unterbrochen, weil ich die gerade gesehen habe. Moment, da war doch was. Reschi, 8 Monate. Ich frage, wie steht's mit den Büchern? War 1,5 Monate nicht anwesend aufgrund komplizierter Gangheitsgeschichte. Mein letzter Stream war das. Der Zug in Tektopia ohne Probleme lief. Schäme mich. Du hast zum Großteil Ark verpasst. Also. Ein anderes Game, Ark Survival Evolved, da hat man ein Projekt gemacht, das lief dann vom 8. Mai und nach Create hatte ich dann, also wir hatten auch noch so einen kleinen UFO, ein UFO hatten wir gebaut, ein bisschen Zeug gemacht, Fabrik fertig gebaut, dann hatte ich auch noch ein anderes neues Projekt angefangen, nämlich Tektopia, da wird auch noch die finale Folge übrigens kommen, das muss ich noch fertig bauen. Aber das ist auch schon durch. Und jetzt bin ich gerade wieder so ein kleines bisschen zu Craft Attack zurückgekommen, hab noch ein paar neue Dinge gemacht und Stuff. Ansonsten war das eigentlich der Zwischenstand, was sowas passiert ist. Ark war halt mit Dinos, Projekt, Spiel mit Dinos und alles Möglichen. Dinos, Tech, dies, das. Und jetzt habe ich jetzt vorgestern wieder so ein kleines bisschen angefangen, Craft Attack weiterzumachen. Habe auch Base weitergebaut und so und bin auch da vorne dran. Wir haben jetzt hier. Ne, war das Labor mit den Tanks und alles möglich, ist jetzt ausgebaut, alles. Wir hatten einen, haben einen Tankwagen stehen, wo Honig reingetankt wird von oben. Ein bisschen Deko, Stuff und alles mögliche. Da bin ich jetzt gerade dran, hier die Base weiter und fertig zu bauen. Bücher sind fertig, geschrieben. Fehlt ein bisschen Detailarbeit noch, das heißt die Illustrationen in, im Roman beispielsweise. Wird es wieder 20 Illustrationen geben, die wieder super cute werden. Und ansonsten, Faktenbuch ist fertig. Kommt am 25. August, sind wir am Faktenbuch dran. Und ich mach mal hier schwarzen Konkubator für die Straße. 201 Ding in Minecraft, den ihr euch wusstet. Easy, fertig, geht jetzt in Druck. Und der Roman kommt dann im Oktober. Auch alles fertig geschrieben schon. Was? Sektor ist schon fertig? Ja, wir haben alle Berufe, alle Gebäude. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, die müsste ich machen, um das Dorf an sich abzuschließen. Aber es wird auch einfach überhaupt gar nicht mehr geguckt und angenommen. Das ist leider schade, aber geht nicht anders. Ich habe auch noch Folgen dazu gemacht und es hat dann Stück für Stück wieder nachgelassen. Aber da wird es noch eine finale Folge geben, wo das Dorf dann auch wohl fertig ist und abgeschlossen ist. Viel zu tun. Habe ich hier noch schwarzes Concrete Powder drin? Vielleicht kann ich das da erstmal aufbrauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel brauche, aber. Ja, komm, ich lasse es dann im Inventar und setze dann mal den Concrete. Gar noch Videos nach dem Miner. Ich verpasst. Müssen, ja. Was hatten wir denn noch? Nach dem Miner kam doch auf jeden Fall noch. Der Enchanter kam noch, die Schule kam noch, der Schmied kam noch. Leute, guckt doch mal in die Playlist. Was ist da los? Ich bin enttäuscht. Ich hau das alles immer raus. Wir haben alle Berufe auf jeden Fall durch. Wir haben noch neue Häuser gebaut. Das Dorf sieht richtig voll jetzt auch aus. Da ist ein bisschen was passiert, Leute. Ging total an mir vorbei. Hä? Ich dachte, da war nichts mehr gekommen. Quatsch. Ich habe auch während schon Ark dann lief als Projekt, habe ich ja trotzdem auch noch Tektopia auch geladen, alles. Guck mal auf dem Kanal, Tektopia Playlist. Vielleicht bin ich auch zu blöd gewesen, habe das nicht in die Playlist gepackt, aber eigentlich müsste das alles da sein. Tu mal einen Gefallen, schau mal nach auf dem Kanal, Pingo. Jetzt direkt, zack, rüber. Kein Wenn und Aber. Und sag mal Bescheid, ob du es findest.
das muss noch. Ne, Pockwart ist nicht wirklich fertig. Also ich weiß nicht, was sage, am Samstag kriege ich das aktuelle Briefing. Da treffen wir uns hier nochmal mit GroKo und Ayosa. Abschule kam auch nichts mehr. Hatte ich nicht das mit dem Enchanter schon gemacht? Vielleicht habe ich das aber auch noch aufgehoben, weil einfach der YouTube-Algorithmus mir einen Strich durch die Rechnung. Ich gucke gerade selbst nochmal nach auf dem Kanal. Die letzten Folgen. Nee. Warte. Nach Schule war Schluss. Hold on. Pass auf. Also, wir hatten. Nach dem Miner. Was haben wir nach dem Miner noch? Wo war denn der Miner? Da, endlich kommt der Minenarbeiter. Genau. So, das war die Folge 9. Dann haben wir Folge 10 gehabt. Neuer Beruf, der Druide zaubert. Dann hatten wir Folge 11 gehabt. Taverne eingerichtet, die Dorfbewohner feiern. Dann hatten wir Folge 12 gehabt. Der Bade zieht in das Dorf. Dann hatten wir Folge 13 gehabt, das erste Kind wird im Dorf geboren. Dann haben wir Folge 14 gehabt, Zeit für die Schmiede. Dann haben wir Folge 15 gehabt, Schmied macht Werkzeuge, Minentrick, Marktplatz und Häuser. Dann hatten wir Folge 16, Lehrerin, Druide, Schulhaus, Verzauberung und mehr. Aber leider, also da hat man schon gemerkt, da war das Interesse leider mittlerweile komplett im Keller. Und ich habe den Rest jetzt mir noch aufgehoben. Da gab es dann noch den, ich habe es auch falsch benannt. Das ist kein Druide, das ist ein Enchanter. Lehrerin und Zauberer. Oh, das müsste ich beim Titel eigentlich ändern. Das war vielleicht ein bisschen mies. Druide hatten wir schon. Aber, ja, da habe ich vielleicht beim Titel gefailt, WTF. Editiere ich jetzt gerade mal in den Details. Lehrerin und Zauberer. Da habe ich ein bisschen gefailt. Aber das war Folge 16. Wenn du die letzte Folge 9 gesehen hast und 16 Folgen draußen, dann hast du noch 7 weitere verpasst. Ja, fast die Hälfte verpasst vom Projekt. Was? Das geht aber nicht hier. Das geht aber nicht. So, dann fahre ich wieder zurück. Ich bin wieder da. Wieder da. Das echte Mensch. Danke dir für die insgesamt sowieso jetzt 16, glaube ich, sind es, aber für die 5 Subgifts obendrauf. Aninja, Kai, Haubold, Henning, It's for Kinkelay, Zero Cube mit 17-monatigen Resubbed und das echte Mensch. 1000 Bits, was los? Volles Programm, einmal durchgespielt, aber Subgifts, Bits. WTF, das echte Mensch. Vielen, vielen Dank für den Support an dich. Holy moly. Danke, Leute. Danke. Auch noch alle zusammen. Also, wie gesagt, dann die ein oder andere Folge. Tut mir leid, aber habt ihr dann verpasst. Böse. Ja, keine Ahnung. Warum mache ich mir die überhaupt die Mühe? Wenn ihr sie endlich guckt. Das geht doch nicht. War das gut geeignet? Okay. Ich hole mir ein bisschen Farbstoff nochmal. Warum wird das nicht vorgeschlagen? Ach so, weil Crushing Winter. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also so ganz so viel ist es nicht, was wir brauchen. Aber ich will nochmal 3 Stacks. Das müsste hinhauen. So. Ich weiß, wäre ich kein Streamer geworden, wäre ich Schauspieler geworden. Nein. Dann hätte ich vor eine Kamera gemusst. Das geht nicht. Ich kann mich noch erinnern, glaube ich, an früher. Ich meine, ich bin zwar ein Methusalem, aber
damals, als man Filme noch entwickeln musste. Oh. Hat man die mal ein Paket gepackt? Oder in so ein Plastik- und Papiertütchen und abgegeben. Dann hat man 2 Wochen gewartet. Dann konnte man die sich im Drogeriemarkt abholen oder so. Oder je nachdem, wo man es halt hingebracht hat. Das waren Zeiten. Synchronsprecher. Ja, das wäre vielleicht eher was. Glaube ich. Sofern die Stimme halt interessant genug ist. Sie sehen das Elb... Nee, andersrum. Nicht Elbweibchen. Sie sehen das Elchweibchen bei der Paarungszeit. Direkt irgendeine Tierdoku von BBC synchronisiert. Es scharrt mit den Hörnern am Baumstumpf. Aber dafür ist meine Stimme gar nicht so rauchig nach 3 Stunden durchquasseln. Und wir haben schon ein bisschen spät. Muss ich am besten morgens noch mal aufstehen machen. Frisch aus dem Bett gefallen, höre ich mich an den Wumbe. Es wird Zeit zum Schlaf. Warum ist denn hier noch eine Spinne? Man muss ja nie, ob es was geworden ist. Richtig, da machst du ein Foto und kriegst erst 2 Wochen später Bescheid, ob man überhaupt was drauf erkennen kann. Die Feuerwache ist auch wieder am Start. Läuft. Ja, jetzt ruhig wieder Crafting spielen, ist die Feuerwache da. Muss ich eine eigene Feuerwache hier bauen? Ein eigenes Fire Department. Also Beleuchtung und sowas, das ist halt eine Sache für irgendwann mal. Wenn da schon ein bisschen mehr steht, am Anfang gleich bei den Fackeln. Das war nicht ganz so konform mit der Brandschutzordnung, aber einfach überall offene Feuer stehen, die Licht machen. War Mittelalter auch nicht anders. So, dann passt das doch erstmal. Ja, vielleicht hier so ein bisschen und hier geht das jetzt dann rein in den Solarpark, wo Energie gemacht wird. Irgendwie sowas. Kann ich ja erstmal so stehen lassen, wird dann noch vervollständigt. Genauso wie die Straße in der Richtung. Die darf jetzt hier lang gehen, einmal um die Kurve. Und dann ist der Eingang vom Bahnhof halt auf der Seite hier. Also mal gucken, aber das müsste schon gehen. Da habe ich nicht die Light Level Overlay Mod, weil in Crafted Deck eigentlich keine Mods erlaubt sind, soweit ich das weiß. Und im Kopf habe. Also wenn jemand mal, keine Ahnung, Journey Map oder sowas drin hat, haben wir einfach nie was gesagt, aber es war eigentlich mal geplant, dass es halt Vanilla ist. Und für Lichtlevel nutze ich halt einfach ein Resource Pack, was mir anzeigt, wo welches Lichtlevel ist, aber keine Modifikation. Light Level Overlay ist halt eine Mod. Und ja, Replay Mod, das ist drin. Also Sachen halt für Aufzeichnen. Also Replay Mod ist auch, die greift ja nicht ins Spiel ein. Der macht ja gar nicht, die zeichnen einfach nur auf für Timelapses. Das ist was anderes. Aber wo Journey Map ist schon so ein bisschen, ja, zum Orientierung, ne, dass man halt besser sich zurechtfindet, Wegpunkte hat und sowas. Das kann schon ein Vorteil vielleicht sein, aber war uns dann relativ Wurst. Also ich nutze einfach ein Resource Pack bei sowas. Habe ich auch hier drin, Options. So ist vielleicht da Light Levels, und wenn ich das mal brauche, dann mache ich das rein und dann sehe ich, wo es rot ist. Habe ich gerade nicht. Ne, ich habe nicht gedrückt. Ne, ich habe nicht gedrückt, okay. Oder? Keine Ahnung, was da gerade geladen hat. Gut, ja, hier wird ein bisschen Bauen noch vonnöten sein. Ich glaube, ich muss da mal die Planung, Grundrisse ziehe ich jetzt hier rein. Und ich würde sagen, wir werden dann den Beacon mal umplatzieren. Oder zumindest erstmal eintüten, da kommt erstmal eine Kiste rein, der muss nicht die ganze Zeit hier stehen.
Wir müssen dann hier ziemlich viel Fläche auffüllen. Das wird dauern. Also bis das hier aufgefüllt ist, das dauert wieder. Aber anstelle, dass ich einen Hypixel Skyblock einfach das Mithril bei den Zwergenminen grinde, gehe ich einfach hin, platziere die ganze Zeit Steine, kommt auch selber raus. Wenn ich nebenbei meinetwegen was laufen lasse oder so. Schaue ich mir irgendeine Doku an und fülle das einfach mal auf und so. Das muss ja auch nicht unbedingt während im Stream sein. Das, ich weiß, das ist nicht so spannend. An solcher Stelle überbrücken wir halt mit Gesprächsthemen. Haben sich Leute aufgeregt. Mein Cutter hat das Gesprächsthema von gestern so ein kleines bisschen, also wir hatten ein kleines bisschen Talk mit drin gehabt, aber hat er mit reingeschnitten gehabt, weil es vielleicht gerade doch interessant war oder ein bisschen mehr fürs Video bieten würde. Und natürlich, um auf die beliebten 11 Minuten zu strecken, wobei 8 eigentlich schon ausreichen. Hat die Leute beschwert, muss das Thema da drin, warum habt ihr das Thema drin gelassen, hätte das sein, musste das sein? Die Feuerwache hat Nachtschicht, so wie es aussieht. Ja, ich bin so bald an Feier, ne? Gleich 0 Uhr schon wieder. Genau 2 Minuten. Was ist da los? Zeit ist heute wieder recht zügig vergangen, aber wir haben auch eine Tour mit Krokum. Das war spannend. Einfach zurücklehnen. War auch entspannt für mich. Aber ein bisschen führen lassen, ein bisschen gucken. Muss nicht so viel nachdenken. Leute, Minecraft ist anstrengend zum Streamen. Weil du ja ständig überlegen musst, was du machst, was du baust, was du tust. Wenn du halt ein Game spielst wie LOL, klar, da musst du auch denken, aber du weißt dann, was du zu tun hast. Ne? Du musst nicht ständig dir was Neues ausdenken, kreativ überlegen, was du baust. Das ist da schon ein klarer Vorteil. Und Final Demand, der Chef ist zurück. Danke dir für die 41 Monate. Stufe 3. Ja, siehst du mal, der Chef kommt immer eine Minute vor Feierabend, ne? Na Jungs, was habt ihr gemacht? Ich bin dann jetzt auch da. 23.59 Uhr haben wir. Ich danke nochmal fürs Verlängern und ja, mal gucken, ich wollte halt eigentlich wieder ganz normal machen. Zeittechnisch. War das Thema gut, Chelsea gesagt, eventuell können wir es auch noch nehmen und für die nächste Podcast-Folge bereithalten. Da würde ich vielleicht den Cutter, der gegebenenfalls auch gerade zuhört, mal ganz anstupsen. Macht das Sinn? Auch wenn es schon mal eine Folge ist, aber wie viel an Thema war das? Wenn das zu kurz war, geht's so, aber vielleicht das. Ja, Vegan-Thema würde ich eigentlich rauslassen, das hatten wir gestern. Ja, vielleicht war es aber auch nur 1-2 Minuten. So. Mein Gott, ich bin in 1 Minute 16. Du meinst, du bist jetzt schon 16. Dann alles Gute dir. Bei mir ist die Zeit umgesprungen. Ah, nee, stopp. Ja, maximal vielleicht bis hier. Oder wenn nicht, muss ich mal gucken. Aber ich würde hier einfach ein bisschen Steine dran tackern. Ups, nee, nehmen wir mit. Ja, ich glaube, das stumpfe Bauen, das werde ich einfach nochmal zwischenzeitlich machen. Sorry, Final Demand, aber ich bin eigentlich jetzt wirklich schon fast fertig. Ansonsten Stream gerne nachgucken. Wie gesagt, Tour bei Kroko. Vielleicht ein Guesting-Stream nachkauen, sofern sich nachschauen, sofern es nicht nachkauen. Genau, Guesting-Stream nachkauen. Erstmal wieder coin, weil es so gut war. Da haben wir ganz tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel eine neue Attraktion für meinen Kran. Aber ja, da sollte ich vielleicht auch mal drauf landen. Sag mal! Zip. Das ist mir vor den Händen entwischt. Ja, selbst lange arbeiten, das passiert. Aber ich bin ja auch gerade selbst am Arbeiten. Nein! Ja, da kommst du nicht. Egal, man kann sie ja draufsetzen. Ist aber Burst. Da haben wir erstmal das Ding draufgehangen. Und gestern hatten wir halt noch hier ein bisschen, ne, Gas gegeben. Alle, die nochmal dazugekommen sind, auch eingeschaltet haben. Haben wir heute in der Folge gemacht, ne? Also zwischen den Honig wird getankt und Tankwagen und volles Programm. Hier ist ein bisschen was passiert noch. Wir machen weiter. Heute Straßenverlauf. Ich habe heute nicht ganz so viel in der Base weitergebaut, aber wir haben sehr, sehr, sehr lange mit Kroko eine kleine Tour gemacht auch. Ich mich immer selbst in Sätzen widerspreche. Hier so ein kleines Dächlein vorne dran, Eingang, das und vor allem jetzt hier Planung. Bahnhof, Bahnhofsgebäude, Bahnhof bis hierhin, Straße, hier Solarpark, Wind, Elektrizitätswerk in dem Sinne vielleicht, wo wir, ja, was können wir da machen? Eisenfarm rein. Mit Metall hergekommen und vielleicht hinten noch eine Kelpfarm oder so. Da kann eine Ölraffinerie so in der Art hin.
Mal gucken. Ich weiß nicht, wie wir das mit Gebäuden technisch hinkriegen, aber. Leute, immer kurz vor Schluss wird so viel geböllert von Creamy nochmal. An Jana, SB ging Subgift raus und Greif hat auch geresubbt. 51 Monate in Folge. Vielen Dank, Leute. Danke für den Support. Ich habe also gesagt, wir haben Zeit für einen Feierabend. Ich bin morgen Abend wieder am Start. Da können wir safe weiterbauen. Weil ich hätte nichts alternativ als Projekt oder so, was ich machen würde. Dann heißt das, wir basteln. Morgen haben wir auch Freitag. Dann geht es Richtung Wochenende. Das ist gut. Ich würde vielleicht nach gucken, ob ich ein bisschen was hier noch schaffe. Mal schauen, selbst wenn es nur Steine setzen ist oder so, oder vorne abbauen, Steine farmen ist. Das kriegen wir, denke ich, hin. Ich kann nochmal hier wieder die Sachen doch wieder zurücktun. Und dann wird demnächst, also bis Skytech startet am 10. haben wir jetzt noch 9 Tage Zeit, vielleicht mit einem Wochenende dazwischen, Montag, Dienstag. Haben noch 7 Streams, die nächsten 7 Streams. Ja, die nächsten 7 Streams. Da kriegen wir ordentlich was hin. Und ansonsten, es geht ja eh noch bis... bevor die nächste Staffel Craftic startet, bin ich wahrscheinlich auch nochmal hier und mache noch die letzten Schliffe, so wie letztes Jahr. Da habe ich auch noch den Spawn und so gemacht und alles Mögliche da vor Ort. Leute, danke, dass ihr da wart. Auch wenn ihr bis spät arbeiten müsst. Gerne nachschauen, alles in Ordnung. Die beiden Jungs approven das hinter mir. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Support heute wieder. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen ist auch wieder Freitag, also Werktag, deswegen viele müssen wahrscheinlich raus. Bis die Tage. Und ciao, ciao.